Wenn sich junge, trotzige Männer gegen die Autorität der Alten auflehnen, um irgendwo in der Wildnis ihre eigene Gemeinschaft zu gründen, dann hat dieses Unternehmen keine Zukunft, wenn es an Frauen fehlt. Genau dies war die Situation, als um etwa 750 vor Christus eine Schar abenteuerlustiger Burschen aus dem Gebiet der Albaner Berge, wahrscheinlich von der Gegend des heutigen Castel Gandolfo kommend, Einige Kilometer entfernt die neue Stadt Rom gründeten. Vielleicht waren es Tunichtgute auf der Flucht vor strengen Richtern. Vielleicht auch landhungrige Bauern auf der Suche nach einer neuen Scholle. Vielleicht aber hatte sie auch der Stadtrat von Alba Longa als Kundschafter geschickt, um die Grenzen nach Toskanien zu überwachen, an dessen Küste gerade um jene Zeit ein neues rätselhaftes Volk gelandet war, die Etrusker von denen niemand wusste, woher sie kamen und was sie im Schilde führten. Und vielleicht befanden sich unter diesen jungen Wilden wirklich zwei Brüder, die Romulus und Remus hießen. Jedenfalls sollte diese Siedlung Bestand haben, mussten Kinder geboren werden. Endlich ist Schluss mit dieser ewigen Bevormundung. Hier gibt's keinen Patron, der uns ständig gängelt. Keine Hausherrin, der wir es nie recht machen können. <laughs> Endlich sind wir unsere eigenen Herren. Säen und ernten, gehen auf die Jagd, fischen. Einfach herrlich. Naja, ganz so herrlich eigentlich nicht. Wir leben in dieser Wildnis zwar wie Herren und dürfen uns Römer nennen. Und wenn uns danach ist, liegen wir so lange auf unserer Pritsche, wie wir mögen. Aber findest du nicht, Claudius, dass uns etwas Entscheidendes fehlt? Du sprichst vom Wein, edler Marcellus? <laughs> den liefern uns doch die Etrusker, diese merkwürdigen Fremdlinge. Mit reinem Quellwasser verdünnt ein wunderbarer Trunk, erfrischt den Körper und beflügelt die Seele. Alles, was recht ist. Eines muss man diesen Etruskern, deren Hochmut die Götter strafen sollen, lassen. Vom Weinkeltern verstehen sie etwas. Ach, Claudius, wer redet denn vom Wein, dessen flüchtiger Rausch am Tag danach mit der Mattigkeit des Körpers bestraft wird? Ein schneller Genuss kaum der Rede wert. Ich rede von den Wonnen der fleischlichen Lust, von der Zärtlichkeit einer weiblichen Hand, von einem süßen Lächeln, das mich nach dem Erwachen am frühen Morgen verzaubert. Und ich rede auch von Kindern. Wie soll Rom Bestand haben? Wofür sollen wir kämpfen, wenn wir nicht wissen, wofür? Bei den Göttern. Es ist wahr, was du sagst, Marcellus. Wofür das Ablagen auf dem Pferd? Warum sollen wir auf dem Schlachtfeld unser Leben riskieren, wenn wir nichts, was wir geschaffen haben, an die nächste Generation weitergeben können? Unser Dasein wäre sinnlos. Klug gesprochen, edler Claudius. Lass uns zu Romulus eilen, unser Anliegen vorzubringen. Es waren also schon, um den Unmut der Männer zu zügeln, Frauen nötig. Wenn denn Romulus der Anführer dieser wilden Auswandererschar war, dann kam vermutlich er auf die grandiose Idee, ein großes Fest zu veranstalten und dazu das Nachbarvolk der Sabiner mit seinem König Titus Tatius, vor allem aber seine Töchter einzuladen. Die Einladung wurde dankend angenommen. Doch während sich die Gäste den Wettspielen widmeten und sich an ihren Siegen berauschten, raubten die weniger sportlichen Gastgeber die Töchter der Gäste und trieben anschließend die Sabiner zu den Stadttoren hinaus eine ungeheuerlichkeit in solchen dingen waren die menschen damals sehr empfindlich schließlich hatte vor nicht allzu langer zeit ein spektakulärer frauenraub einen zehnjährigen krieg entfesselt und zur zerstörung der blühenden stadt troja geführt und die dreisten römer im grunde alles plumpe bauernburschen hatten nicht eine einzelne frau geraubt sondern gleich mehrere dutzend in beschlag genommen Verständlich, dass sich am nächsten Morgen deren Väter und Brüder vor den Toren der Stadt einfanden, um die Schmach zu rächen. Die Römer, die natürlich wussten, dass ihnen die Nachbarn diesen bösen Bubenstreich nicht so einfach durchgehen lassen würden, hatten sich in Erwartung eines Angriffs in ihrer Stadt auf einem Hügel, dem Kapitol, verschanzt. Allerdings auch die Unvorsichtigkeit begangen, einer der frisch eroberten Damen, die offensichtlich von dem ihr aufgezwungenen Ehemann weniger begeistert war, den Schlüssel zur improvisierten Festung anzuvertrauen. Der Name der Unzufriedenen ist uns überliefert: Tarpeia. Sie schloss das Tor auf und ließ die Belagerer hinein. Allerdings waren die Väter und Brüder entweder entrüstet über diesen Verrat, oder aber sie wollten ihre Schwestern und Töchter gar nicht zurück an den heimischen Herd holen, jedenfalls erstickten sie Tarpeia unter ihren Schilden und feierten mit den Römern lieber einen üppigen Hochzeitsschmaus, als sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Zumal die geraubten Sabinerinnen erklärten, sie hätten keine Lust dazu, so rasch Witwen zu werden, sollten ihre Väter und Brüder siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Die Römer gaben übrigens dem Felsen, von dem später Vaterlandsverräter zu Tode gestürzt wurden, den Namen jener Frau, die sie fast vernichtet hätte Tarpeia. Da bereits von Romulus die Rede war, muß auch noch ein Wort über seinen Zwillingsbruder Remus verloren werden. Die Zwillinge sollen der Legende nach vom Kriegsgott Mars gezeugt worden sein, der eines Tages, als er sich zufällig einmal vom Kriegemachen ausruhte, die schlafende Priesterin Rea Silvia begattete. Die soll die Kleinen auf ein winziges Floß gesetzt und das Leben ihrer Kinder den Wellen des Tibers anvertraut haben. Doch statt ins Meer trieb das Floß ans Ufer und das klägliche Weinen der Zwillinge soll eine Wölfin herbeigerufen haben, die die beiden Kleinen säugte. Böse Zungen behaupten zwar, dass es sich bei der Wölfin um die Bäuerin Accalarentia gehandelt habe, die wegen ihres losen Lebenswandels die Wölfin genannt wurde, aber die animalische Version wurde Staatslegende, und sie klingt ja auch viel aufregender. Jedenfalls wuchsen die Zwillinge heran und wurden Romulus und Remus genannt. Sie waren es, die an der Stelle, an der ihr Floß gelandet war, mit Kumpeln aus Alba Longa die Stadt Rom gründeten. Sie spannten einen weißen Stier und eine weiße Stute vor den Pflug und zogen eine tiefe Furche um ihr Land, richteten eine Mauer auf und schworen, jeden zu töten, der es wagen sollte, sie zu zerstören. Remus, der Pessimist von den beiden, behauptete, die Mauer tauge nichts und stieß dummerweise mit dem Fuß ein paar Steine heraus. Darauf erschlug ihn Romulus. Dies soll am 21. April 753 vor unserer Zeitrechnung geschehen sein. Deshalb wird am Tag des Brudermordes auch heute noch der Geburtstag der Stadt Rom gefeiert. In wenigen Jahrhunderten wurde das bescheidene Fleckchen Erde, das Romulus und Remus mit dem Stier und der weißen Stute umgepflügt hatten, zum Zentrum von Latium, zum Zentrum von Italien und später sogar zum Zentrum der ganzen damals bekannten Welt. Ganz anders als die heutigen Römer, für die das Leben nur ein immerwährendes Spiel zu sein scheint, nahmen die Alten das Leben bitter ernst. Sie hatten noch einen Grund dazu: Wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hatten, einen Feind zu vernichten, begnügten sie sich nicht damit, ihm den Krieg zu erklären und dann irgendwann einmal eine Schlacht zu schlagen. Sie waren auf totale Zerstörung aus, ließen keinen Stein auf dem anderen, wenn es ihnen einmal gelungen war, in seine Städte einzudringen. Besonders unversöhnlich zeigten sich die Römer gegen die Etrusker, jenes Volk, das ganz Umbrien und Toskanien besetzt hatte, technisch sehr viel höher entwickelt war und unaufhaltsam gegen den Süden drängte. Es wurde ein langer, unbarmherziger Krieg, und von den Unterlegenen blieben nur wenige am Leben, um den Untergang ihres Volkes zu beweinen. Selten verschwand eine Nation, vielleicht mit Ausnahme der Karthager so endgültig von der Weltbühne wie die etruskische. Und selten auch haben Sieger die letzten Spuren ihrer Gegner so vertilgt wie die Römer. Niemand kann mit Sicherheit sagen, woher die Etrusker stammen. Manches in ihren Gesichtszügen erinnert an Völkerstämme in Kleinasien. Sicher ist, dass sie als erste Bewohner Italiens eine Flotte besaßen, und dass das Meer an der toskanischen Küste nach ihnen benannt ist. Auf jeden Fall war ihre Kultur der der Römer überlegen. Sie kannten sich in Zahnchirurgie aus. Sie verarbeiteten Eisen zu Stahl. Sie gebrauchten auch schon Kupferzinn und Bernstein. Ihre Städte, Tarquinii, Aretium, Perusia und Vehi, waren viel moderner und schöner als die primitiven Dörfer der Latiner, Sabiner und anderer Völkerstämme der Halbinsel. Sie besaßen bereits Verteidigungsanlagen, richtige Straßen und, ganz wichtig, Kloaken. Sie waren also organisiert, während die anderen Stämme irgendwie alles dem Zufall überließen. Vor allem aber zeichnete die Etrusker ein ausgeprägter Handelssinn aus, der sie jedes Opfer bringen und jeder Gefahr trotzen ließ. Zu einer Zeit, als die Römer nicht wussten, was hinter dem nächsten Hügel vorging, waren die Etrusker schon bis nach Piemont und in die Lombardei vorgestoßen, hatten die Alpen überschritten, waren die Rhone und den Rhein aufwärts gewandert, um ihre Waren nach Gallien, der Schweiz und Germanien zu bringen. Während in Rom noch Schafe als Zahlungsmittel galten, kannten die Etrusker bereits Münzen. Sie waren offenbar ein fröhliches Völkchen, die Etrusker. Vielleicht verloren sie deshalb später den Krieg gegen die melancholischen Römer, deren Leben nur aus strenger Pflichterfüllung zu bestehen schien. Auf den Vasen, die die Römer vergaßen zu zerstören, sehen wir gut gekleidete Männer von jenen Togen umhüllt, die die Römer später zu ihrem Nationalgewand erkoren. Sie trugen langes, gepflegtes Kopf und Barthaar und schönen Schmuck an den Handgelenken, am Hals und an den Fingern. Sie kannten den Tanz und den Sport, die Männer spielten Polo und liebten den Stierkampf, die Frauen spielten gesellschaftlich eine Rolle. Wir sehen sie mit Gold und Edelsteinen geschmückt und geschminkt auf breiten Ruhebetten neben ihren Gebietern liegen und lächelnd den Spielen zusehen oder selber die Flöte blasen oder tanzen. Die Römer waren zu jener Zeit große Moralisten und gaben allen Frauen mit etwas freierem Lebenswandel den Namen Toskanerinnen, also Etruskerinnen. Die Religion verkörperte sich bei den Etruskern in einem Gott, der den Namen Tinia trug, und seine Macht mit Blitz und Donner ausübte. Er regierte die Menschen nicht unmittelbar, sondern vertraute seine Befehle einer Art ausführendem Gremium von zwölf großen Göttern an, die so erhaben waren, dass es Frevel bedeutete, auch nur ihren Namen auszusprechen. Alle Götter zusammen bildeten das große Gericht des Jenseits wohin die Genien, die Seelen der Verstorbenen wanderten, sobald diese ihre leibliche Hülle verlassen hatten. Dann begann ein richtiger Prozess. Wer nicht beweisen konnte, dass er immer nach dem Willen der Götter gelebt hatte, wurde in die Hölle geschickt. Es sei denn Verwandten und Freunden gelang es, durch Gebete und Opfer die Götter gnädig zu stimmen. In diesem Falle kam der Verblichene ins Paradies, wo er sich allen weltlichen Freuden die sich von denen unserer Tage nicht wesentlich unterscheiden, hingeben konnte. Die Etrusker hatten deshalb auch keinerlei Skrupel, Menschenopfer für die Rettung der Seelen zu bringen. Es bot sich geradezu an, Kriegsgefangene dafür zu benutzen. Einmal wurden dreihundert in der Schlacht gefangene Römer gesteinigt, um aus ihren noch dampfenden Lebern die Zukunft abzulesen. Auch Stiere und Schafe wurden geopfert, um das Schicksal zu deuten. Wieder ein Brauch, der später von den Römern übernommen wurde. Ein mächtiges, ein intelligentes Volk also, das da den Römern gegenüberstand. Aber den zerstreuten etruskischen Städten gelang es niemals, sich zu vereinigen, und keine von ihnen war stark genug, die anderen in ihre Gewalt zu bringen. Die zwölf kleinen Staaten ließen sich einzeln schlagen, statt vereint gegen den gemeinsamen römischen Feind zu ziehen. Doch bleiben wir in der Chronologie der Ereignisse. Der Nachfolger von Romulus und zweiter König von Rom wurde Numa Pompilius, den uns die Legende halb als Heiligen, halb als Philosophen überliefert hat. Er vollbrachte eine politische Großtat, als er für die vielen von den verschiedenen Völkern nach Rom gebrachten Götter, eine Rangordnung einführte, die später seinen Nachfolgern Tullus Hostilius und Ancus Martius erlaubte, ein geeintes Volk gegen die rivalisierenden übrigen Städte zu führen. Wahrscheinlich war er eher hohe Priester als König, denn die Macht lag in der Hand des Volkes. Rom war in drei Stämme aufgeteilt. Die der Latiner, der Sabiner und der, nach gelungener Unterwerfung, der Etrusker. Jeder Stamm wiederum gliederte sich in zehn Kurien oder Quartiere, und jedes dieser Quartiere in zehn Gentes oder Geschlechter. Die Kurien tagten zweimal im Jahr in den Kuriatkomiteen, und ihrer Volksversammlung oblag es, einen neuen König zu wählen, wenn der alte gestorben war. Jeder hatte gleiches Wahlrecht, und die Mehrheit entschied, der König war lediglich der Ausführende. Solange Rom ein kleines Dorf war, funktionierte diese Demokratie ohne Klassenunterschiede ideal. Doch die Menschen vermehrten sich, die Bedürfnisse stiegen. Bald hatte der König, dem außer den religiösen Funktionen, den Opfern und Gottesdiensten auch die Rechtsprechung oblag, keine Zeit mehr für alle diese Pflichten und begann, die ersten Beamten zu ernennen Geburtsstunde der Bürokratie. Und als sich weitere Hilfskräfte um die Straßen, die Volkszählung, die Grundsteuern, die Hygiene kümmerten, entstand bald das erste Ministerium, der Senat, ein Rat der Alten. Er bestand aus ungefähr hundert Bürgern, die zu Anfang nur die Aufgabe hatten, den König zu beraten, in der Folgezeit aber immer einflussreicher wurden. Irgendwann bildete sich auch ein stehendes Heer, das ebenfalls nach dreißig kurien eingeteilt wurde von denen jede eine centuria also hundertschaft und eine decuria zehn reiter mit pferden zu stellen hatte diese dreißig hundertschaften und dreißig Decurien bildeten zusammen eine legion das erste und einzige armeekorps des alten rom der könig hatte als oberster befehlshaber die macht über leben und tod seiner soldaten Jedoch auch diese militärische Macht übte er nicht absolut und unkontrolliert aus. Wohl leitete er die Feldzüge, aber nicht ohne vorher den Soldatenrat anzuhören, dem er auch die Liste der zu ernennenden Offiziere, damals Prätoren genannt, vorlegte. Die alten Römer, Bauern schlau, hatten alle Vorkehrungen getroffen, damit sich ihr König nicht eines Tages in einen Tyrann verwandeln konnte. Er war und blieb Delegierter des Volkes. Auf den Weisen Numa folgte Tullus Hostilius, der ein sehr viel lebhafteres Temperament besaß. Ihm lag die Politik, das Abenteuer und die Begierde im Blut. Nach vierzig Friedensjahren gelüstete es ihn nach Sieg und Beute. Unter einem Vorwand überfiel er die Stadt Alba Longa, aus der, der Legende nach, die Vorfahren stammten, und er zerstörte sie. Dieser Eroberungsfeldzug muss Lust auf mehr gemacht haben. Zuerst unter Tullus Hostilius und später unter Ancus Martius fingen die Römer denn auch wirklich mit allen Nachbarn Streit an. Und zu der Zeit, als Tarquinius Priscus als fünfter König den Thron bestieg, war Rom schon zum Feind Nr. 1 des ganzen Gebietes geworden, das sich vom heutigen Civitavecchia im Norden bis Rieti im Osten und Frosinone im Süden ausdehnte. Bis zum vierten König waren in Rom die Bauern in der Mehrzahl, die Wirtschaft also überwiegend agrarisch. Die 3300 Soldaten, die damals das stehende Heer ausmachten, zeigen uns, dass die Bevölkerung ungefähr 30.000 Menschen umfasste von denen die Mehrzahl auf dem Lande lebte und nur die knappe andere Hälfte in der Stadt. Sie hausten in Lehmhütten, die willkürlich und zerstreut errichtet waren, eine Eingangspforte aber noch keine Fenster besaßen und einen einzigen großen Raum hatten, in dem alle Bewohner zusammen lebten, aßen, kochten und schliefen, Seite an Seite mit Hühnern, Eseln, Kühen und Schweinen. Am Morgen stiegen die Männer ins Tal, um die Felder zu bestellen, die Senatoren wie die anderen. Hygiene und Pflege der eigenen Person war, auch bei den Frauen, auf ein Minimum beschränkt. Keine Schönheitsmittel, keine Eitelkeit, wenig Wasser, das man erst mühselig vom Tal heraufschleppen musste. Aborte und Kloaken waren unbekannt, Bärte und Haare wuchsen ungepflegt, und was die Kleidung angeht, so darf man sich nicht an die Denkmäler halten, die aus sehr viel späterer Zeit stammen. Die Römer trugen, bevor sie die Toga bei den Etruskern schätzen lernten, eine Art ärmelloses Hemd mit einem Loch, durch das der Kopf gesteckt wurde. Leibliche Genüsse waren so gut wie unbekannt. Die Römer haben bewiesen, dass man die ganze Welt erobern kann, auch wenn man sich mit ein paar Löffeln in Wasser gekochten Mehls, ein paar Oliven, etwas Ziegenkäse und an den Feiertagen mit einem Glas Wein begnügen muß, der ohnehin meistens mit Wasser verdünnt wurde. Auch der König lebte nicht viel anders. Erst zur Zeit der tarquinia Dynastie bekam er eine Art besonderer Wohnung, einen Helm und die königlichen Abzeichen. Bis zu Ancus Martius war er ein gleicher Untergleichen gewesen, der wie alle anderen auch sein Feld gepflügt, gesät und abgeerntet hatte. Er mischte sich ohne Wachen und das Volk, denn sonst wäre er in den Verdacht geraten, seine Untertanen mit Gewalt statt mit ihrer freien Zustimmung zu regieren. Die Kriege führten die Römer damals noch ohne besondere militärische Organisation. Der Prätor, der seine Centuria oder Decuria kommandierte, trug keine besonderen Abzeichen. Als Waffen hatten die Soldaten Steine, Stöcke oder ganz primitive Schwerter. Die ersten Kriege, die Rom unter seinen Abenteuerlustigen Königen führte, ähnelten vermutlich eher großen Prügeleien ohne Taktik und Strategie. Der besiegte Feind wurde zu einem Objekt, das der Römer als sein persönliches Eigentum betrachtete. War er schlechter Laune, so brachte er ihn ohne viel Federlesens einfach um. War er gut gestimmt, nahm er ihn als Sklaven mit nach Hause und verfügte unbeschränkt über ihn. Die eroberten Landstriche wurden vom Staat beschlagnahmt und an die Untertanen verpachtet, die meisten Städte zerstört. 150 Jahre nach der Gründung Roms lebte ein gewisser Lucius Tarquinius in der Stadt, ein Mann, der sich beträchtlich von denen unterschied, die die Römer bisher zu ihren Königen oder Senatoren gewählt hatten. Er stammte aus Tarquinii und war der Sohn eines aus Korinth eingewanderten Griechen namens Demerao und einer Etruskerin. Er war ehrgeizig aufgeweckt und vorurteilslos. Er war reich, elegant, verschwenderisch und der einzige in der Stadt, der etwas von Mathematik, Philosophie und Geografie verstand. Die Politik hatte er im Blut, und was Diplomatie und Intrigen anging, stand er turmhoch über seinen schlicht gestrickten Mitbürgern. Er war der Erste, schrieb später Titus Livius über ihn, der Ränke schmiedete, um König zu werden und Reden hielt, um sich die Unterstützung des Plebs zu sichern. Die Plebs ist ein neues Element in der römischen Geschichte. Die vier ersten römischen Könige hatten es nicht nötig gehabt, um die Gunst des niederen Volkes zu werben. In den Volkskomiteen, den Kuriatkomiteen, die den König zu wählen hatten, bestanden keine Klassenunterschiede, alle waren Bürger, alle besaßen mehr oder weniger Land und alle hatten das gleiche Wahlrecht. Nach dem Tode des Ancus Martius hatte sich aber die Lage von Grund auf geändert. Die Bedürfnisse des Krieges hatten eine Industrie entwickelt und das etruskische Element der Waffenschmiede, Tischler und Kaufleute gefördert aus tarquinii aus aretium aus veii waren neue handwerker nach rom eingewandert und die werkstätten hatten sich mit gesellen gefüllt höhere löhne hatten ländliche arbeitskräfte in die stadt gezogen und mancher soldat blieb lieber in rom als nach beendetem feldzug auf seinen heimatlichen acker zurückzukehren aber vor allem hatten die siegreichen kriege eine große zahl von sklaven in die hauptstadt gespült und diese zusammengewürfelten menschen machten das Plenum aus, von denen später das Wort Plebs abgeleitet wurde. Lucius Tarquinius und seine etruskischen Freunde begriffen bald, dass sie aus dieser von den Bürgerversammlungen ausgeschlossenen Bevölkerungsschicht Nutzen ziehen konnten. Es musste ihnen allerdings gelingen, sie davon zu überzeugen, dass nur ein etruskischer, also fremder König ihre Rechte schützen würde. Hinter Lucius standen jene Leute, die wir heute Unternehmer oder Industrielle nennen würden, Leute mit Geld, die sich Wahlpropaganda etwas kosten ließen, um sich eine Regierung zu sichern, die ihre Interessen vertreten würde. Im Vergleich dazu hat sich heute nicht viel geändert. Es gelang, wie auch immer, diesen Leuten, Lucius Tarquinius auf den Thron zu hieven, der unter dem Namen Tarquinius Priscus 38 Jahre lang regierte. Um ihn dann endlich loszuwerden, mussten die Patrizier, also die Landbesitzer, zum Mord schreiten. Lucius Tarquinius war ein autoritärer, demagogischer und kriegerischer Herrscher. Er erbaute sich einen Palast im etruskischen Stil, der um vieles prächtiger war als der einfache römische Königssitz. Er thronte dort mit dem Zepter in der Hand und einem gefederten Helm auf dem Haupt, von einer Leibgarde umgeben, denn er wusste bei seinen Untertanen Eindruck zu schinden. Rom machte, objektiv betrachtet, unter seiner Herrschaft einen gewaltigen Schritt vorwärts. Die ersten Abwasserkanäle wurden erbaut, wahrscheinlich auch das Forum und der Circus Maximus, endlich auch richtige Häuser mit Fenstern und einem Atrium. Der König hatte zeitlebens gegen den Senat zu kämpfen, der nicht gewillt war, auf sein Kontrollrecht zu verzichten. Da das immer mühsamer wurde, beschloss der Senat, den Tarquinier durch Mord zu beseitigen. Doch die Patrizier begingen den unverzeihlichen Fehler, seine Frau und seinen kleinen Sohn am Leben zu lassen. Tanaquilla, die Königin, war Etruskerin und hatte mit ihrem Mann nicht nur das Ehebett, sondern auch die Arbeit und die Regierungsgeschäfte geteilt. Sie interessierte sich für Außenpolitik, für die Finanzen und wusste mehr als mancher der Senatoren, unter denen es noch Analphabeten gab. Nach der Beisetzung ihres Gemahls bestieg sie den Thron und regierte im Namen ihres Sohnes Servius Tullius, der als erster und letzter römischer König die Krone erbte. Ohne gewählt worden zu sein. Als erstes gab Servius den Söhnen freigelassener Sklaven das Bürgerrecht und schaffte die alte Einteilung nach Kurien ab. An ihrer Stelle führte er fünf Klassen ein, in die die gesamte Bevölkerung, Patrizier und Plebejer, nach ihrem Vermögen oder nach ihrem Grundbesitz eingestuft wurde. Entsprechend wurden dann die Steuern festgesetzt und der Kriegsdienst geregelt. Von jetzt an waren es also die wirtschaftlichen Unterschiede, die auch politisch zum Tragen kamen. Jetzt verfügte die erste Klasse über 98 Stimmen und die letzte nur über eine einzige. Alles in allem waren es 193. Praktisch genügten also die 98 Stimmen der ersten Klasse der Reichen, um die Mehrheit zu erlangen. Es wurde ein kapitalistisches Regime, das das Monopol der Macht, aus den Händen der Landbesitzer in die der Großindustriellen legte und damit die Befugnisse des Senats, der sich aus weniger vermögenden Leuten zusammensetzte, beträchtlich beschnitt. Was konnten die Senatoren dagegen unternehmen? Servius hatte ohne ihre Billigung den Thron bestiegen und stützte sich auf die Reichen, denen er neue Macht und auf die Plebejer, denen er Arbeit, Brot und Bürgerrechte verschafft hatte. Um den König zu stürzen, gewannen die Senatoren seinen Neffen. Schließlich hatte der als enger Verwandter freien Zutritt zur Königsburg. Doch als der junge Tarquinius seinen Onkel erdolcht hatte, blieb den Senatoren der Erleichterungseufzer im Halse stecken, denn der junge Mörder ließ sich, ohne um Erlaubnis zu fragen, auf dem Thron nieder. Diese ganze Aktion der Demokraten erwies sich ohnehin als glorioser Fehlschlag denn der junge König war bei weitem tyrannischer und gewalttätiger als sein Vorgänger. Er verbrachte fast seine ganze Regierungszeit auf Kriegszügen. Unter ihm eroberten die Römer nicht nur ganz Sabinien, sondern auch die südlich von Rom gelegenen Kolonien. Ein Komplott zwang ihn schließlich in die Heimat seiner Vorfahren, in den Norden nach Etrurien zu fliehen. In Rom wurde die Republik ausgerufen. Man schrieb das Jahr 508 vor unserer Zeitrechnung, und seit der Gründung der Stadt waren 245 Jahre vergangen. Wie fast alle Völker, die ihre Regierung wechseln, begrüßten auch die Römer die neue Republik mit Begeisterung. Natürlich waren sie überzeugt davon, dass sich jetzt alle ihre Hoffnungen auf Freiheit und soziales Recht erfüllen würden. Endlich ist er gestürzt, der elende Tyrann. Dieser verfluchte Meuchelmörder, der sich zu unser aller Herrscher gegen jedes Recht der Natur aufgeschwungen hat. Ihr habt ihn vertrieben, das ist wohl wahr. Aber der König hatte noch genügend Zeit, sein kostbares Geschmeide und seine herrlichen Gewänder mitzunehmen. Endlich werden wir ein freies Volk sein. Nur den Göttern untertan, so wie es unsere Ahnen bestimmten, als sie Rom gründeten. Und er wird sich mit seinen Landsleuten, diesen verfluchten Etruskern, verbünden, uns alle erschlagen, unsere Hütten verbrennen und unsere Kinder in die Sklaverei führen. Wir sind Römer. Wir fürchten außer den Göttern nichts auf der Welt. Niemand darf uns ungestraft drohen. Niemand darf uns beherrschen. Wir werden um unsere Freiheit kämpfen bis auf den letzten Blutstropfen. Und uns? werden die etrusker gewalt antun und in die sklaverei schleppen eine römerin weiß schließlich was sie zu tun hat wenn ihre ehre bedroht ist und echte römer sollten es gar nicht so weit kommen lassen an stelle des königs wurden zwei konsuln eingesetzt gewählt wurden lucius brutus und publius valerius der letztere erwarb sich den beinamen publiculus freund des volkes weil er einige Gesetze bestätigen ließ, die grundlegend für die ganze Dauer der Republik sein sollten. Sie sahen die Todesstrafe für jeden vor, der sich ohne Zustimmung des Volkes eines öffentlichen Amtes bemächtigen wollte, ferner das Recht jedes zum Tode verurteilten römischen Bürgers an die Kuriatkomiteen zu appellieren, sowie das Recht jeden zu töten, notfalls auch ohne Prozess, der versuchen sollte, sich zum König ausrufen zu lassen. Publius Führte auch den Brauch ein, dass die Liktorenbündel, die unter Mussolini wieder in Mode gekommenen Faschi, die man dem Konsul als Symbol seiner Macht beim Betreten der Kuriatkomiteen vorantrug, gesenkt wurden, um bildlich zu zeigen, dass diese Macht vom Volk verliehen war. Das waren alles hübsche Sachen, die zunächst auch großen Eindruck machten. Doch mit der Zeit, als die erste Begeisterung verflogen war, fragten sich die Römer, worin denn nun eigentlich der praktische Vorteil des neuen Systems liege. Zwar hatten jetzt alle Bürger das Wahlrecht, aber in den Komiteen blieb man dabei nach Klassen zu wählen, so dass die Millionäre der ersten Klasse 98 Zenturien, also 98 Stimmen hatten, die allein schon ausreichten, den anderen ihren Willen aufzuzwingen. Einer der ersten Beschlüsse der neuen Republik betraf dann auch den Widerruf der Landverteilung an die Armen, die die Tarquinier in den von ihnen eroberten Ländern vorgenommen hatten. Viele kleine Grundbesitzer sahen sich jetzt ihres Stückchen Landes beraubt und kehrten arbeitssuchend nach Rom zurück. Aber dort gab es wenig Beschäftigung für sie. Die Konsuln wurden nur für die Dauer eines Jahres gewählt und konnten in einer so kurzen Amtszeit nicht die großen öffentlichen Bauten beschließen, wie die auf Lebenszeit ernannten Könige. Die Stadt befand sich in einer ständigen Krise, und den enteigneten, von außen zuwandernden Bauern ging es schlecht, sehr schlecht. Die Propagandisten des neuen Regimes aber wurden nicht müde, dem Volk die Verbrechen der Könige vor Augen zu führen. Ein Punkt, bei dem die Propagandisten besonders gern verweilten, war der angebliche Versuch der Tarquinier, Rom zu einer Kolonie Etruriens zu erniedrigen aber gerade den etruskern verdankte rom seinen zirkus maximus seine große kloake seine ingenieure und handwerker seine gladiatorenspiele und volksbelustigungen seine mauern und kanäle und schließlich auch seinen aus etrurien importierten götterkult die propagandisten die gegen den feind im Norden hetzten sollten schließlich recht behalten schon bald nach der flucht des tarquinius erklärten die etrusker rom den krieg wir wissen heute nicht genau, wie es der abgesetzte König geschafft hat, die Etrusker zum Feldzug gegen den gefährlichen Nachbarn zu überreden, aber die Situation, das wird der Exilkönig seinen Gastgebern erklärt haben, war so günstig wie nie wirtschaftlich lag die Stadt da nieder, innere Unruhen schienen sie zu lähmen. So berichtet die Legende, verrichtete in diesem Krieg wahre Wunder an Heldenmut. Mutius scaevola schlich sich ins feindliche Heerlager, um den gegnerischen General Porsenna zu ermorden, verfehlte aber sein Ziel und verbrannte, um sich zu strafen, seine Hand freiwillig über einem glühenden Kohlenbecken. Horatius Kokles hielt an der Tiberbrücke die feindliche Streitmacht so lange auf, bis seine Waffengefährten die Brücke hinter ihm zerstört hatten. Doch. Es half alles nichts. Der Krieg war verloren. Die bedingungslose Übergabe Roms an General Porsenna brachte diesem alle etruskischen Gebiete wieder zurück. So blieb denn Rom, das unter seinen Königen die Hauptstadt eines kleinen Imperiums gewesen war, nur noch Herr eines winzigen Territoriums. Fast ein Jahrhundert brauchte die spätere Weltmacht, um sich von diesem Schlag zu erholen. Aber zunächst wurden zwei Verträge abgeschlossen, einer mit Karthago, um sich von der Meerseite Ruhe zu verschaffen, und einer mit der Lateinischen Liga. Beide setzten weitere Verzichte voraus, doch kostete Rom der Vertrag mit den Karthagern damals nicht viel, da es selbst keine nennenswerte Flotte besaß. Schmerzlicher war der Verzicht auf dem Lande, der vom Konsul Spurius Cassius unterzeichnet werden musste. Rom blieb lediglich Herr über 500 Quadratmeilen. Der Födus, jener berühmte Vertrag aus dem Jahre 493, begann mit den hochtrabenden Worten, möge Frieden zwischen den Römern und den lateinischen Städten herrschen, solange Himmel und Erde bestehen. Himmel und Erde bestanden noch, als kaum ein Jahrhundert später die römische Republik den Städten des lateinischen Bundes den gar machte. Der Krieg forderte noch ein anderes Opfer, Tarquinius, den römischen König im Exil. Er war schon reisefertig gewesen, um nach Rom zu eilen und seinen Rachegelüsten freien Lauf zu lassen, als General Porsenna ihn zurückhielt und erklärte, dass er nicht die Absicht habe, ihn wieder auf den Thron zu setzen. Er misstraute wohl dem, Verschlagenen Intriganten. Etrurien war ein anarchisches Gebilde aus Städten, die voneinander unabhängig bleiben wollten und keine Beschränkung ihrer Autonomie duldeten. Wahrscheinlich würde nun Rom unter den Tarquiniern zwar wieder eine etruskische Stadt werden, aber Etrurien selbst möglicherweise eine römische Provinz. Das wollte Porsenna, der nicht nur General, sondern auch Staatsmann war, nicht. Tarquinius starb einsam und verbittert in Kume. Unterdessen hatte die innere Verfassung Roms mit dem Gesetz der Zwölf Tafeln einen wichtigen Schritt vorwärts getan. Es bedeutete einen unbestreitbaren Erfolg der Plebejer, die unablässig die Forderung erhoben hatten, dass die Gesetze nicht mehr ausschließlich in den Händen der Priester, was ein Monopol der Patrizier war, verblieben, sondern dass sie öffentlich verkündet würden. Bis dahin waren nämlich die Gesetze, nach denen Recht gesprochen wurde, geheim gewesen und von den Priestern eifersüchtig gehütet worden. Sie wurden sogar mit religiösen Zeremonien vermischt, durch die man den Willen der Götter zu erfahren suchte. So geschah es mitunter, dass die Götter einen Mörder, wenn sie gerade guter Laune waren, laufen ließen und einen Hühnerdieb, wenn sie missgestimmt waren, zum Tode verurteilten. Und da diejenigen, die den Willen der Götter zu erkunden hatten, ausschließlich Patrizier waren, fühlten sich die Plebejer ohne Schutz. Unter dem Druck äußerer Gefahr durch den Ansturm der Volsker, Äqua und Gallier, und unter der Androhung, aus der Stadt auszuwandern, gab der Senat nach langem Zögern nach und schickte drei seiner Mitglieder nach Griechenland, um die dort bestehenden Gesetze zu studieren. Nach ihrer Rückkehr wurde eine Kommission von zehn Gesetzgebern gebildet, die sogenannten Zehnmänner. Unter dem Vorsitz von Appius Claudius verfaßten sie die Gesetze der zwölf Tafeln, die zur Quelle des gesamten römischen Rechts wurden. Das war im Jahr 461, ungefähr dem 300. Gründungsjahr Roms. Noch war es nicht der endgültige Triumph der Demokratie, die erst ein Jahrhundert später mit dem licinischen Gesetz der Gleichberechtigung von Plebejern und Patriziern kommen sollte, aber es war ein großer Schritt vorwärts. Pyrrhos, der König von Epirus, der berühmteste Heerführer seiner Zeit, war eine seltsame Erscheinung. Vielleicht hätte er lange und in Frieden leben können, wenn er sich mit seinem kleinen gebirgigen Reich begnügt hätte. Aber er hatte wahrscheinlich Homer und von den Heldentaten des Achill gelesen und fühlte in seinen Adern das Blut des großen Alexanders fließen, so wurde er zu einer jener Feldherrenfiguren, wie sie später das fünfzehnte Jahrhundert in Italien hervorbrachte, zum Condottiere, der sich, von Abenteuerlust erfüllt, in den Dienst fremder Herren stellte. So nahm er das Angebot der von Rom bedrängten Einwohner von Tarent mit Begeisterung an. Tarent war damals eine große griechische Stadt, die unter der Regierung des Architas einem der bedeutendsten Staatsmänner des Altertums große Fortschritte in Industrie, Handel und Kunst gemacht hatte. Über ein schlagkräftiges Heer verfügte die Stadt allerdings nicht. Pyrrhos, der Abenteuerkönig aus Griechenland, schiffte sich mit seinen Soldaten also ein und stellte sich bei Herakles den Römern. Zum ersten Mal standen diese einer neuen, ihnen völlig unbekannten Waffe gegenüber, den Kriegselefanten, und dem griechisch-mazedonischen Söldnerheer in Phalanxstellung. Pyrrhos siegte nach einem blutigen Kampf. Doch das römische Bürgerheer hatte ihm solche Verluste beigebracht, dass man seit jener Zeit von einem Pyrrhos-Sieg zu sprechen pflegt, wenn er vom Sieger zu teuer erkauft wurde. Noch einmal versuchte es der Heerführer im nächsten Jahr, 279 bei Ascolum. Aber auch hier waren seine Verluste so furchtbar, dass er angesichts des von Leichen bedeckten Schlachtfeldes ausgerufen haben soll, noch solch einen Sieg, und ich bin verloren. Er schickte einen seiner beredsten Gesandten, Zineas, mit zweitausend Gefangenen nach Rom, die, so lautete seine Weisung, zurückkehren mussten, sollten die Friedensverhandlungen scheitern. Wie es heißt, war der römische Senat fast bereit, die Bedingungen anzunehmen, als sich der greise, erblindete Appius Claudius erhob und an die altrömische Sitte erinnerte, im Unglück nicht nachzugeben und nie mit einem Feind zu verhandeln, solange dieser seine Lager auf heimatlichem Boden hatte. Von diesem Stolz beeindruckt und gerührt durch den Edelsinn eines unerschrockenen Römers, Gaius Fabricius, der ihn vor einem Vergiftungsanschlag seines eigenen Arztes warnte, gab Pyrrhos alle römischen Gefangenen ohne Lösegeld frei und verließ Italien. Er schiffte sich nach den griechischen Städten Siziliens ein, deren Angebot, sie von den Karthagern zu befreien, er angenommen hatte. Doch auch dort hatte er kein Glück. Die Griechen, die ihn gerufen hatten, verweigerten ihm die versprochenen Hilfstruppen, entmutigt kehrte er nach Tarent zurück, das inzwischen von römischen Legionen angegriffen worden war. Diesmal erschraken die römischen Legionen nicht mehr vor den Elefanten, und Pyrrhos wurde von ihnen im Jahre 275 endgültig bei Malevento geschlagen. Enttäuscht verließ der alte Haudegen die italienische Halbinsel und starb kurze Zeit später bei einem lächerlichen Straßenkampf in Argos. Genau siebzig Jahre waren vergangen, seit Rom sich nach Überwindung der inneren Krisen durch den Sturz der Monarchie auf Eroberungskriege verlegt hatte. Rom war jetzt der Herr der Halbinsel, vom toskanischen Apennin bis zur Meerenge von Sizilien. Die feindlichen Ländereien wurden an arme römische Bürger verteilt, deren Auswahl man nach dem Gesichtspunkt der Kriegstauglichkeit traf. Meist handelte es sich um erprobte Veteranen, von denen man wusste, dass sie Rom gut verteidigen würden. Zudem führte Rom in der Ruhezeit nach dem Sieg über Pyrrhos eine Reihe großer innenpolitischer und verwaltungstechnischer Verbesserungen durch, die viel dazu beitrugen, aus den besetzten Gebieten einen einheitlichen Staat zu bilden. Die von Appius Claudius von Rom nach Capua gebaute und nach ihm benannte Via Appia ein Wunderwerk des Straßenbaus für die damalige Zeit, wurde bis Brundisium und Tarent verlängert. Über sie reisten jetzt nicht nur Soldaten, sondern auch die Bauern, die die eroberten Gebiete kolonisierten, und ein Heer von Verwaltungsbeamten, die römisches Recht und römische Staatsordnung in die besetzten Gebiete brachten. An der Spitze seiner Bürokratie standen die Prätoren und Justizbeamten, die nach römischer Sitte Recht sprachen. Dann kamen die Edilen, denen die Markt- und Straßenpolizei sowie die Aufsicht über die öffentlichen Spiele oblag. Zwei Zensoren schätzten das Vermögen der Bürger ab, verpachteten die Staatsländereien und zogen die Steuern der unterworfenen Völker ein. Sie sorgten auch für Sitte und Moral. Quästoren verwalteten die Staats- und Kriegskasse, überwachten die Ausgaben für die Staatsbauten, den Gottesdienst und die Besoldung der niederen Beamten. Die Beamten wurden jedes Mal auf ein Jahr, die Zensoren alle fünf Jahre gewählt. Wer sich dem Staatsdienst widmete, bekleidete zuerst die Quästur, dann die Edilität, schließlich die Prätur und zum Schluss das Konsulat. Auch die Plebejer wurden dem Gesetz nach nicht mehr von den Staatsämtern ausgeschlossen. Und da das Amt eines Prätors für den, der es ausübte, die Zugehörigkeit zum Senat mit sich brachte, war ihnen, zumindest theoretisch, auch der Weg zu der letzten Bastei der Patrizier geöffnet. Eine außergewöhnliche Würde wurde nur dem Diktator zuerkannt, der in gefahrvoller Lage auf höchstens sechs Monate gewählt werden konnte und während dieser Zeit die unumschränkte höchste militärische und bürgerliche Gewalt in seiner Person vereinte. Mit diesem bis ins kleinste geordneten Staatswesen ging Rom an die Eroberung der damals bekannten Welt. Das Reich der Karthager wurde von den Phöniziern gegründet, einem Volk semitischer Rasse und Sprache wie das jüdische, große Kaufleute und Seefahrer, die mit ihren Schiffen überall in der damals bekannten Welt umherfuhren und mit jedem, der anzutreffen war, Handel trieben. Sie waren die ersten Seefahrer, die die Meerenge von Gibraltar durchsegelten, längs der afrikanischen Küste im Atlantischen Ozean kreuzten und bis ins heutige Portugal vorstießen. Sie legten an fremden Küsten Warenlager und Plätze für Schiffsreparaturen an. So entstanden Leptis Magna, Utica, Biserta und Bona. Die Karthager verstanden auch viel von der Landwirtschaft. Die Römer staunten über den fachmännischen Anbau von Wein, Oliven und Obst. Ein großer Teil der Landesprodukte wurde auf Schiffe verfrachtet, um nach Spanien oder Griechenland exportiert zu werden. In Karthago ausgerüstete Karawanen durchquerten die Wüste Sahara, entdeckten Gold und Elfenbein und brachten es in ihre Heimat. Karthago besaß bereits Geldscheine in Form von Lederstreifen, als Rom noch seine ersten primitiven Metallmünzen prägte. Karthagisches Geld bedeutete im Mittelmeerraum das, was heute der Dollar in der Welt darstellt. Sein Nennwert war durch Gold garantiert, das sich in Karthagos Staatskasse bis zur Decke stapelte. Die zwei bis dreihunderttausend Einwohner wohnten nicht in Hütten wie die Römer, sondern, sofern sie zur ärmeren Bevölkerung gehörten, in Wolkenkratzern bis zu zwölf Stockhöhe. Die Reichen lebten in von Gärten und Teichen umgebenen Palästen. Zahllos waren die Tempel und öffentlichen Bäder, der Hafen besaß 220 Molen und war mit 440 Marmornen Säulen geschmückt. Mit Türmen gespickte Bastionen umgaben die Stadt wie eine Maginotlinie, die bis zu 20.000 Soldaten mit voller Ausrüstung, 4000 Pferde und 300 Elefanten fassen konnte. Die reichen kleideten sich in elegante purpurgesäumte Gewänder und trugen einen Ring in der Nase. Die Frauen gingen verschleiert und verbrachten ihre zeit meist innerhalb des hauses doch stand ihnen die geistliche laufbahn offen in der sie es zu hohen würden bringen konnten die prostitution war angesehen und ein üppig blühendes gewerbe die karthager feierten gern und oft galten als große esser und trinker ihren göttern brachten sie in zeiten der not opfer meist ziegen und kühe dem wichtigsten gott baal aber wurden kinder dargebracht die man in die Arme der bronzenen Statue legte und von dort in das darunter angezündete Feuer rollen ließ. Bis zu dreihundert wurden da an einem Tage unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Trompeten und Trommeln, die ihre Schreie übertönen sollten, verbrannt. Die Mütter mussten ohne Tränen und Jammern der Szene beiwohnen. Vermutlich war es üblich, dass reiche Familien Kinder von Armen kauften, wenn sie ihren Nachwuchs für das Opfer zu stellen hatten. Wie in Rom war die oberste gesetzgebende Behörde der Senat. Er bestand aus 300 Mitgliedern. Auf dem Meer duldeten die Karthager keinerlei Konkurrenz. Jedes fremde Schiff, das in ihre Reichweite kam, wurde erbarmungslos requiriert oder mit der gesamten Besatzung versenkt, ganz gleich woher es kam und welcher Nationalität es angehörte. Es war die Begehrlichkeit der Römer, die den ersten punischen Krieg auslöste. Sizilien, diese blühende Kornkammer im Mittelmeer, war zu verlockend, als dass man sie auf Dauer dem Einfluss Karthagos überlassen wollte. Die Zenturienversammlung übertrug die Ausführung zur Vertreibung der Karthager von der Insel dem Konsul Appius Claudius, im Frühjahr des Jahres 264 segelte eine kleine römische Flotte durch die Meerenge von Sizilien, nahm Messina ein und setzte den karthagischen General Hanno gefangen. Man stellte ihn vor die Wahl, Rückzug oder Gefangenschaft. Hanno zögerte keine Minute und kehrte mit seinem kleinen Heer in die Heimat zurück, wo man ihn, zum Dank dafür, kreuzigte. Denn Karthago hatte keineswegs vor, sich von den Römern etwas gefallen zu lassen. Die Stadt schickte einen neuen General an der Spitze von frischen Truppen. Die landeten in Sizilien und nahmen zunächst Kontakt mit den Griechen auf. Es gelang ihnen auch, erst mit Agrigent und dann mit Syrakus ein Bündnis zu schließen. Appius Claudius hingegen hatte auf die jahrhundertealte Feindschaft zwischen Griechen und Phöniziern gebaut und sah sich und sein Heer von dieser neuen Freundschaft überrumpelt. Er griff zur List. Er ließ die Nachricht verbreiten, dass die veränderte Lage ihn zwinge, nach Rom zurückzukehren, um dort neue Befehle einzuholen, und um die Täuschung glaubhaft zu machen, ließ er auch einige Schiffe nach Norden segeln, die sich in sicherheit wiegenden Karthager vernachlässigten die Überwachung der Meerenge, worauf Appius mit zwanzigtausend Mann südlich von Messina vor dem syrakusischen Feldlager landete und es angriff. Hieron, der Feldherr von Syrakus, kämpfte tapfer. Doch das plötzliche Erscheinen der Römer machte ihn misstrauisch. Er glaubte an einen Verrat der Karthager und kehrte empört nach Syrakus zurück. Nachdem Appius auf diese Weise die Karthager isoliert hatte, warf er sich ihnen mit aller Macht entgegen. Doch es gelang ihm nicht, Messina einzunehmen. So ließ er einen kleinen Teil seines Heeres zur Belagerung der Stadt zurück und eilte mit dem Gros seiner Truppen dem flüchtenden Hieron nach, um sich den Rücken freizuhalten. Doch Hieron bereitete den Römern eine schwere Niederlage. Appius überlebte mit knapper Not und musste einsehen, dass sein Unternehmen schwieriger war, als es sich der Senat in Rom vorgestellt hatte. Er ließ den Rest seiner Truppen vor Messina zurück und schiffte sich nach Rom ein, um Verstärkung zu erbitten. Jetzt war die Diplomatie gefragt. Der gelang es, Hieron auf die Seite Roms zu ziehen. Das war zwar ein Erfolg, reichte aber allein nicht aus, auch Aggregent wäre nötig gewesen, aber diese Stadt war von einer starken karthagischen Garnison besetzt. Zwar belagerten es die Römer und zwangen die Verteidiger nach sieben Monaten zu einem Ausfall, bei dem sie auch geschlagen wurden, aber Karthago schickte sofort ein neues Heer unter dem Befehl des Generals Hamilkar. Der wählte eine neue Taktik, vermied die Schlacht zu Lande und griff mit seiner Flotte die Seestützpunkte der Römer an der Küste an und errang Sieg auf Sieg. Aber nun zeigte sich die wahre Stärke Roms. In wenigen Monaten wurden unter unglaublichen Anstrengungen 120 Schiffe auf Kiel gelegt und gegen Hamilcar geschickt. Der besaß 130 Schiffe und den Hochmut der Karthager, die noch nie jemanden auf dem Meer fürchten mussten. Doch als sich die feindlichen Flotten begegneten, erlebte Hamilcar die Überraschung seines Lebens. Die plumpen römischen Schiffe waren mit Enterbrücken ausgestattet, über diese stürmten die Legionäre mit ihren erhobenen Kurzschwertern auf die feindlichen Schiffe und kämpften so kühn, wie sie es zu Lande gewohnt waren, sie schafften es also, ihre Kampftechnik dem Gegner aufzuzwingen. Hamilkar verlor ein Drittel seiner Flotte und floh. Karthago war erschüttert. Hatte es sich doch auf dem Meer für unbesiegbar gehalten, die Römer aber platzten vor Stolz und beschlossen, den Krieg über das Mittelmeer hinweg ins Herz des Feindeslandes zu tragen. Sie bauten eine zweite Flotte von 330 Schiffen mit 150.000 Mann Besatzung und stellten sie unter den Befehl des Konsuls Attilus Regulus. Karthago bewaffnete eine gleich große Seemacht und gab das Kommando an Hamilkar. Der Zusammenstoß fand auf der Höhe von Sizilien statt und endete unentschieden. Die Römer verloren 24 Schiffe, die Karthager 30. Aber Regulus konnte bei Carbon auf afrikanischem Boden landen. Die entscheidende Schlacht wurde bei Tunis ausgefochten. Von dem vernichtend geschlagenen römischen Heer retteten sich nur 2000 Mann. Regulus selbst geriet in Gefangenschaft. Man schrieb das Jahr 255. Rom brauchte fünf Jahre. Um sich von dieser materiellen und moralischen Niederlage zu erholen, die den Krieg wieder nach Sizilien getragen hatte. In diesen fünf Jahren war das Kriegsglück wechselnd, mit leichten Vorteilen für die Karthager. Bis ihr neuer General Hasdrubal beim Versuch Palermo zu nehmen besiegt wurde und 20.000 Soldaten verlor. Karthago war jetzt kriegsmüde und schickte den Kriegsgefangenen Regulus zusammen mit Gesandten nach Rom, um Friedensvorschläge zu unterbreiten. Regulus musste sein Ehrenwort geben, beim Scheitern der Verhandlungen nach Karthago zurückzukehren. Der Senat forderte ihn auf, in Gegenwart der karthagischen Gesandten offen seine Meinung zu sagen. Mitbürger, ich sage euch, Karthago ist erschöpft, der Sieg nicht mehr allzu fern, nur noch eine kleine Anstrengung, und wir haben den Feind besiegt. Nehmt auf mein Leben keine Rücksicht, wenn es um die Größe Roms geht. Trotz flehentlicher Bitten seiner Gattin kehrte Regulus nach Karthago zurück. Dort waren sie nicht gerade gut, auf ihn zu sprechen, und marterten ihn zu Tode, indem sie ihm wochenlang den Schlaf raubten. Aber die römischen Staatskassen waren leer. Und Rekruten gab es auch kaum noch. Da finanzierten die reichsten Bürger aus eigener Tasche den Bau einer neuen Flotte von 200 Schiffen und stellten sie dem Konsul Lutatius Catullus zur Verfügung. Der blockierte die Häfen von Trepanum und Lilybeum. Die Karthager ihrerseits schickten eine Flotte von 400 schwer bewaffneten, mit allem Proviant versehenen Schiffen. Gelang diesen die Landung, so bedeutete es das Ende der römischen Herrschaft in Sizilien. Gegen den ausdrücklichen Befehl des römischen Senats griff der selbst schwer verwundete Catullus dennoch an. Die überladenen karthagischen Schiffe waren in ihrer Manövrierfähigkeit behindert. 120 wurden versenkt. Der Rest stob in wilder Flucht auseinander. Dem von seiner Heimat abgeschnittenen karthagischen General Hamilcar blieb nichts anderes übrig, als um Frieden zu bitten. Lutatius Catullus nahm das Friedensangebot sofort an, billigte dem Feind einen ehrenhaften Abzug zu und überließ das Festsetzen der weiteren Bedingungen dem römischen Senat. Einige Römer warfen dem Catullus seine übergroße Milde vor, doch der Senat war klug genug, vorläufig nicht an eine Fortsetzung der Kämpfe zu denken. Er verlangte von den Karthagern den Abzug aus Sizilien, die Rückgabe der Gefangenen, und innerhalb von zehn Jahren die Bezahlung von 4400 Talenten. Die Bedingungen waren überraschend maßvoll und Karthago beeilte sich, sie zu akzeptieren. So endete der Krieg, der 25 Jahre von 265 bis 241 gedauert hatte. Aber Römer und Karthager wussten, dass dieser Krieg keine Entscheidung gebracht hatte, dass es auf Dauer nur eine Macht im Mittelmeerraum geben konnte. Musik Beide Völker waren nach diesem Krieg erschöpft. Doch die Folgen waren für Karthago weitaus schlimmer als für Rom. Die Regierung von Karthago hatte sich geweigert, den Soldaten, die unter Hamilkar gedient hatten, den Sold auszuzahlen. Als sie sich unter dem Korporal Mato erhoben, erhielten sie sofort Unterstützung von den unterjochten Völkerstämmen, besonders von den Libyern. Sie bildeten eine reguläre Armee unter dem Befehl eines neapolitanischen Sklaven Spendius und belagerten die Hauptstadt. Hamilkar zögerte lange, gegen seine eigenen Soldaten ins Feld zu ziehen. Doch als die aufständischen, siebenhundert gefangene Karthager vor den Wellen der Stadt lebendig begruben und seinem früheren Kollegen Keskus die Hände abhieben und die Beine brachen, da beschloss er, zu handeln. Er rief die Jugend der belagerten Stadt zum Kampf auf, bildete sie aus und griff mit zehntausend Mann die vierzigtausend Belagerer an. Er durchbrach die tödliche Umklammerung und trieb die Gegner in ein Tal, dessen beide Ausgänge er blockierte. Hier wartete er darauf, dass sie verhungerten. Zuerst verzehrten die Eingeschlossenen ihre Pferde, dann die Gefangenen, schließlich die Sklaven. Endlich schickten sie Spendius und baten um Frieden. Hamilkar ließ ihn kreuzigen. Darauf versuchten die Aufständischen einen Ausfall und wurden niedergemacht. Mato geriet in Gefangenschaft und wurde langsam zu Tode geprügelt. Es war, schrieb Polybius, einer der blutigsten und grausamsten Kriege der Geschichte. Während dieses dreijährigen Aufstandes hatte Rom die Inseln Sardinien und Korsika besetzt. Karthago protestierte dagegen, die Römer antworteten mit einer Kriegserklärung, da steckte Karthago gedemütigt den Verlust der Inseln ein, die zu römischen Provinzen wurden, und akzeptierte eine Zahlung von weiteren 1200 Talenten. Während Rom seine Eroberungen vor allem im Norden der Halbinsel und in Südfrankreich konsolidierte, setzte in Karthago Hamilkar alle Hebel in Bewegung, um gegen Rom eine Revanche vorzubereiten. Nachdem er den Söldneraufstand blutig niedergeschlagen hatte, versuchte er die karthagische Regierung dazu zu bewegen, ihm ein Heer anzuvertrauen, um Karthagos alte Größe wiederherzustellen. Auf seiner Seite standen die Mittelklassen, denen es darum ging, das verlorene Handelsmonopol im Mittelmeer wieder zu erringen. Seine Idee war es, Spanien als Operationsbasis zu benutzen und von dort aus gegen die Römer zu ziehen. Allerdings wollte sich die Aristokratie der Landbesitzer nicht auf ein neues, gefährliches Abenteuer einlassen. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss. Statt eines Armeekorps wurde Hamilkar nur eine einzige Division gegeben. Aber die genügte ihm, schließlich war er ein fähiger General. Doch bevor er gegen die Römer zog, führte er seinen Schwiegersohn Hadrubal und seine drei kleinen Söhne Hannibal, Hasdrubal und Mago in den Tempel, und ließ sie dort vor dem Altar des Gottes baal schwören, eines Tages Karthagos Schmach zu rächen. Dann segelte er mit ihnen und seinen Truppen nach Spanien. Dort brauchte er nur wenige Monate, um die rebellischen Städte zu unterwerfen und Soldaten zu rekrutieren, um eine regelrechte Armee zu bilden. Karthago unterstützte ihn nicht dabei, aber der ungewöhnliche Mann schaffte es eben auch allein. Er ließ nach Eisen graben, um Waffen für die Armee herstellen zu können, und monopolisierte den Handel, um sich das nötige Geld zu verschaffen. Aber er starb zu früh, um die Früchte seiner Bemühungen zu ernten. Bei einem Scharmützel mit einem aufrührerischen iberischen Stamm wurde er tödlich von einem Pfeil getroffen. Sterbend bestimmte er seinen Schwiegersohn Hasdrubal zum Nachfolger. Es war eine glückliche Wahl denn hasdrubal verwaltete das erbe seines schwiegervaters mit umsicht ihm ist unter anderem die gründung der seestadt neukarthago Cartagena, zu verdanken die zum stützpunkt der karthagischen macht in spanien wurde als er durch den dolch eines meuchelmörders starb wurde hamilkas ältester sohn hannibal von den soldaten zum oberbefehlshaber ausgerufen der war damals erst fünfundzwanzig jahre alt und hatte siebzehn davon im Zeltlager der Soldaten verbracht. Aber nie vergaß er den Schwur, den ihn sein Vater beim Auszug aus Karthago leisten ließ. Hannibal war, wenn auch vielleicht nicht der größte Feldherr des Altertums, so doch sicher der brillanteste. Bevor ihn sein Vater nach Spanien brachte, war ihm eine für die damalige Zeit vorzügliche Erziehung zuteil geworden. Er sprach Griechisch und Lateinisch, kannte die Geschichte und hatte sich aus den Erzählungen Hamilkars ein ziemlich genaues Bild von der Stärke und von den Schwächen Roms gemacht. Er war vor allem davon überzeugt, dass die Römer von ihren Verbündeten verlassen werden würden, wenn es nur gelänge, ihnen im eigenen Lande eine Niederlage beizubringen. Denn so war es zur Zeit seines Vaters gewesen. Er übersah dabei völlig, dass Rom in Italien fast nur Verbündete hatte. Titus Livius erzählt, dass Hannibal genügsam, stark und kühn war, immer der Erste im Kampf und der Letzte, der zurückkehrte. Wenn er einen Fehler hatte, dann war es sein übergroßes Vertrauen in die eigene Improvisationsfähigkeit. Seine Soldaten vergötterten ihn und folgten ihm blindlings. Vielleicht lag es auch daran, dass er sich wie ein einfacher Krieger kleidete und die Mühen und Anstrengungen des Heeres klaglos teilte. Er war nicht nur ein Meister der Strategie, sondern auch ein ausgebuffter Diplomat und ein gerissener Spion. Er konnte nicht erwarten, dass die Heimat ihm die Erlaubnis für eine Kriegserklärung gegen Rom geben würde. Aber zu groß war die Furcht der Karthager vor dem mächtigen unbezwingbaren Rom, und also setzte er alles daran, die Römer selbst zu einer Kriegserklärung zu zwingen. Deshalb griff er im Jahre 218 überraschend das südlich des Ebro gelegene Sagunt an, das mit Rom verbündet war. Das war der Beginn des zweiten punischen Krieges. Noch nie hat ein Feldherr so kühn gehandelt wie Hannibal. Noch nie war ein Feldherr so wahnsinnig wie Hannibal. Er will die unbezwingbaren Alpen überqueren. Mit all den Elefanten, dem ganzen Tross. Hannibal führt uns in den sicheren Tod. Nur um seinen krankhaften Ehrgeiz zu befriedigen. Er führt uns zum sicheren Sieg. Um die frechen Römer ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Hast du schon vergessen, was die unverschämten Römer unserem Volk angetan haben? Sie haben uns ausgeplündert und gedemütigt. Lieber im Kampf gegen die verfluchten Bauernsöhne sterben, als jemals wieder ein Knie vor ihnen zu beugen. In die Verlegenheit wirst du wohl kaum kommen. Das gefrorene Wasser der Berge wird dein Leichentuch sein. Du wirst in bitterer Kälte fern unserer warmen Heimat einen elenden Tod sterben. Welch jämmerlicher Feigling du doch bist. Schau auf den tapferen Hannibal, wie seine Augen leuchten. Schau auf die mächtigen Elefanten, die die Römer wie lästiges Gewürm zertreten werden. Mit uns ist der Sieg. Für uns ist die Beute. Die geknechteten Völker südlich der Berge werden uns jubelnd begrüßen. Die schönsten Jungfrauen werden unser Lager teilen. Die Götter mögen dir beistehen. Ich aber kehre um. Es ist zu früh, auf das mich meine Kinder beweinen. Ich mag nicht in fremder Erde begraben sein. Der Himmel ist hoch und Karthago ist weit. Ich bin ein Krieger. Durch meine Adern fließt warmes Blut. Ich kann nicht gegen eisige Winde und gefrorenes Wasser kämpfen. Du hast das Herz einer Ziege und den Verstand einer Schildkröte. So gehe denn zurück an deinen warmen Herd. Aber klage nicht, wenn ich reich beladen mit römischen Schätzen nach Neukarthago heimkehre. Und solltest du als kräftiger Bettler an meine Tür klopfen, so werde ich dir nicht öffnen. Hannibal brauchte acht Monate, um Sagunt zu nehmen. Dann ließ er dort seinem Bruder Hasdrubal mit dem Befehl zurück, Verstärkungen vorzubereiten. Er selbst überschritt mit 37 Elefanten, 50.000 Soldaten und 9.000 Reitern den Ebro, was damals die Grenze zwischen den Einflussgebieten Roms und Karthagos darstellte. Sein Heer bestand ausschließlich aus Spaniern und Libyen. Die Schwierigkeiten begannen, nach dem Überschreiten der Pyrenäen. Die gallischen Stämme, mit Marseille verbündet, das wiederum mit Rom Verträge hatte, widersetzten sich den vordringenden Truppen. Zudem weigerten sich 3000 Soldaten weiter zu marschieren, als sie hörten, dass Hannibal die Absicht habe, die Alpen zu überschreiten. Der Feldherr zwang sie nicht dazu, stellte ihnen sogar frei umzukehren. Mit dem Rest seiner Truppen überquerte er in 15 Tagen das Gebirge. Einige tausend fielen der Kälte, der Erschöpfung und den Überfällen der Bergstämme zum Opfer. Verzweiflung und Mutlosigkeit machte sich unter den Soldaten breit, aber Hannibal verstand es, sie immer wieder aufzurichten, zeigte ihnen in der Ferne die Poebene und sprach von der reichen Beute, die sie erwartete. Nur 26.000 Krieger kamen lebend auf der anderen Seite der Alpen an. Dort wurden sie von der unterjochten Bevölkerung freundlich begrüßt, viele schlossen sich Hannibal an, die Bewohner Cremonas und Piacenzas erhoben sich gegen die römischen Garnisonen. Der römische Senat begriff sofort, dass dieser zweite Krieg mit Karthago viel gefährlicher war als der erste. Er rief dreißigtausend Soldaten mit vierzehntausend Pferden zu den Waffen und vertraute sie dem Konsul Publius Cornelius Scipio an, dem ersten einer langen Reihe von Feldherren aus demselben Geschlecht. Scipio stellte sich Hannibal am Tizinus und wurde von der Numidischen Kavallerie besiegt. Fast wäre der Konsul dabei selbst ums Leben gekommen, hätte ihn nicht sein sechzehnjähriger Sohn gerettet. Dieser Sohn rächte später die Niederlage seines Vaters in der Schlacht von Zama. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor. Zwei Monate nach der Niederlage am Ticinus schickte Rom ein zweites Heer, diesmal unter dem Konsul Tiberius Sempronius gegen Hannibal. Auch das wurde besiegt. Die Straße nach Etrurien über den Apennin lag somit frei. Acht Monate waren ins Land gegangen, als ein weiteres römisches Heer mit dreißigtausend Mann, jetzt unter dem Konsul Gaius Flaminius, Hannibal von neuem aufzuhalten versuchte. Flaminius war seines Sieges so sicher, dass er sich aus Rom die Ketten mitgebracht hatte, in die er Hannibal schlagen wollte. Doch die Schlacht verlief anders, als es sich der forsche Konsul vorgestellt hatte. Hannibal lockte den Römer in eine geschickt gestellte Falle und schlug den Feind in einer mörderischen Schlacht am Trasimenischen See, aus der sich fast keiner, auch nicht der Konsul, retten konnte. Römer, wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Wir sind in einer großen Schlacht geschlagen worden. Die Lage ist ernst. Der Prätor Marcus Pomponius versuchte die Panikstimmung, die in Rom um sich griff, zu dämpfen. Aber auch Hannibal hatte mit Problemen zu kämpfen. Er musste einsehen, dass seine Hoffnungen, Roms Verbündete würden zu ihm in Scharen überlaufen, sich nicht erfüllten. Er hatte mittlerweile Schwierigkeiten, Proviant für seine Soldaten zu besorgen. Vergeblich schickte er die nicht-römischen Gefangenen nach Hause. Vom Apennin bis zum Sannio stand Italien solidarisch auf Seiten Roms. Da entschloss sich der Feldherr an der Küste des Adriatischen Meeres hinunter in den südlichen Teil der Halbinsel vorzustoßen, um gastfreundlichere Gebiete zu suchen. Seine Soldaten waren nach den drei großen Schlachten ermüdet und Hannibal selbst litt an einem schmerzhaften Augenleiden, das ihn schon den Verlust der Sehkraft des einen Auges gekostet hatte. Als die Verbündeten Gallier sahen, dass sich der Feldherr von ihren Landstrichen immer weiter entfernte, begannen sie zu desertieren. Hannibal schickte Boten nach Karthago, um Hilfe anzufordern, vergeblich, auch sein Bruder Hasdrubal war nicht in der Lage, Verstärkung zu schicken, da die Römer inzwischen in Spanien gelandet waren und ihn in Schach hielten. Und zu allem Übel war ihm in Rom inzwischen ein neuer gefährlicher Gegner erwachsen. Quintus Fabius Maximus war vom Senat zum Diktator ernannt worden, und hatte jene meisterhafte Taktik erfunden, die ihm den Beinamen Cunctator, der Zauderer, eintrug. Wie eine Wetterwolke folgte er dem Zug des Hannibal, vermied jedoch vorsichtig die offene Schlacht. Er wartete darauf, dass die Schwierigkeiten, Hunger und Erschöpfung die Soldaten seines Gegners zermürben und zur Verzweiflung treiben würden. Leider ging das Konzept nicht ganz auf, denn als erste waren die römischen Legionäre zermürbt und forderten immer ungeduldiger die Schlacht. Statt auf Fabius zu hören, Schenkten sie dem intriganten Reiteroberst Munitius Rufus Gehör. Fabius wurde der Oberbefehl entzogen und an seine Stelle traten die beiden neu ernannten Konsuln Emilius Paulus und Terentius Varro. Der erste war ein Aristokrat und sich völlig im Klaren darüber, dass die Römer der hannibalschen Strategie nicht gewachsen waren. Der andere, Varro, war ein Plebejer. Mehr Patriot als General wollte er das, was seine Wähler wollten, einen schnellen Sieg. Und da es um den Stolz und um die Ehre Roms ging, setzte er sich durch. So führte er seine achtzigtausend Soldaten und sechstausend Reiter gegen Hannibal, der zwar nur zwanzigtausend Veteranen, fünfzehntausend unzuverlässige Gallier und zehntausend Reiter besaß, aber dennoch erleichtert aufseufzte, denn er hatte sich vor allem vor der gefährlichen Strategie von Fabius Maximus gefürchtet. Die Schlacht, die nun geschlagen wurde, war die gewaltigste des Altertums. Sie fand zu Cannae am Aufidus statt. Hannibal, der alte Fuchs, lockte den Feind in eine Ebene, die ihm den Einsatz der Kavallerie erleichterte. Dann stellte er sich in Kriegsordnung mit den Galliern im Zentrum, überzeugt, dass sie als Erste die Flucht ergreifen werden. So geschah es auch, und Varro setzte ihnen in der Hitze des Kampfes nach während sich die beiden äußeren Flügel der hannibalschen Armee um ihn schlossen. Emilius Paulus, der die Schlacht nicht gewollt hatte, kämpfte tapfer und ließ sein Leben mit 44.000 anderen Römern, unter denen sich 80 Senatoren befanden. Varro hingegen entkam zusammen mit jenem Scipio, der sich schon in der Schlacht am Tizinus gerettet hatte. Sie flüchteten nach Clusium und von dort nach Rom. Nach Ansicht von späteren Militärsachverständigen blieb Cannae ein in der Geschichte der Strategie unübertroffenes Beispiel. Hannibal war der einzige Feldherr, dem es gelungen war, die Römer viermal hintereinander zu schlagen, ohne dabei mehr als sechstausend Mann, darunter viertausend Gallier, zu verlieren. Aber er verlor auch das Geheimnis seines Erfolges, das die Römer nun endlich entdeckt hatten die Überlegenheit seiner Kavallerie. Zunächst schien es, als habe Hannibal endgültig gesiegt. Die Samniten, die Aprozesen, die Lucanier erhoben sich. In Croton, Locri, Capua und Metaponte brachte die einheimische Bevölkerung die römischen Garnisonen um. Philipp V. von Mazedonien schloss ein Bündnis mit Hannibal und Karthago. Karthago, jetzt erfreut über die Siege, kündigte Verstärkungen an. In Rom dachten einige Patrizian eine Flucht nach Griechenland aber das waren nur vereinzelte Fälle von Kleinmut. Der junge Scipio, der sich aus den Niederlagen am Tizinus und bei Cannae gerettet hatte, versuchte mit glühenden Worten seine Mitbürger aufzurichten. Entschlossen nahm das Volk neue Tribute und neue Musterungen auf sich, die Adeligen brachten ihre Juwelen und Schätze, die Frauen fegten mit ihren Haaren die Böden der Tempel, und die Regierung ordnete Menschenopfer an, um die Götter gnädig zu stimmen. Die Soldaten verzichteten freiwillig auf ihren Sold, und aus den Häusern der Patrizier meldeten sich dreizehn und vierzehnjährige zur Verstärkung der zusammengeschmolzenen Garnison, die Rom in der letzten Schlacht gegen Hannibal verteidigen sollte. Aber Hannibal griff nicht an. Die stolze Stadt lag fast wehrlos vor ihm, aber er griff nicht zu. Ein nie geklärtes Rätsel. Noch heute ist die Frage unbeantwortet, warum der große Feldherr auf die sichere Beute verzichtete. Ob er auf die versprochene Verstärkung aus der Heimat wartete, oder ob er hoffte, dass der Feind um Frieden bitten würde, oder rieten ihm seine Götter im Traum davon ab, den letzten, den entscheidenden Schritt zu tun, was auch die Ursachen dieses Zögerns gewesen sein mögen, er beschloss sich auszuruhen. Er schickte wieder einmal die nicht römischen Gefangenen in ihre Heimat zurück und bot dem Senat die römischen gegen ein geringes Lösegeld an. Aber der Senat lehnte hochmütig ab. So ließ Hannibal einen Teil als Sklaven nach Karthago bringen und bestimmte den Rest für Gladiatorenspiele zur Belustigung seiner Soldaten. Nachdem er bis auf wenige Kilometer an Rom herangekommen war, bog er nach Osten ab, und zog nach Capua. Wer weiß, wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn Hannibal entschlossen in Rom einmarschiert wäre. Die Kritik einer seiner Offiziere an diese Entscheidung ist uns überliefert. Die Götter geben ihre Gaben nicht einem Manne allein. Du weißt dir einen Sieg zu verschaffen, aber nicht ihn zu nutzen. Währenddessen waren die Römer dabei, unter unsäglichen Anstrengungen ein neues Heer von zweihunderttausend Mann aufzustellen. Als es endlich soweit war, gaben sie einen Teil der Armee dem Konsul Claudius Marcellus, damit er in Sizilien wieder Ordnung schaffen konnte, den anderen den beiden Scipios, um damit in Spanien Hasdrubal in Schach zu halten. Der Rest blieb zur Verteidigung der Hauptstadt in Rom. Im folgenden Jahr eroberte Claudius Marcellus Syrakus zurück, das während Hannibals Siegeszug abgefallen war und das dank der Erfindungskunst des Mathematikers Archimedes den Römern lange widerstanden hatte. Zu diesem Erfolg kamen die Siege der beiden Scipios in Spanien, die Hasdrubal mehrmals schlagen konnten, allerdings ließen sie ihr Leben auf dem Schlachtfeld. Und ausgerechnet der Tod dieser beiden tapferen Soldaten sollte sich für Rom als Glücksfall erweisen, denn um sie zu ersetzen, wurde der vierundzwanzigjährige Publius Cornelius Scipio, Sohn des einen und Neffe des anderen, nach Spanien geschickt. Es war jener junge Mann, der heil aus den unglücklichen Schlachten am Ticinus und bei Cannae zurückgekehrt war. Er hatte zwar noch nicht das vorgesehene Alter für ein so hohes Kommando. Aber Senat und Volksversammlung waren sich einig und überzeugt, dass man in so einem kritischen Augenblick eine Ausnahme machen müsse. Publius Cornelius Scipio war ein tapferer Soldat, ein ausgezeichneter Kohortenführer und nach der Niederlage von Cannae die Seele des Widerstandes in Rom gewesen. Er trug einen alten, geachteten Namen, war ein guter Redner, gerecht, ehrlich und fromm. Er wurde der Retter Roms, der Held. Der Karthago schließlich in die Knie zwang. Und in der Tat. Gleich nach seiner Ankunft in Spanien gab Publius Cornelius einen Beweis seiner guten Verbindungen zu den Göttern. Um Neukarthago zu nehmen, wo das römische Heer lagerte, mussten die Legionäre einen tiefen, mit dem Meer verbundenen See durchschwimmen, ein unmögliches Unternehmen für die durch Rüstung, Helm und Waffen beschwerten Krieger. Eines Morgens aber rief Publius Cornelius seine Soldaten zusammen und machte ihnen weiß, dass ihm Gott Neptun im Traum erschienen sei und ihm versprochen habe, den Wasserspiegel des Sees zu senken. Zunächst trauten die Soldaten der Sache nicht, als aber ihr General als erster ins Wasser stieg, folgten sie ihm jubelnd, durchwarteten begeistert über das Wunder den See und eroberten im Sturmlauf die Stadt. Danach munkelten die Soldaten, dass sein richtiger Vater gar nicht Scipio, sondern Jupiter in der Gestalt einer Riesenschlange gewesen sei. Natürlich war kein Wunder im Spiel gewesen. Publius Cornelius hatte lediglich durch die Fischer von Tarragona von Ebbe und Flut gehört, von denen seine bäurischen Soldaten keine Ahnung hatten. Fast ganz Spanien fiel in die Hände der Römer. Doch Hasdrubal, der nun keinen Grund mehr hatte, in Spanien zu bleiben, gelang es, sich mit seinen Truppen nach Norden durchzuschlagen, um durch Frankreich und über die Alpen seinem Bruder Hannibal zur Hilfe zu eilen. Aber seine Botschaft an den Bruder fiel in die Hände der Römer, die damit Kenntnis von seinem Operationsplan erhielten. Mit dem einen Heer, das Claudius Nero kommandierte, wurde der ahnungslose Hannibal in Apulien festgehalten. Das andere Heer aber unter Livius Salinatorus erwartete Hasdrubal an einem günstigen Punkt am Küstenfluss Metaurus, vernichtete die karthagischen Truppen und tötete den Bruder Hannibals. Der Kopf soll in Hannibals Lager geworfen worden sein. Der große Feldherr fühlte sich am Ende seiner Kräfte. Auch Philipp von Mazedonien hatte sich nach seiner halbherzigen Kriegserklärung von der römischen Diplomatie umdrehen lassen und Frieden geschlossen. Von den hundert von Karthago mit Verstärkung abgesegelten Schiffen waren achtzig an der sardischen Küste untergegangen, und das Nichtstun und die Ruhe im Lager von Capua hatten die Moral der Sieger von Cannae untergraben. Im Jahre 204 wurde Scipio nach seiner triumphalen Rückkehr aus Spanien an die Spitze eines neuen mächtigen Heeres gestellt, das auf eine Flotte verfrachtet nach Afrika segelte. Damit war der Krieg für die Karthager ins eigene Land getragen worden. Geschockt beeilten sie sich, Hannibal zurückzurufen, damit er ihre Stadt verteidige. Doch der Mann, der jetzt nach 36 Jahren Abwesenheit fast erblindet und von den Anstrengungen erschöpft in die Heimat zurückkehrte, war nicht mehr der stürmische junge Mann, der das römische Weltreich in Furcht und Schrecken versetzt hatte. Römische Historiker berichten, dass er 20.000 aufrührerische Soldaten hinrichten ließ und sich mit dem Rest im Jahre 202 einschiffte. Er kannte seine Heimatstadt, die er als Neunjähriger verlassen hatte, kaum wieder. In der Ebene von Zama, 50 Meilen von Karthago entfernt, stellte er sich mit seinen Veteranen, den Römern. Die Stärke der beiden Heere war ungefähr gleich monatelang lagen sie sich untätig gegenüber verbesserten lediglich ihre stellungen plötzlich aber erhielten die römer verstärkung durch massinissa den könig von numidien der war gerade von seinem rivalen dem karthagerfreundlichen syphax entthront worden massinissa verfügte über eine ausgezeichnete kavallerie die er scipio zur verfügung stellte und gerade auf die überlegenheit seiner kavallerie hatte hannibal wie immer seine hoffnungen gesetzt die Schlacht begann unter für Hannibal ungünstigen Vorzeichen. Zum ersten Mal in seinem Leben musste er die Initiative seinem Gegner überlassen, denn Scipio wandte die Umklammerungstaktik seines berühmten Feindes an. Doch der fünfundvierzigjährige Hannibal fand in dieser bedrohlichen Situation seine jugendliche Energie wieder, griff in einem persönlichen Duell Scipio an und verwundete ihn. Dann wandte er sich gegen Massinissa. Aber auch wenn er seine Soldaten immer wieder erneut formierte, es war letztlich alles vergebens. Zwanzigtausend seiner Männer bedeckten das Schlachtfeld, Hannibal musste blut und Staub bedeckt nach Karthago fliehen. Kaum dort angekommen, rief er den Senat zusammen und erklärte, dass nicht eine Schlacht, sondern der Krieg verloren sei, und riet eine Abordnung an die Römer zu schicken und um Frieden zu bitten. So geschah es. Scipio zeigte sich versöhnlich. Er verlangte die Auslieferung der karthagischen Flotte, mit Ausnahme von zehn Schiffen, den Verzicht auf Eroberungen in Europa, die Anerkennung Massinissas als unabhängigen numidischen König und eine Kriegsentschädigung von zehntausend Talenten. Aber er ließ den Karthagern alle ihre tunesischen und algerischen Besitzungen, verbot ihnen lediglich neue zu erwerben. Er verzichtete auf die Auslieferung Hannibals, den das römische Volk gern gefesselt im Triumphzug des Siegers gesehen hätte. Dieser Zuwachs an Macht bewirkte eine tiefgreifende Veränderung in der Struktur des römischen Lebens. 300.000 Tote waren auf den Schlachtfeldern geblieben, unter ihnen die besten Soldaten und Bauern. Vierhundert Städte waren zerstört, die Hälfte der Bauernhöfe geplündert und verödet. Eine Katastrophe, von der sich besonders der Süden niemals so richtig wiedererholte. 200 Jahre früher hätten die Römer diese schwierige Situation in kurzer Zeit gemeistert, aber ihre Nachfolger waren nicht mehr aus demselben Holz geschnitzt wie die Altvorderen. Sie spürten wenig Lust zu schweißtreibender Landarbeit. Der internationale Handel, das schnelle Geld lockte sie weit mehr an. Es war doch viel bequemer, Reichtümer in Spanien zu erwerben, wo es ertragreiche Goldminen und Eisenbergwerke gab, als mit Geduld und Ausdauer die Äcker zu bestellen. Die Staatskassen waren mit dem Gold der besiegten Völker gefüllt. Die Tribute flossen reichlich aus den unterjochten Ländern. Dieser wirtschaftliche Boom änderte das Bild der römischen Gesellschaft von Grund auf und ließ die bis dahin gültigen Regeln überholt erscheinen. Eine neue Bourgeoisie wuchs heran, Händler und Unternehmer. Es entstand das, was wir heute Gesellschaftliches Leben nennen, es bildete sich sozusagen eine Schicki-Miki-Klasse. Der Glaube an die Götter verwässerte sich. Roms Tugenden, Disziplin, Gehorsam, Genügsamkeit und vor allem das unerschütterliche Festhalten an der Demokratie waren plötzlich nicht mehr gefragt. Und das sollte sich später bitter rächen. <laughs> Der dritte und letzte Punische Krieg wurde von Porcius Cato angestiftet und durch Massinissa provoziert. Massinissa war eine der seltsamsten Persönlichkeiten des Altertums. Er wurde neunzig Jahre alt und zeugte mit fünfundachtzig seinen letzten Sohn. Mit achtundachtzig galoppierte er noch an der Spitze seiner Truppen. Nach dem Sieg von Zama hatte er seinen numidischen Thron wieder bestiegen. Und da Karthago sich nach dem Frieden mit Rom verpflichtet hatte, ihn nicht zu bekämpfen, reizte er die gedemütigte Stadt fortwährend durch Übergriffe und Raubzüge. Karthago protestierte in Rom, doch die Sieger waren taub auf diesem Ohr. Als die Karthager die letzte Kriegsentschädigung gezahlt hatten, schlugen sie zurück. In Rom hatte damals die Partei des Zensors Cato die Oberhand der alle seine Volksreden mit dem berühmt gewordenen Satz beschloss Im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird. Nun sah der Senat, von Cato angetrieben, endlich einen Vorwand zu intervenieren. Die Karthager wurden aufgefordert, nicht nur Massinissa in Ruhe zu lassen, sondern auch dreihundert Kinder vornehmer karthagischer Familien als Geiseln zu stellen. Unter den Schmerzensschreien der Mütter, von denen sich einige den römischen Schiffen ins Meer nachstürzten und dabei ertranken, wurden die Kinder ausgeliefert. Kurz darauf verlangten die Römer noch zusätzlich alle Waffen, die ganze Flotte und einen großen Teil der Getreidereserven. Auch diese Forderungen, obwohl durch nichts begründet, wurden erfüllt. Da stellten die Römer die empörende Forderung, dass die gesamte Bevölkerung Karthago verlasse und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht werde. Vergeblich warfen sich die verzweifelten karthagischen Gesandten vor dem Senat auf den Boden und flehten um Gnade. Noch nie in der Geschichte hat es eine ähnlich grausame Forderung gegeben. Ihr Römer habt uns in blutigen Kriegen besiegt, ihr habt die Blüte unserer Jugend in eure Stadt geschleppt. Ihr habt uns alles genommen, was von Wert war, wenn Ihr Rache wollt für unser Vorgehen gegen König Massinissa, der uns unter eurem Schutz beraubt, dann nehmt unser Leben, aber verschont die unschuldige Bevölkerung. Es nützte ihnen alles nichts. Rom wollte den Krieg und die Vernichtung Karthagos um jeden Preis. Als die Nachricht von der letzten Forderung Roms nach Karthago drang, lünschte die verzweifelte Menge ihre Führer, die die Kinder ausgeliefert hatten, die Gesandten, die Minister und jeden Italiener, dessen sie habhaft wurden. Dann riefen sie alle zu den Waffen, Sklaven inbegriffen und verwandelten jedes Haus in eine Festung. In nur zwei Monaten fieberhafter Anstrengung schmiedeten sie achttausend Schilde, achtzehntausend Schwerter und dreißigtausend Lanzen. Drei Jahre dauerte die Belagerung der unglücklichen Stadt zu Lande und zu Meer. Dann wurde Scipio Aemilianus, dem Sohn des Emilius Paulus und Adoptivenkel des Siegers von Zama, die zweifelhafte Ehre zuteil, in Karthago einzudringen. Sechs Tage wurde um jede Straße, um jedes Haus erbittert gekämpft. Scipio ließ Gebäude um Gebäude zerstören, denn die Römer wurden aus allen Fenstern und von allen Dächern angegriffen. Als sich der Leichengeruch über die zerstörte Stadt wie ein stinkendes Tuch legte, waren von den ehemals fünfhunderttausend Einwohnern Karthagos nur noch 55.000 übrig. Ihr General Hasdrubal flehte Scipio um Erbarmen an, und Scipio schenkte ihm das Leben. Hasdrubals Gattin konnte diese Schmach nicht ertragen, sie stürzte sich mit ihren Kindern in die Flammen eines brennenden Hauses. Scipio, dem dieses Massaker zuwider war, bat den Senat, die Kampfhandlungen einstellen zu dürfen. Doch das grausame Rom ließ ihm antworten, dass nicht nur Karthago zerstört, sondern auch alle seine Bewohner vernichtet werden sollten. Siebzehn Tage brannte die Stadt. Die wenigen Überlebenden wurden als Sklaven verkauft. Phönizien verschwand von der Landkarte. Aus dem karthagischen Gebiet wurde die römische Provinz Afrika. Es wurde diesmal auch kein Frieden geschlossen, denn es war niemand mehr da, mit dem man hätte verhandeln können. Die karthagischen Gesandten hatten recht behalten. Noch nie in der Geschichte hatte es eine ähnliche Grausamkeit gegeben. Cato hatte sich durchgesetzt. Aber er erlebte diesen Triumph schon nicht mehr. Er war während der Belagerung gestorben. Hey, hey! Hey, hey! Rom hatte nun keine äußeren Feinde mehr, aber es war hingebungsvoll mit sich selbst beschäftigt. Die Adeligen verteidigten ihre Privilegien, die Plebejer verlangten mehr Einfluss. Der Senat vertagte zwar eine Agrarreform, die den Besitzlosen Land verschafft hätte, erwagte es aber nicht, das Monopol des Adels bei Gericht wieder einzuführen. Der Funke, der dann die große Revolution entzündete, war der sogenannte afrikanische Skandal im Jahre 110. Sechs Jahre zuvor war König Mizipsa von Numidien, Massinissas Sohn, gestorben und hatte sein Reich unter seine beiden Söhne Atherbal und Hiempsal und seinem unehelichen Sohn Jugurtha geteilt. Der war ein herrschsüchtiger, vor keinem Verbrechen zurückschreckender Mensch, der die Römer gegen seine Halbbrüder zur Hilfe rief. Rom schickte eine Untersuchungskommission, die von Jugurtha mit Geschenken bestochen wurde. Nach Rom zitiert, verstand er auch dort durch allerlei Machenschaften seine Sache zu verschleppen und eine energische Klärung der Erbschaft zu verhindern. Wieder in Afrika verstieß er gegen jedes Abkommen und jeden Vertrag. Endlich erhielt der Konsul Metellus den Oberbefehl über die afrikanischen Truppen. Er war entschlossen, gegen den Usurpator zu Felde zu ziehen und jegliche Bestechung zurückzuweisen. Der Hass der römischen Bevölkerung gegen den sich ständig bereichernden Adel brach plötzlich hervor, als bekannt wurde, dass Metellus sich einem Konsulat des Gaius Marius widersetzte, nur weil der nicht adelig war. Ohne genau zu wissen, um wen es sich eigentlich handelte, wählte die Volksversammlung geschlossen diesen neuen Mann und vertraute ihm die Legionen an. Denn schon im alten Rom sagte man zu jener Zeit Hier kann nur ein starker Mann helfen. Zufällig hatte es diesmal den richtigen getroffen. Marius war ein Kerl vom alten Schlage, wie man ihn höchstens noch in der Provinz traf. Sohn eines armen Tagelöhners war seine Universität die Kaserne gewesen. Reich mit Narben und Orden bedeckt war er aus den Kriegen zurückgekehrt und hatte gut geheiratet. Eine gewisse Julia, Schwester eines gewissen Gaius Julius Caesar, der zwar nur dem kleinen Landadel angehörte, aber einen Sohn besaß, über dessen Taten die Menschen noch nach Jahrtausenden sprechen sollten. Dank seiner Heldentaten war Marius zum Volkstribun ernannt worden. Er benutzte aber dieses Amt nicht, um Politik zu machen, was im übrigen auch nicht gerade seine Stärke war, sondern um mit dieser neuen Würde zu seinen Soldaten zurückzukehren, die in Afrika unter Metellus kämpften. Metellus sah auf diesen Emporkömmling hochmütig herab, er nahm ihn schlicht nicht für voll. Marius, empfindlich und nachtragend, war über die geringschätzige Haltung seines Generals beleidigt und verlangte das Oberkommando im afrikanischen Krieg für sich. Sofort änderten sich dort die Dinge. In wenigen Monaten wurde Jugurtha bezwungen und durfte, auf dem Triumphwagen des siegreichen Marius, bei dessen Einzug in Rom in zweiter Reihe Platz nehmen. Marius war der Held des Tages. Wieder zwei Jahre später wurde er mit dem Oberbefehl gegen die Kimbern und Teutonen beauftragt, die er vernichtend schlug. Erneut zog er als Retter des Vaterlandes im Triumph durch die Straßen Roms. Marius stand auf der Höhe seines Ruhms. Fünfmal war er zum Konsul gewählt worden. Er hatte das ganze römische Heer reorganisiert. Er, der Bauer, hatte die letzten Spuren der bürgerlichen und aristokratischen Gegensätze im Heer beseitigt. Sein Name wurde überall gepriesen. Aber nun kam etwas Furchtbares, etwas ganz Unerwartetes, etwas, womit der Bauer Marius nie gerechnet hatte. Plötzlich war Friede weit und breit kein Feind zu sehen. Jetzt passte der siegreiche Feldherr, eigentlich eher ein Landsknecht, sogar nicht in den Kreis der wohlerzogenen und parfümierten Staatsmänner Roms. Außerdem war er arm und sprach nur Lateinisch. Das vornehme Griechisch war ihm immer fremd geblieben. Im Triumphkostüm erschien er im Senat und wurde ausgelacht. Da blieben ihm nur seine Veteranen, mit denen er um die Wette soff. Schließlich öffnete er sein schönes Haus für vornehme Gäste. Er wollte Feste und Gesellschaften geben, aber niemand verspürte Lust, Gast des Marius zu sein. Die prachtvollen Säle blieben leer. So hoffte Marius inständig, dass der schreckliche Frieden endlich ein Ende nehmen würde. Im Jahre 91 vor Christus erhob sich das Land Italien gegen die Hauptstadt Rom. Die Italiker hatten schon seit langem römisches Bürgerrecht gefordert. Aber der eingebildete römische Pöbel wollte davon nichts wissen. Nun, wo Initiative angebracht gewesen wäre, zeigte sich Marius merkwürdig unentschlossen. Er wartete auf den Ruf, in den Krieg zu ziehen, doch der Ruf blieb aus. Im Jahre 89 wurde allen Italikern römisches Bürgerrecht zugesprochen. In Rom aber erhob sich jetzt ein neuer Mann, Lucius Cornelius Sulla. Sulla wurde im Jahre 88 Konsul und erhielt den Oberbefehl gegen einen gefährlichen orientalen gegen Mithridates, König von Pontos in Nordkleinasien. Mithridates war vermutlich persischer Herkunft. Sein Land Pontos in der heutigen Türkei grenzte an das Schwarze Meer, das griechisch Pontos Oxynos hieß. Der ehrgeizige Marius stand nun plötzlich im Schatten Sullas. Nach all den glanzvollen Siegen, so dachte Marius, hätte doch er das Kommando gegen Mithridates verdient. Er putschte, riss die Macht an sich. Als Sulla, plötzlich geächtet, aus Kleinasien zurückkehrte, irrte er heimlich durch Roms Straßen, schließlich ging er zu Marius, und Marius, der gutmütige Bauer, ließ ihn ungeschoren ziehen, aber Sulla sammelte in Süditalien ein Heer, rückte gegen Rom, nahm die Stadt, die wehrlos war, ohne einen Schwertstreich ein. Jetzt wurde Marius geächtet. Marius floh, wurde jedoch von den Verfolgern gefangen und in Ketten nach Rom gebracht. Im Gefängnis wartete er auf seine Hinrichtung. Ein Sklave, ein Kimber, sollte ihn töten. Aber als der Mann jetzt in das funkelnde Auge seines einstigen Besiegers sieht, als er angebrüllt wird, da sinkt die Hand mit dem Schwert. Als Roms Beamte erfahren, dass ein Sklave mehr Ehrfurcht vor Marius hat als sie, da schämen sie sich, setzen ihn auf ein Schiff und schicken ihn auf die Insel Ischia. Während Sulla inzwischen Sieg um Sieg gegen Mithridates feierte, kehrte Marius im Jahre 87 wieder nach Rom zurück. Er sah furchtbar aus wild sein Haar, lang sein Bart, der Kopf nur von Rachegedanken erfüllt. In Rom regierte der Konsul Cinna mit harter Hand. Ein Volksaufstand vertrieb ihn aus der Stadt. Cinna verbündete sich mit Marius und zog mit einer Armee als Rachegott wieder in Rom ein. Betrunken, mit glasigen Augen zog Marius durch die Straßen und ließ jeden, der seinen Gruß nicht erwiderte, den Kopf abschlagen. Er fieberte, im Delirium starb der Mann, der einst als Retter des Vaterlandes gefeiert wurde. Drei Jahre danach kam Sulla aus dem Orient zurück. Auch ihn hatte man geächtet, seine Angehörigen umgebracht, seinen Besitz beschlagnahmt und ihn zum öffentlichen Feind erklärt. Kaum aber hatte Sulla italienischen Boden betreten, da brach der Bürgerkrieg aus, ganze Legionen liefen zu ihm über, und nun nahm Sulla gründlich Rache. Im Orient hatte er gelernt, wie man so etwas macht. Er ließ Tausende abschlachten, gnadenlos. Er ließ zwölftausend Italiker umbringen, die ihm in der Festung Praeneste bei Rom Widerstand leisteten. Den Besitz der Hingerichteten ließ er öffentlich versteigern, ihren Sklaven gab er die Freiheit. Komödianten, Sänger, leichte Mädchen bedachte er wahllos mit üppigen Geschenken. Dann lud er ganz Rom zum Schlemmen ein. Was das Volk nicht verzehrte, ließ er in den Tiber werfen. Er machte sich zum Diktator, nicht für sechs Monate, sondern auf unbegrenzte Zeit. Er war der absolute Herrscher, der König eines Weltreiches, auch wenn er sich nicht so nannte. Eigentlich war Sulla Roms erster Kaiser. Er bereitete den Weg zum späteren Cäsarentum. Der Pöbel von Rom liebte Blut. Sulla zwang Kriegsgefangene, öffentliche Schlachten auszutragen. Eine sehr vornehme Dame, Valeria, berührte während eines Volksfestes die Toga des Diktators. Während die Gefangenen in der Arena starben, flirtete Sulla mit Valeria. Sie wurde seine fünfte Frau. Damals war er 58 Jahre alt. Er hatte genug von dem Treiben, von den Intriganten, den Speichelleckern, von den Heuchlern. Er dankte ab als er unter dem betretenen Schweigen der Vorübergehenden nach Hause zurückkehrte, stieß einer der Umstehenden Flüche und Verwünschungen gegen ihn aus. Sulla nahm keine Notiz davon und sagte nur spöttisch zu einem seiner Begleiter, dieser Idiot Nun wird kein Diktator der Welt mehr freiwillig auf seine Macht verzichten wollen. Die beiden letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit Valeria, auf der Jagd, in philosophischen Gesprächen, mit Freunden auf seinem Landgut Puteoli, dem heutigen Puteoli, und fürchtete in erstaunlicher Weise nicht im geringsten ermordet zu werden. Er dichtete, er schrieb seine Memoiren, aber er hatte sich nicht wirklich geändert, einmal gehorchte ihm ein gewisser Granio wegen einer Kleinigkeit nicht, er ließ ihn ohne viel Federlesens erdrosseln. Als der Tod in Gestalt von Krebsgeschwüren bei ihm anklopfte, verbarg er seine Schmerzen unter einem heiteren Lächeln und scherzenden Worten. Kurz bevor er starb, diktierte er seine eigene Grabschrift. Kein Freund hat mir je einen Dienst erwiesen, und kein Feind mich je beleidigt, dem ich es nicht voll zurückgezahlt hätte. Selten hat ein so mächtiger Mann so eindrucksvoll die Wahrheit gesagt. Siebenhunderttausend Menschen lebten damals in Rom. Ein Gewirr von engen Gassen mit vier oder fünfstöckigen Mietshäusern durchzog die Stadt. So eng war es, dass man sich von Fenster zu Fenster die Hand geben konnte. Die schlecht gelüfteten Häuser waren Brutstätten für Krankheiten jeder Art, die Mieten waren hoch, die Menschen lebten zusammengepfercht. Aber vom Tempeldach des Kapitols war die Weltstadt schön anzusehen. Immer mehr Marmorbauten ragten aus dem Grau der Gassen empor, in den Tempeln standen die Statuen, die römische Legionäre in der ganzen Welt zusammengestohlen hatten, hunderte von Bronzestandbildern, herrliche Marmorskulpturen, vor allem aus dem immer noch bewunderten Griechenland. Mächtige Lagerspeicher gab es in Rom, in denen sich Salz, Korn und Wein stapelten, ebenfalls große Mengen Schreibpapier aus Ägypten, wenn es am Nil nicht regnete und deshalb die Papyrusernte schlecht war, musste man in Rom auf Wachs schreiben, denn die Kunst der Papierherstellung war im alten Rom unbekannt. Erst alas Krieger entdeckten dieses Geheimnis fast tausend Jahre später im südlichen Kaukasus. Während der Regenzeit warteten die Römer durch die engen Gassen im Schlamm. Unter den Stadtmauern brodelte es durch Abzugskanäle, und in keinem Hause fehlte die Latrine. Aquädukte, die berühmten römischen Wasserleitungen, führten täglich zweihunderttausend Kubikmeter Trink und Badewasser ins innere Roms. Öffentliche Brunnen und Badewannen gab es an jeder Straßenkreuzung. Die Gallier hatten die Hose nach Italien gebracht, die Germanen den Pelz. Im übrigen trugen alle Römer die farbige Tunika, vornehme Bürger darüber die weiße Toga, Sandalen und Militärstiefel, die die Zehen immer freiließen. Man musste sich also täglich mehrere Male die Füße waschen, eine fast heilige Zeremonie. Aber alles war eine Frage des Geldes geworden, naja, wie heute. Als der Mörder Lentulus Sura mit zwei Stimmen Mehrheit freigesprochen wurde, griff er sich an die Stirn und rief Da habe ich ja eine Stimme zu viel bezahlt, und das bei diesen hohen Preisen. Da auch damals schon alles vom Gelde abhing, war der Mammon die einzige Sorge aller geworden. Natürlich gab es in der Bürokratie noch ehrliche und gewissenhafte Beamte, aber die meisten waren unfähig und stets bereit, nicht nur auf ihr Gehalt zu verzichten, sondern sogar noch etwas draufzuzahlen, wenn es ihnen nur gelang, einen leitenden Posten in der Provinz zu ergattern. Denn sie wussten, dass sie, einmal dort angekommen, das Hundertfache verdienen würden, Dort konnten sie sich an den Steuern, am Verkauf der Einwohner als Sklaven oder auch durch Raubzüge unglaublich bereichern. Als Cäsar nach Spanien geschickt wurde, schuldete er seinen Gläubigern eine ungeheure Summe, die er erst einmal in Spanien angekommen innerhalb eines Jahres vollständig zurückzahlte. Cicero, der berühmte Redner und Senator, erwarb sich den Ruf eines ehrlichen Mannes, weil er als Gouverneur von Sizilien nur sechzig Millionen auf die Seite brachte, wie er stolz seinen Freunden und Bekannten in Briefen mitteilte. Auch die Militärs dachten nicht viel anders. Lucullus kam als Milliardär aus seinen Kriegen im Orient zurück, während Pompeius aus derselben Gegend sechs bis sieben Milliarden Sesterzen für die Staatskasse und fünfzehn für die eigene herausholte. So einfach war es, ein Vermögen zu machen, wenn man genügend Mittel und Einfluss besaß, um ein Amt zu kaufen, oder wenn man sich das Geld dafür von einem Bankier auslieh, zu fünfzig Prozent Zinsen. Zwar verbot der Senat seinen Mitgliedern diesen schamlosen Wucher, aber natürlich wurde das Gesetz mit Hilfe von Strohmännern umgangen, selbst ein so würdevoller Senator wie Brutus war mit dunklen Wucherern liiert, die sein Vermögen verwalteten und sein Geld zu den oben genannten skandalösen Bedingungen ausliehen. Welch ungeheure Dekadenz damals in Rom herrschte, dafür mag folgende Episode als Beispiel dienen. Eines Abends machte sich Cicero über Lucullus, den Milliardär aus dem Orient, den Sulla gefördert hatte, und der im Rufe eines großen Heerführers und raffinierten Feinschmeckers stand, lustig. Er behauptete, dass der ganze Ruhm des Lebemannes nur eine schöne Pose sei, und wettete, wenn Sie die Gesellschaft, die sich an diesem Abend zusammengefunden hatte, unangemeldet bei ihm einträfen, würden Sie von seinen Köchen nichts anderes vorgesetzt bekommen als ein schlichtes Mahl, das auch Soldaten und Bauern jeden Abend verzehren würden. Lucullus nahm die Herausforderung an und lud alle in sein Haus. Dort ließ er Austern, kleine Vögel mit Spargel und Krabben als Vorspeise servieren. Das Hauptmahl bestand aus Schweinsbrüsten, Fischen, Entenhasen, Truthennen, Rebhühnern, Pfauen, Muränen und Stör, und natürlich fehlten nicht Käse, mit Honig gesüßtes Backwerk und Wein. Sicherlich befand sich auch Pompeius unter den schlemmenden Gästen. Denn wenn er auch nur aus dem Bürgertum stammte, war er doch viel kultivierter als die meisten Aristokraten. Aus schwerreicher Familie kommend, hatte er in Athen Sulla getroffen und wurde von ihm gefördert. Später legte er sein ungeheures Vermögen teils in einer Farm in Epirus an, wo er Viehzüchten ließ, teils in römischen Mietwohnungen, in einer Schule für Gladiatoren, und in einem Verlagshaus für Bücher von hohem kulturellem Niveau. Pompeius war das Schwert. Und jetzt kommen wir zum Geld. Auch das hatte einen Namen Marcus Licinius Crassus. Crassus heißt der Dicke. Und der Dicke hatte noch den Beinamen Dives. Er war also der Dicke Reiche. Crassus war neun Jahre älter als Pompeius, nicht sonderlich begabt, militärisch eine Null. Dafür aber war er rührig und beharrlich, ein großer Spekulant, er hatte einen sechsten Sinn fürs Geld. Die Güter, die Sulla konfiszierte, kaufte Crassus zu Schleuderpreisen auf und verhökerte sie gewinnbringend. Er war erfolgreich in Baugeschäften tätig, er machte sich einen Namen als gerissener Bankier. Wer in Rom Geld brauchte, ging zu Crassus. Kurz vor seinem Tode betrug das Vermögen des Crassus 170 Millionen Sesterzen, rund 340 Millionen Mark. Er war damals der reichste Mann im römischen Weltreich, der reichste Mann der Welt, Dagobert Duck und Bill Gates in einer Person. Der gute Menschenkenner versäumte keine Gelegenheit, seine Beziehungen auszudehnen. Halb Rom war ihm verschuldet. So wurden die einflussreichsten Männer der Stadt von ihm abhängig. Während Pompeius und Crassus Rom de facto beherrschten, brach im Jahre 73 vor Christus in Rom ein Sklavenaufstand aus. Ihr Führer hieß Spartacus, ein intelligenter, strategisch denkender Mann aus Trazien. Er schlug mit seinen Leuten verschiedene römische Heere und drang bis zum Fuß der Alpen vor. Während er die Alpen übersteigen und dort seine Soldaten in Freiheit entlassen wollte, dachten seine auf Rache dürstenden Männer nur an Beute und Vergeltung. Er wusste, dass er letztlich unterliegen würde, trotzdem ließ er seine Leidensgenossen nicht im Stich, und schließlich stand er mit 120.000 Mann vor Rom. Der dicke Crassus, inzwischen zum Prätor ernannt, erhielt das Oberkommando über die Armee und schlug die Revolte, die immerhin drei Jahre für Angst und Schrecken sorgte, grausam nieder. Sechstausend Kreuze ließ er errichten, an die die Aufrührer geschlagen wurden. Eine Allee des Grauens. Crassus sorgte auch dafür, dass im Jahre 70 sein Busenfreund Pompeius zusammen mit ihm Konsul wurde. Er wusste um die militärische Begabung des Pompeius und wollte ihn unter Kontrolle halten. Pompeius jagte den König Mithridates, den König von Pontos, weit bis hinter den Kaukasus. Er eroberte Syrien, Palästina, Armenien. Der ferne Euphrat wurde die östliche Grenze des römischen Weltreichs. Pompeius hatte die seltene Fähigkeit eines Feldherrn zu wissen, wo er Halt zu machen hatte. Er war kein Alexander, kein Napoleon, die sinnlos in Weiten marschierten, die sie nicht mehr beherrschen konnten. Verwundbar wurde er erst in der Heimat, in Rom, durch Römer und römischen Neid. Sechs Jahre lang war Pompeius von Rom abwesend. Während dieser Zeit gärte in Rom fast ununterbrochen die Verschwörung, geisterte heimlich die Unruhe, wurden Revolution und Umsturz geplant. Es war die Zeit des langsamen Untergangs der römischen Republik. Rom war jetzt wie ein Schiff im Sturm. Wer dem Volk Festspiele bieten konnte, wer bei den Abstimmungen geschickt bestach, der hatte den Zugriff zur Macht. Jeder wollte den anderen überbieten. Die höchsten wie die niedrigsten Schichten der römischen Gesellschaft waren sittlich verwahrlost. Der Zinswucher blühte, gewaltige Vermögen hatten sich in Luft aufgelöst, fast jeder war verschuldet, wer durch Müßiggang Verschwendung und Liederlichkeit verarmte, stimmte laut in den Ruf ein, alle Schulden zu streichen. Es bildete sich ein großes Sklavenproletariat und ein Proletariat der Freien. Gefährliche Parolen wurden laut. Nur die Armen sind in der Lage, die Armen zu verstehen. Warum sollen nicht sie die Tyrannen sein, statt sich tyrannisieren zu lassen? Während Pompeius den Orient erzittern ließ, während Rom vier asiatische Provinzen gewann, wurde die Republik im Innern durch unzählige heimliche Anschläge untergraben. Das war der Humus, auf dem die berühmt gewordene Verschwörung des Catilina prächtig gedieh. Catilina, war im Grunde ein äußerst gerissener und wendiger Verbrecher. Er hatte es immerhin bis zum Statthalter der Provinz Afrika geschafft und entstammte einem angesehenen patrizischen Geschlecht. Sein Urgroßvater war während der Feldzüge gegen Hannibal ein tapferer Soldat gewesen. Siebenundzwanzigmal wurde er während der Feldzüge verwundet. Bleich und scheu, oft verwahrlost und betrunken, schlich sich Catilina durch die Gassen Roms. Er war tückisch ein Meister der Heuchelei und Verstellung. Alle Verkommenen, alle liederlichen jungen Männer, alle, die ihren Besitz, ihr väterliches Gut durch Laster, Prassen und Spiel verjubelt hatten, waren seine Spießgesellen. Sein politisches Programm war eines der radikalsten. Tilgung aller Schulden für alle Bürger, Gleichheit für alle Bürger. Er meldete seine Kandidatur zum Konsul ganz offen an. Aber das reiche Bürgertum traute diesem Vorkämpfer kommunistischer Ideen nicht und versagte ihm seine Stimme. Cicero, einer der größten Redner des Altertums, ließ sich als Gegenkandidat aufstellen und gewann. Da begann Catilina eine Verschwörung vorzubereiten. Er sammelte insgeheim etwa eintausend Gleichgesinnte und organisierte eine Art fünfte Kolonne in der Stadt. Zu ihr gehörten Männer aus allen Ständen, Sklaven, ja selbst Senatoren und sogar zwei Prätoren, Cetegus und Lentulus. Mit dieser Macht im Rücken stellte er sich im nächsten Jahr nochmals zu den Wahlen. Angeblich versuchte er sogar, um ganz sicher zum Konsul ernannt zu werden, seinen Konkurrenten Cicero umzubringen. Der enthüllte dem staunenden Publikum, umgeben von bewaffneten Anhängern, auf dem Marsfeld den Mordplan. Er hielt die berühmte Rede, die so begann Wie lange, o oh Catilina, wirst du noch unsere Geduld in Anspruch nehmen? Ein Tag reichte Cicero nicht aus. Er brauchte drei. Die Rede wurde sein Meisterwerk, und er legte den ganzen Schatz seiner Beredsamkeit und Eitelkeit hinein. Ein wahres Meisterwerk psychologischer Beeinflussung. Er gab sich in dieser Rede den Anschein vollkommener Unparteilichkeit und brachte durch ständiges Lavieren seine Zuhörer genau dorthin, wo er sie haben wollte. Der Senat beschloss die Todesstrafe für Catilina. Kurze Zeit später gelang es Cicero, Lentulus, Cetegus und weitere fünf Verschwörer verhaften zu lassen. Aber Catilina entkam aus der Stadt und sammelte Truppen in der Toskana. In der Schlacht bei Pistoia, nördlich von Florenz, ergab sich keiner der 3000 Verschwörer. Sie kämpften bis zum Untergang, geschart um ihre Fahne, die Adler des Marius, und um Catilina. Alle wurden niedergemetzelt. Cicero, eitel wie er nun einmal war, verglich seine Entlarvung der Verschwörung mit der Gründung Roms. Die Senatoren billigten ihm den Titel Vater des Vaterlandes zu, und als er am Ende des Jahres 63 das Konsulat verließ, brachten sie ihn im Ehrengeleit zu seiner Wohnung. Seine Karriere hatte ihn zu einem reichen Mann gemacht. Er besaß Villen in Arpinium, in Pozzuoli, in Pompeji, ein Gut im Werte von 50.000 Sesterzen in Formia und ein weiteres im Wert von 500.000 Sesterzen in Tusculum. Außerdem einen Palast auf dem Palatin in Rom. All diesen Reichtum hatte er sich mit Leihgaben, die natürlich nie zurückerstattet wurden, verdient. Außerdem hatte er noch ein weiteres raffiniertes System ausgeklügelt, um reich zu werden. Er ließ sich in Testamenten als Erbe einsetzen. In dreißig Jahren raffte er auf diese Weise zwanzig Millionen Sesterzen zusammen. Aber es wäre ungerecht, Cicero nur als geldraffenden eitlen Stutzer hinzustellen. Cicero hatte in Athen und Rhodos den damaligen Zentren der Bildung studiert. 58 Reden und viele Briefe sind uns von ihm erhalten geblieben. Sie sind ein Muster an Witz und Ironie, haben das römische Latein entscheidend beeinflusst und zur klassischen Sprache gemacht. Er hielt die Erde schon damals für eine Kugel. Er schrieb, denn die Menschen sind unter der Bestimmung geschaffen, dass sie diese Kugel bewohnen, die du hier mitten im Weltraum erblickst, die Kugel, die man Erde nennt. Die Gestirne und Sterne, die kugelförmig und rund sind, werden von göttlichem Geist beseelt, sie vollziehen ihre Kreise und Umläufe mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit. Die Massen der runden Sterne aber übertrafen die Größe der Erde. Die Erde selbst kam mir so klein vor, dass mich ein Gefühl der Scham überfiel, über all unser Tun, das doch gleichsam nur einen Punkt der winzigen Erde berührt. Welch erhabene, kluge Gedanken, tausend Jahre bevor Menschen dafür von der katholischen Kirche auf den Scheiterhaufen der Inquisition verbrannt wurden, wenn sie ähnliche Ansichten äußerten. Nach der Verschwörung des Catilina begann Ciceros politischer Stern unaufhaltsam zu sinken. Unter Cäsar, dem er manchmal Freund und öfter Feind war, dem er aber vor allem nie verzieh, auch ein großer Redner zu sein, kehrte er noch einmal ins politische Leben zurück, aber die Ruhepausen dazwischen wurden immer größer. Mit vierundsechzig Jahren traf ihn der tödliche Hass des Antonius. Er wollte sich in einer Sänfte zur See tragen lassen, wollte fliehen, aber als er spürte, dass man ihn einholte, ließ er die Sänfte absetzen und streckte seinen Kopf heraus. Unter den Schwertstreichen der Mörder fiel dieser Kopf am 7. Dezember 43 vor Christus. Im Sommer des Jahres 62 vor Christus zog Pompeius langsam aus dem Osten nach Italien. Dieser Rückmarsch mit dem siegreichen Heer in die Heimat war eine unglaubliche Schau der Pracht. In Rom angekommen, wurde er als Eroberer noch nie gesehener Größe gefeiert. Siegeszeichen, gefangene Fernster Länder, Schätze von unerhörtem Glanz, fünf Söhne und zwei Töchter des großen Königs Mithridates der Judenkönig Aristobul, der armenische Königssohn Tigranes nebst Gattin und Tochter, Geiseln der Albaner und des Königs von Nordsyrien, Oltakis, königliche Frauen des Güten und Menander, Millionen und Abermillionen in mächtigen Truhen. Das alles wurde durch die Straßen Roms geschleppt. Auf Tafeln, die vorausgetragen wurden, waren die Länder und Völker beschrieben, über die Pompeius gesiegt hatte. Tausend Burgen, über vierhundert große Städte hatte er erobert, den öffentlichen Schatzkammern lieferte er silberne und goldene Gefäße von ungeheurem Wert ab, und Pompeius, der kühne, unbesiegte Feldherr, fuhr inmitten dieses gigantischen Triumphzuges, schlicht und bescheiden durch Rom. Er soll, so heißt es, das damals zweihundertsechzig Jahre alte Obergewand des großen Alexander getragen haben, das die Römer unter den Schätzen des Mithridates gefunden hatten. Und natürlich jubelte das Volk frenetisch. Siegern jubelt man immer zu. Man schrieb das Jahr 693 nach der Gründung Roms, also 61 vor Christus. Aber nun begann der Abstieg des Pompeius. Die Verwirrung, die Tragödie dreißig Jahre war der Mann im Felde gestanden, jetzt sehnte er sich nur noch nach Ruhe, nach einem friedlichen Familienleben. Die Römer begannen über ihn zu spotten, gaben ihm kränkende Spitznamen. Und in dieser Situation beging er einen großen Fehler. Er entließ seine Armee. Daraufhin lehnte es der Senat ab, seine Verwaltungsmaßnahmen in Asien zu bestätigen, seinen Soldaten das ihm versprochene Siedlungsland zu schenken, da schloss Pompeius in seiner Not einen Freundschaftsbund mit Julius Cäsar. Cäsar, 42 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt ein sehr einflussreicher Politiker, ein glänzender Redner, Anwalt und Offizier aus der angesehenen Patrizierfamilie der Julia, die Könige und sogar Götter ihrer Ahnen nannten. Um diesen Freundschaftsdienst zu besiegeln, heiratete Pompeius die einzige Tochter des Cäsar, Julia. 23 Jahre jung, bildschön und klug. Nur sechs Jahre dauerte diese Ehe, dann starb Julia mit 29 Jahren in der Blüte ihrer Jugend. Crassus, der Kapitalist, wurde der Dritte in diesem Männerbund. Ein perfektes Trio. Pompeius der Soldat, Cäsar der Politiker, Crassus der Mann mit dem Geld. Ein unschlagbares Triumvirat. Jetzt wo die Macht so eindeutig verteilt war, erhielten Pompeius Veteranen auch die versprochenen Grundstücke. Seine Asienpolitik wurde sanktioniert. Caesar erhielt die Statthalterschaft über Illyrien und Gallien, Sprungbrett für seine spätere Macht. Während Caesar Gallien unterwarf 58 bis 51 vor Christus, versuchte Crassus, der ein mäßig begabter Feldherr war, Persien zu erobern. Er wurde gefangen und von den Persern auf grausame Weise getötet. Sie gossen ihm, um seinen Reichtum wissend, flüssiges Gold in die Kehle. Nach dem Tode der Julia, der schönen Tochter des Cäsar, wurde die Kluft zwischen Cäsar und Pompeius immer größer. Auf Anregung des Pompeius befahl der Senat Cäsar, seine Provinzen in Gallien aufzugeben und sein Heer zu entlassen. Cäsar aber überschritt gegen diesen Befehl, den rubikon der würfel ist gefallen alea jacta est rief das genie aus als er sich für die macht und gegen das gesetz entschied pompeius floh in den osten wurde bei pharsalus in thessalien geschlagen und von cäsar verfolgt er versuchte sich nach ägypten zu retten der ägyptische hof hatte von der katastrophe von pharsalus natürlich erfahren und wollte pompeius an der landung hindern aber der Hofmeister des ägyptischen Königs hatte eine bessere Idee, er schickte einen General zum Schiff des Pompeius, der Römer wurde zum Hof des Königs eingeladen, da das Wasser seicht war, bestieg Pompeius die ägyptische Barke, als Pompeius an Land gehen wollte, wurde er hinterrücks erstochen, vor den Augen seiner fünften Gattin und seines Sohnes, die vom Deck des Schiffes den Mord mit ansehen mussten. Es war der 28. September des Jahres 48 vor Christus, der gleiche Tag, an dem Pompeius dreizehn Jahre zuvor als Triumphator in Rom eingezogen war. So unwürdig endete der Mann, der Rom die Schätze der Welt zu Füßen gelegt hatte und von seinen Zeitgenossen der Große genannt wurde. Kurz danach traf Cäsar in Ägypten ein. Als man ihm liebedienerisch das abgeschlagene Haupt des Pompeius brachte, wandte er sich tief erschüttert ab und brach in Tränen aus. Du hast doch keinen Grund, einen so jungen Menschen töten zu lassen", sagten einst Freunde zum Diktator Sulla. Der Diktator hatte ihnen geantwortet: Sie hätten wohl wenig Verstand, wenn sie in diesem Knaben Cäsar keine Gefahr sehen. Cäsar war einer der vornehmsten Jünglinge Roms aus dem adeligen Geschlecht der Julia, ein Star im Modeleben der Weltstadt. Der Junge rezitierte, er deklamierte, er hatte Umgang mit Literaten, er dichtete, und die hübschen Mädchen von Rom schenkten ihm ihre Gunst. Aber dieses Leben kostete Geld, viel Geld. Cäsar gab so viel aus, dass er immer borgen musste, um seine Schulden zu bezahlen. Er war leichtsinnig, aber er war auch klug. Er wusste, dass Sulla ihm nach dem Leben trachtete, also trieb er sich inkognito im Lande herum. Als er krank wurde, ließ er sich jede Nacht in ein anderes Haus tragen. Doch die Schergen des Sulla fanden ihn. Er bestach sie, floh nach Bithynien zum König Nikomedes. Aber bald war er wieder auf dem Meer und wurde von Seeräubern gefangen. Cäsar lachte sie aus, als sie zwanzig Talente Lösegeld für ihn verlangten. Viel zu wenig, er forderte fünfzig für sein Leben und drohte den Entführern, sie ans Kreuz zu schlagen, wenn er sich wieder in Freiheit befinden würde. Und genau so geschah es. Er kehrte nach Rom zurück, war zu jedermann freundlich, erwarb sich die Liebe und Zuneigung des Volkes. Über die Gastmäler, die er gab, sprach ganz Rom, sein Ansehen im Staate wuchs und Cicero argwöhnte, dass Cäsar diesen Staat stürzen wolle. Wenn ich sehe, dass sein Haar immer so kunstvoll zurechtgelegt ist, wenn ich sehe, dass er sich nur mit einem Finger kratzt, so erscheint es fast, als ob ihm der Umsturz der römischen Verfassung gar nicht in den Sinn kommen könnte. Schließlich erhielt Cäsar Spanien als Statthalter, später Gallien, und er gehörte zusammen mit Pompeius und Crassus zu den mächtigsten Männern Roms. Vielleicht war Cäsar das umfassendste Genie, das je lebte. Ein vollendeter Staatsmann, ein Feldherr, der seine militärischen Maßnahmen immer den großen Zielen der Politik unterordnete, ein Schriftsteller von außerordentlicher Lebendigkeit und Einfachheit im Ausdruck, ein geborener Herrscher, der alle zu bezaubern verstand. Der Rivale, der Schwiegersohn Pompeius war in Ägypten heimtückisch ermordet worden. Cäsar landete in Alexandrien und spielte die Rolle eines Gottes. Nachdem er sich nun schon einmal dort befand, wollte er, bevor er nach Rom zurückkehrte, die Angelegenheiten dieses Landes ordnen. König Ptolemäus, ein Knabe noch, hätte laut Testament seines Vaters den Thron mit seiner Schwester Kleopatra, die zugleich seine Frau war, teilen sollen aber Kleopatra hielt sich aus Angst um ihr Leben versteckt. Cäsar ließ sie heimlich rufen. Er war verzaubert von dieser Frau, die zwar nicht klassisch schön, doch von einer ungeheuren Ausstrahlungskraft gewesen sein muß. Nach den enthaltsamen Kriegsmonaten gerade das Richtige für den notorischen Schürzenjäger. Am Tage, der der ersten Nacht mit Kleopatra folgte, schlichtete er den Streit zwischen Bruder und Schwester und ließ den intriganten Kanzler Potinos diskret beseitigen, denn Cäsar liebte kein Blut, nicht einmal das seiner Feinde. Doch Alexandria erhob sich und verbündete sich mit der römischen Garnison gegen Cäsar. Der Feldherr behielt ruhig Blut, eroberte handstreichartig die der Stadt vorgelagerte Insel Pharos, wo der als Weltwunder gerühmte Leuchtturm stand, und wartete auf Verstärkung, die auch bald darauf eintraf, und kurzen Prozess mit den Aufständischen machte. Kleopatra hatte den richtigen Riecher gehabt, sie harrte treu an Cäsars Seite aus. Von ihrem kleinen Bruder Ptolemäus, der zu den Rebellen überging, hat man allerdings nie mehr etwas gehört. Der Römer blieb neun Monate bei der schönen Ägypterin, und sie schenkte ihm einen Sohn, der, um jeden Zweifel an der Vaterschaft zu zerstreuen, Cäsarion genannt wurde. Als Caesar mit Kleopatra und dem Baby nach Rom zurückkehrte, zuckte seine Gattin Kalpurnia mit keiner Wimper. Sie war an derartige Eskapaden ihres Gatten gewöhnt. Nachdem Caesar mit seinen Feinden abgerechnet hatte, blutige Schlachten geschlagen hatte war er jetzt der unumschränkte Herrscher Roms geworden. Er wurde zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Tatsächlich war er durch die Heldenverehrung der Schmeichler selbst in den Augen der gutmütigen Bürger zu einer verhaßten Figur geworden. Er hatte gewaltige Pläne, doch sein maßloses Streben säte überall Hass. Es wurde sogar getuschelt, dass Cäsar die Hauptstadt des Reiches nach Alexandria verlegen und Kleopatra heiraten wolle. Hast du schon die neuesten Nachrichten über den Tyrannen gehört, Varius? Du meinst, dass Caesar die Hauptstadt des römischen Imperiums in das ferne Alexandria verlegen will, damit er seiner babylonischen Hure öfter beiliegen und seinen Bastard zum König von ganz Kleinasien machen kann. Schlimmer noch, Olivio. Oh Caesar will sich zum König von Rom krönen, die Götter aus dem Kapitol entfernen und Kleopatra, ihr Name sei verflucht, an ihre Stelle setzen. Du beliebst wohl zu scherzen, Varius. Die Senatoren werden aufbegehren. Das Volk wird wie ein Mann aufstehen und den Tyrannen hinwegfegen. Die Senatoren, diese Ansammlung von zahnlosen, dickbäuchigen, Glatzköpfen, werden keinen Finger rühren. Sie zittern doch bereits, wenn Cäsar mit den Augenbrauen zuckt. Und das Volk? Bequem ist es geworden, genusssüchtig und fett. Sie schreien nach Brot und spielen, wie die Babys nach der Mutterbrust. Und wenn Cäsar ihnen das Vergnügen verschafft, dann sind sie zufrieden. Bei den Göttern. Wo ist der Stolz der Römer geblieben? Unsere Legionen beherrschen ein Weltreich, und wir sind ein Volk von Bittstellern geworden. Cäsar behandelt uns wie seine gallischen Sklaven. Wir müssen verhindern, dass sich der Usurpator zum König aufschwingt. Es existiert immer noch das Gesetz unserer Vorfahren, dass jeder, der wagt, nach der Königskrone zu greifen, des Todes ist. Ich äh, verfüge über Informationen, die besagen, dass es noch aufrechte Römer gibt, die sich an dieses Gesetz erinnern. Ein Hoffnungsschimmer in dieser trüben Finsternis. Mögen deine Informationen nicht nur Wunschgedanken eines aufrechten Demokraten sein? Wir müssen der Tyrannei ein Ende bereiten, Varius. Erst dann wird diese lasterhafte Stadt wieder gesunden. Ich werde zu den Göttern beten, damit sie unser Anliegen erhören. Der Tyrann muss sterben. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Der Mord an Cäsar in den Iden des März im Senat war das logische Ventil. Aber der allmächtige Schutzgeist, der immer über Cäsars Leben gewacht hatte, folgte ihm auch nach seinem Tode, dieses Mal als Rächer. In allen Ländern, auf allen Meeren spürte er die Mörder auf. Die Täter starben alle eines gewaltsamen Todes oder sie nahmen sich das Leben. Brutus, das Haupt der Verschwörer, von Octavian und Antonius bei Philippi besiegt, floh auf eine steile Anhöhe und stieß sich das Schwert in die Brust. Vierzehn Jahre nach Cäsars Tod begann die Ära der mächtigen Cäsaren, die Zeit der römischen Kaiser, der großen Alleinherrscher, der launischen, lasterhaften Lenker der Welt. Antonius, Cäsars Vertrauter, und Octavian, sein Adoptivsohn, waren die ersten Anwärter der Macht. Octavian war erst achtzehn Jahre alt, als er erfuhr, dass Cäsar ihn zum Erben seines ungeheuren Vermögens und zum Vollstrecker seines politischen Vermächtnisses eingesetzt hatte. Der junge Mann arrangierte sich mit Antonius, diesem raubeinigen Krieger. Octavian beherrschte Spanien, Italien, Afrika und Gallien. Antonius durfte den gesamten Osten regieren. Und alles hätte gut gehen können, wenn, ja, wenn nicht eine schöne Frau im Spiel gewesen wäre. Kaum war Antonius in Ägypten angekommen, befahl er, dass ihn Kleopatra in Tarsos zu treffen habe, um sich gegen den Vorwurf zu rechtfertigen, sie habe die Mörder Cäsars finanziert. Kleopatra erschien auf einem Schiff mit roten Segeln, vergoldetem Schnabel und silbernem Kiel. Die Besatzung ihres Schiffes bestand aus als Nymphen gekleideten Dienerinnen, die im Kreis um eine Silbermuschel standen, in der die ägyptische Königin verführerisch als Venus gekleidet lag. Als Antonius diese erregende Nachricht überbracht wurde, eilte er wütend zum Schiff, doch sein Zorn verflog schnell. Er hatte die ägyptische Königin vor Jahren als junges Mädchen in Alexandria gesehen und erblickte sie nun als voll erblühte Frau. Seine Generale saßen schon verzückt zu ihren Füßen. Bei der Vorspeise klagte er sie noch an, aber als der Nachtisch serviert wurde, hatte er ihr schon Phönizien, Zypern, große Teile Arabiens und Palästina geschenkt. Sie dankte ihm noch in der Nacht dafür, und die trunkenen Generale durften sich mit den Nymphen vergnügen. Antonius reiste mit ihr nach Alexandria und war ihr fortan total hörig. Neben seiner wild entflammten Leidenschaft hatte Antonius große Mühe, im Reich für Ordnung zu sorgen. Er musste einen Aufstand in Spanien niederschlagen, zudem rief seine Gattin Fulvia mit ihrem Bruder Lucius zur Rebellion gegen Octavian auf. Marcus Agrippa, der zuverlässigste General Octavians musste einschreiten, um die Revolte zu ersticken. Lucius ergab sich in Perusia. Fulvia starb aus Wut und Enttäuschung. Cleopatra sah in diesem Ereignis einen Vorwand, alles auf eine Karte zu setzen. Sie überredete Antonius, sein Heer nach Brundisium einzuschiffen und Octavius zu einer Schlacht herauszufordern. Doch die Legionäre auf beiden Seiten zwangen ihre Generale Frieden zu schließen. Der wurde durch eine Heirat besiegelt. Antonius nahm die Schwester Octavians Octavia zur Gattin, eine ehrbare und tugendhafte Frau. Doch ungeeignet, das Liebesgift der Kleopatra aus dem Herzen des Antonius zu saugen. Doch es schien, als ob das soldatische Raubein durch diese Heirat wieder zur Vernunft gekommen sei. Aber das war nur vorübergehend. Antonius hatte nichts anderes im Kopf als den Krieg, und Kleopatra, die einzigen Dinge, die er wirklich liebte. Er schickte Octavia nach Rom zurück und begann halbherzig gegen die Perser Krieg zu führen, er bewilligte sich selbst einen Triumph, was die Römer erzürnte, denn nur sie durften das bestimmen, trennte sich von Octavia und heiratete Kleopatra. Den beiden Söhnen, die er von ihr hatte, gab er ganz Kleinasien, und ernannte Cäsarion zum Erbprinzen von Ägypten und Zypern. Der Konflikt mit Octavian war vorprogrammiert. Octavian überzeugte den römischen Senat, dass Antonius durch Gift und geheimnisvolle Liebestränke um seinen Verstand gekommen war. Kleopatra wurde der Krieg erklärt und Antonius aller seiner Ämter enthoben. Bei Actium kam es zwischen den Flotten des Antonius und des Octavians schließlich zur Seeschlacht. Die Geschichtsschreibung notierte den 2. September des Jahres 31 vor Christus. Während dieses Seegefechts beobachtete Antonius, wie das Schiff der Kleopatra davonsegelte, da vergaß der vor Liebe blinde Mann alles, ließ seine Truppen im Stich und jagte der Frau nach, die ihn in diesem Moment ein Weltreich kostete. Als Kleopatra die Standarte des Antonius am Mast sah, ließ sie das Schiff herankommen, und Antonius wurde an Bord genommen. Ohne Kleopatra zu sehen, ging er allein zum Vorschiff, setzte sich hin und stützte den Kopf in beide Hände, drei Tage saß er so ganz allein am Bug. Erst als das Schiff bei Tainaron, Kap Matapan, an der Südspitze des Peloponnes anlegte, brachten die Zofen der Kleopatra eine Unterredung zwischen Antonius und ihr zustande. Der stolze Held, nur noch ein Schatten seiner früheren Tage, schickte Kleopatra nach Ägypten voraus, er selbst überließ sich ganz seinem Elend, trieb sich in Gesellschaft von zwei Freunden herum, wollte sich das Leben nehmen, wurde aber von seinen Kameraden nach Alexandria geleitet, währenddessen hatte die Flotte des Antonius dem Octavian noch lange heldenhaften Widerstand geleistet, aber schließlich beendete sie den hoffnungslos gewordenen Kampf und ergab sich. In Ägypten musste Antonius erkennen, dass Kleopatra von ganz anderem Holz geschnitzt war als er. Sie besaß noch Wagemut und Unternehmungsgeist. Damals, als der Suezkanal noch nicht existierte, versuchte die ägyptische Königin, ihre Flotte über den Dünensand ins Rote Meer ziehen zu lassen. Von dort aus wollte sie dem Octavian entkommen, sich in einem fernen Land niederlassen und einen Neubeginn wagen. Da aber die kriegerischen Araber umgehend die mühsam durch die Wüste gezogenen Schiffe in Brand setzten, gab Kleopatra ihr Vorhaben auf und verstärkte ihre Grenzgarnison. Antonius ließ sich bei Pharos auf einem Damm ein von Meer umgebenes Haus bauen, hier wollte er wie ein Einsiedler leben. Aber Kleopatra holte ihn in ihr Schloss zurück. Die Königin sah klar voraus, was kommen musste. Sie begann, sich mit dem Tod zu beschäftigen und stellte Versuche mit zum Tode verurteilten Verbrechern an, schließlich fand sie heraus, dass nur das Nervengift der Levante Otter am wenigsten Schmerzen verursachte und den sicheren Tod bringen würde. Im Sommer des Jahres 30 vor Christus rückte Octavian von Syrien her gegen Ägypten vor. Kleopatra und Antonius hatten ihm an Streitkräften kaum etwas entgegenzusetzen. Octavian sandte seinen jungen Feldherrn Tyrsos zu Kleopatra. Der gab ihr die Zusicherung, der Römer werde sie verschonen, wenn sie ihm Antonius ausliefern würde. Antonius wiederum reizbar und eifersüchtig ließ Tyrsos fangen und auspeitschen. Dann schickte er ihn mit einem Brief an Octavian zurück. Wenn es dich nun verdrießt, dass ich deinen Gesandten auspeitschen ließ, so hast du meinen freigelassenen Heparchos dort. Den kannst du an den Armen aufhängen und auspeitschen, damit wir quitt sind. Man muß wissen, dass Heparchos einer der ersten Männer aus Antonius Gefolge war, die zu Octavian überliefen in der zeit in der octavian auf alexandria zumarschierte hatte sich kleopatra ein großartiges mausoleum errichten lassen ein bau von enormer schönheit und großer höhe die königin ließ dorthin die wertvollsten stücke ihres schatzes tragen gold silber smaragde perlen ebenholz elfenbein zimt octavian erfuhr davon und fürchtete der thronschatz werde verbrennen ehe er diesen reichtum in die hände bekam er schickte Boten zu ihr mit Grüßen, die ihr Mut machen sollten. Endlich stand er selber mit seinem Heer vor der Stadt. Antonius unternahm einen verzweifelten Ausfall. Er kämpfte so tapfer, dass er Octavians Reiterei in die Flucht schlug. Stolz auf diesen Sieg jagte er gleich darauf in die Stadt, um seiner Geliebten davon zu berichten. Dann schickte er einen Boten zu Octavian und forderte ihn zum Zweikampf. Aber Octavian, dieser kühle Stratege ließ ihn nur kühl ausrichten Dir stehen viele Wege zum Tode offen. Endlich begriff Antonius, dass er keine Chance mehr hatte, dass er wirklich nur noch die Art seines Todes bestimmen konnte. Als der nächste Tag anbrach, stellte Antonius sein Heer auf den vor der Stadt liegenden Hügeln auf, er beobachtete von der Höhe aus seine Schiffe, die jetzt aus dem Hafen ausliefen, und sich mit der Flotte des Octavian vereinigten in diesem Augenblick verließ ihn auch die Kavallerie und wechselte die Front Antonius raste preschte zurück in die Stadt schrie er sei von Kleopatra verraten worden die schöne königin flüchtete in ihr grab nahm nur ihre beiden treuesten sklavenen mit aber vorher hatte sie noch einen boten zu antonius gesandt um ihm mitzuteilen sie habe sich das leben genommen antonius war am ende Wirr sprach er mit sich selbst. Du wartest. Worauf wartest du noch? Das Schicksal gab dir bisher noch einen Vorwand zum Leben, aber dieser Vorwand ist nicht mehr da, man hat ihn dir entrissen. Ach, Kleopatra. Ich weine nicht, weil ich dich verliere. Ich werde ja bald zu dir kommen. Aber dass ich, ein so großer Feldherr, von einem Weibe an Mut übertroffen werde, das tut mir weh. Antonius befahl seinem treuen Sklaven Eros, ihn zu töten. Eros zog das Schwert, holte aus, wendete sein Gesicht ab und erstach sich selber. Stöhnend sank er zu Antonius Füßen. Daraufhin stieß sich Antonius das Schwert durch den Unterleib und warf sich rückwärts auf sein Bett. Aber bald ließ die Blutung nach. Der Römer kam wieder zu sich. Da flehte er die Umstehenden an, ihn zu töten. Plötzlich stürzte der Geheimschreiber der Kleopatra herein, Diomedes. Er hatte Befehl, Antonius zur Königin in ihr Grabmal zu bringen. Antonius wurde bis an Kleopatras Tür getragen. In diesem Augenblick erschien sie oben an einem Fenster und ließ Seile herab. Die beiden Dienerinnen, Eiras und Charmion, zogen den sterbenden Antonius empor. Er streckte flehentlich die Hände nach Kleopatra aus, denn die Kräfte der beiden Damen drohten zu erlahmen, aber da gelang es Kleopatra, den stöhnenden Gemahl durchs Fenster zu ziehen und ihn in ihre Kammer zu betten. Als die Königin ihren geliebten Ehemann in diesem erbärmlichen Zustand vor sich sah, riss sie sich die Kleider aus Kummer vom Leib und zerfleischte mit den Händen ihre Brust. Antonius verlangte nach Wein und sagte zu Kleopatra, beklage mich nicht wegen des Unglücks am Ende, denk lieber an das viele Gute, das ich erlebte, an den großen Ruhm, die große Macht, und dass es keine Schande ist, als Römer von einem Römer besiegt zu werden. Dann starb Antonius, einst der Stolz Roms, der an seiner Leidenschaft für eine schöne Frau zerbrach. Inzwischen hatte man Octavian das blutige Schwert gebracht, mit dem sich Antonius den Tod gegeben hatte. Octavian ging in das Innere seines Zeltes und weinte. Er betrauerte den Tod des Mannes, der sein Schwager, sein Mitregent, sein Freund in vielen Kämpfen gewesen war. Er las seinen Freunden Briefe des Antonius vor, um zu beweisen, dass er, Octavian, immer die Freundschaft gesucht, Antonius aber in trotzigem und übermütigem Tone geantwortet habe. Dann sandte er den Prokuleius zu Kleopatra. Immer noch dachte Octavian an die Schätze, wahrscheinlich auch an den späteren Triumphzug durch Rom. Kleopatra lehnte es ab, mit Prokuleius zusammenzutreffen. Sie öffnete nur eine kleine Klappe in der Falltür und bat, man möge ihren Söhnen die Herrschaft über Ägypten belassen. Wenige Tage darauf erschien Octavian selber, um mit Kleopatra zu sprechen. Er fand die Königin in einem furchtbaren Zustand, voller Wunden, ihre Brust von Schlägen entzündet, in Fieber und schrecklich abgemagert. Kleopatra warf sich dem Römer zitternd vor die Füße. Immer noch war ihr Vertrauen auf die eigene Schönheit nicht ganz erloschen. Sie begann jetzt sich zu rechtfertigen. Alles was geschehen sei, versuchte sie damit zu entschuldigen, daß sie sich immer vor Antonius gefürchtet habe. Octavian widerlegte sie Punkt für Punkt. Nun versuchte sie sein Mitleid zu erregen. Schließlich übergab sie Octavian ein Verzeichnis ihrer Schätze. Octavian war sich jetzt sicher, dass Kleopatra leben wollte. Er versicherte ihr, dass er sie mit großmut behandeln wolle und dass sie mit allem, was ihr teuer war, in Italien leben könne. Als er ging, glaubte er tatsächlich, die Königin getäuscht zu haben. Denn natürlich plante Octavian, seine schöne Beute als Gefangene im Triumph durch Rom zu führen. Cleopatra ahnte das, und der Gedanke war ihr unerträglich. Lieber wollte sie sterben. Sie erbat sich die Genehmigung, Antonius ein Totenopfer zu bringen. Am Grabmal ihres toten Geliebten warf sie sich auf den Sarg und beklagte bitterlich ihr Schicksal. Sie schmückte den Sarg mit Kränzen, ließ sich ein Bad bereiten und speiste anschließend königlich. Da erschien ein Verlache und brachte ein Körbchen. Die Wachen fragten den Mann, was er da bringe. Da öffnete er das Körbchen, entfernte die Blätter und zeigte, dass es mit Feigen gefüllt war. Die Soldaten probierten davon und waren über die Größe und Schönheit der Früchte entzückt. Sie erlaubten dem Verlachen, das Körbchen zu Kleopatra zu tragen. Nach der Mahlzeit schickte Kleopatra eine Tafel, die sie beschrieben und versiegelt hatte, an Octavian und befahl allen, außer den beiden treuen Dienerinnen, den Raum zu verlassen. Als Octavian die Schreibtafel erbrach, las er Kleopatras flehentliche Bitte, man möge sie neben dem Antonius begraben. Jetzt wusste er, was geschehen war. Der Bote, der zu Kleopatra jagte, fand sie tot. Geschmückt mit ihrem königlichen Schmuck auf ihrem goldenen Bett. Eine ihrer Dienerinnen, Eiras, starb gerade in diesem Moment zu ihren Füßen. Die andere, Charmion, wankte, taumelte und versuchte immer noch das Diadem, mit dem Kleopatras Haupt umwunden war, zurechtzurücken. Unter den Feigen und Blättern verborgen lag die Otter, deren giftige Zähne Kleopatra ausprobiert hatte. Sie hatte es selber so befohlen. Auf Octavians Befehl wurde Kleopatra neben ihrem Antonius bestattet, mit königlicher Pracht. Allerdings ließ er den kleinen Caesarion umbringen und die beiden Söhne des Antonius nach Rom schaffen, wo sie von seiner Schwester erzogen wurden. Dann ernannte er sich selbst zum König von Ägypten, steckte die ungeheuren Reichtümer des Kronschatzes ein und ließ, um ganz sicher zu gehen, auch den ältesten Sohn des Antonius, den er mit Fulvia gehabt hatte, beiseite schaffen. Schließlich kehrte er, trotz all dieser Kindermorde, mit dem ruhigen Gewissen eines Mannes, der seine Pflicht getan hat, nach Rom zurück. Er war damals erst 31 Jahre alt und absoluter Herr der Erbschaft Cäsars. Der Senat hatte weder die Absicht noch die Kraft, sie ihm streitig zu machen. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass er nicht sofort seine Ernennung zum Herrscher verlangte. Sie wäre ihm vermutlich ohne Weiteres gewährt worden. Aber Octavian, dieser gerissene Vollblutpolitiker, kannte nur zu gut die Bedeutung gewisser Worte und wusste, dass das Wort König in Rom unpopulär war. Aber den Römern war es inzwischen im Grunde egal, wie sich der starke Mann des Reiches nannte. Alles, wonach sie strebten, war Ordnung, Frieden, Sicherheit, eine gute Verwaltung, gesunde Finanzen und garantierte Ersparnisse. Und Octavian war der Mann, der ihnen alles geben konnte. Octavian zahlte seine Soldaten mit dem aus Ägypten herangeschafften Geld. Fast eine halbe Million Männer hatte er immerhin unter Waffen gehalten. Er ernannte sich zum Imperator, ein rein militärischer Titel, und schickte die meisten seiner Legionen als Bauern auf eigens für sie erworbene Landgüter. Dann strich er alle Privatschulden gegenüber dem Staat und begann großartige Bauten errichten zu lassen. Er schuf eine effiziente Bürokratie, und versammelte eine Auswahl fähiger Fachleute um sich. Unter den Generälen, die er ernannte, zeichnete sich schon bald sein Adoptivsohn Tiberius aus. Dreizehnmal stellte sich Octavian zur Wahl für den Posten eines Konsuls und wurde ebenso häufig gewählt. Im Jahre 27 vor Christus aber gab er plötzlich alle Vollmachten an den Senat zurück, proklamierte die Restauration der Republik, und erklärte, sich ins Privatleben zurückziehen zu wollen. Ein raffinierter Schachzug. Denn natürlich flehte ihn der Senat an, alle Macht auszuüben und den Namen Augustus, das heißt der Erhabene, der Ehrwürdige, anzunehmen. Scheinbar schicksalsergeben stimmte Octavian, der jetzt Augustus hieß, zu. Der neue Herr war außerordentlich zurückhaltend im Gebrauch seiner Macht. Er bewohnte den Palast des Hortensius, der zwar sehr schön, aber bei weitem kein Königspalast war. Seine Privatgemächer bestanden aus zwei bescheiden eingerichteten Zimmern. Als das Haus nach Jahren abbrannte, verlangte er, dass jene beiden Zimmer genauso wiederhergestellt würden. Er war eben ein Gewohnheitsmensch. Er arbeitete unermüdlich und betrachtete sich als ersten Diener seines Staates. Er zeichnete akribisch alles auf, nicht nur seine öffentlichen Reden, sondern auch das, was er zu Hause mit seinen Familienmitgliedern besprach. Nach der Eroberung Ägyptens rührte er kein Schwert mehr an. Auf keinen Sieg war Augustus so stolz wie auf seinen Vertrag mit dem Partherkönig, durch den der Friede an der Ostgrenze des Reiches gesichert wurde. Der Friedensaltar in Rom, Ara Pazis Auguste, ist das bedeutendste Kunstwerk der augustäischen Klassik. Nie erfreuten sich die Römer so tiefen Friedens und so großen Wohlstandes wie in der Zeit, als Augustus unumschränkter Herrscher war. Als Publius Quintilius Varus, vom Cherusker Arminius in der berühmten Hermannsschlacht geschlagen, in sein Schwert stürzte, wusste der 72 Jahre alte Augustus nichts anderes zu tun, als sich vor Gram, bart und haare lang wachsen zu lassen ihm waren jetzt sogar die germanischen leibwachen unangenehm diese treuen starken männer er schaffte sie ab sie waren ihm unheimlich geworden erst mit sechsundsiebzig jahren überraschte ihn in nola bei pompeji während der genesung von einer bronchitis der tod er hatte noch am morgen wie üblich von acht bis mittag gearbeitet dann ließ er seine Frau Livia rufen, mit der er in Kürze die goldene Hochzeit feiern wollte, und begrüßte sie liebevoll. Darauf wandte er sich an die Umstehenden und sagte mit heiterer Miene Ist das Volk draußen schon traurig? Wenn ich die Komödie gut gespielt habe, o oh Freunde, so klatscht mir zum Abschied von der Bühne euren Beifall. In den Armen von Livia starb Augustus. Die Senatoren trugen seine Bahre auf den Schultern durch ganz Rom, bevor sein Leichnam auf dem Marsfeld verbrannt wurde. Vielleicht wären sie nicht so traurig über seinen Tod gewesen, hätten sie nicht gewusst, dass Tiberius sein Nachfolger werden sollte. Tiberius, der Nachfolger des Augustus, sein Stiefsohn, war ein Mensch ohne Freude, misstrauisch, finster, mit sich und der Welt unzufrieden, eine tragische, eine düstere Gestalt. Er war eine jener historischen Persönlichkeiten, deren Charakter von den Geschichtsforschern nie so recht erfasst werden konnte. In der starren, kalten Natur des Tiberius vereinten sich Misstrauen und Zähigkeit, Menschenhass und Menschenfurcht, aber auch Verstand, und mitunter sogar Genialität. Ihm lagen weder die Zirkusspiele noch die mondänen Salons der Großstadt. Er war schon 55 Jahre alt, als er nach dem Tod des Augustus sein Nachfolger wurde. Seine erste Handlung war, sich dem Senat zu stellen und diesen zu bitten, ihn von seinem Amt zu befreien, um stattdessen die Republik wieder aufzurichten. Der Senat hielt dies für das übliche Theater und flehte ihn an, zu bleiben und seinen Namen einem Monat zu geben, wie Augustus dies getan hatte. Wie werdet ihr es dann mit meinem dreizehnten Nachfolger halten? soll der Tiberius geantwortet haben. Mit dieser sarkastischen Haltung gegenüber jeder Art von Schmeichelei begann Tiberius seine Regierung. Bei seinem Tod hinterließ er ein blühenderes und reicheres Staatswesen als sein Vorgänger. Vielleicht war es sein Unglück, unter die scharfe Feder eines Tacitus und eines Sueton zu fallen, die aus ihm den größten Sündenbock seiner Zeit machten. Die größte ihm zugeschobene Schuld betrifft den Tod seines Neffen Germanicus. Der war der Sohn seines geliebten Bruders Drusus und einer Nichte des Antonius. Tiberius hatte ihn adoptiert und zu seinem Nachfolger und Erben bestimmt. Er war ein hübscher, intelligenter und mutiger Junge, den ganz Rom liebte. Tiberius schickte ihn als Statthalter in den Orient, damit er dort herrschen lernte. Natürlich munkelte man im Klatschfreudigen Rom, Tiberius habe ihn aus Eifersucht entfernt. Als Germanicus dann starb, tuschelten die Leute erneut, daß er von einem gewissen Piso auf den Befehl des Kaisers umgebracht worden sei. Piso gab sich selbst den Tod, um dem Prozess zu entgehen. Agrippina, die Witwe des Germanicus, Wurde zur gefährlichsten Feindin des Tiberius, während seine Schwägerin Antonia, die Witwe des Drusus und Mutter des Germanicus, immer auf Seite des Tiberius stand. Um diese Zeit wurden etliche Verschwörungen gegen den Kaiser angezettelt. Sejanus, der Anführer der Prätorianer, gab vor, die Beweise dafür in den Händen zu halten. Der Kaiser zog sich angewidert nach Capri zurück. Die Macht in Rom, übte jetzt Sejanus aus, der so praktisch zum Herrscher wurde. Eines Tages gelang es der Schwägerin des Tiberius Antonia, dem Kaiser in einem Brief mitzuteilen, dass der Führer der Prätorianer plane, ihn den Kaiser zu stürzen. Trotz seines hohen Alters kehrte Tiberius unverzüglich nach Rom zurück und nahm furchtbare Rache. Nicht nur Sejanus, auch alle seine Angehörigen wurden zum Tode verurteilt. Da das Gesetz die Hinrichtung einer Jungfrau verbot, wurde seine jüngste Tochter erst vergewaltigt und dann getötet. Nach dieser Tragödie schien der Geist des Kaisers, er lebte noch weitere sechs Jahre, verwirrt zu sein. Im Jahre 37 verließ er abermals Capri und während er langsam durch Kampanien nach Rom zog, erlitt er einen Herzinfarkt. Als seine Günstlinge sahen, daß er sich zu erholen schien, erstickten sie ihn unter einem Kissen. Gaius, der zweite Sohn des Germanicus, wurde von den Soldaten, unter denen er in Germanien aufwuchs, Caligula genannt. Das bedeutet Stiefelchen, weil er als Kind Schuhe von militärischem Schnitt trug. Er war der Nachfolger des Tiberius. Am Anfang schien es eine glückliche Wahl. Caligula zeigte Mitgefühl mit den Armen, gab der Volksversammlung ihre demokratischen Rechte wieder und stand im Ruf eines gewissenhaften und tapferen Soldaten. Seine plötzliche und schnelle Veränderung ist nur durch eine Krankheit zu erklären, eine Art Persönlichkeitsspaltung. Es begann damit, dass er nachts Angstzustände bekam, besonders wenn ein Gewitter im Anzug war. Er lief dann schreiend in seinem Palast umher und war dem Irrsinn nahe. Groß und breitschultrig konnte er manchmal stundenlang vor einem Spiegel sitzen und Grimassen schneiden. Plötzlich war er fasziniert von der ägyptischen Kultur und verlangte, dass ihm die Senatoren die Füße küßten. Außerdem sollten die würdigen alten Herren mit den Gladiatoren kämpfen. Irgendwann kam ihm in den Sinn, alle Kahlköpfigen, die ihm vor Augen kamen, den wilden Tieren im Zirkus vorzuwerfen. Sein Pferd ernannte er zum Konsul, seine beiden Schwestern machte er nach ägyptischem Vorbild zu Geliebten, eine davon, Drusilla, heiratete er sogar. Als er nicht mehr wusste, wen er noch verfolgen sollte, trieb er seine Großmutter Antonia zum Selbstmord und wandte sich schließlich gegen Jupiter, dessen Statuen er enthaupten ließ, um seinen eigenen Kopf darauf setzen zu lassen. Die Götter verdecken ihr Antlitz aus Scham, still, Julia. Die Spione des Kaisers sind überall. Willst du den wilden Tieren vorgeworfen werden oder am Kreuze enden, nur weil du deine Zunge nicht im Zaum halten kannst? Vielleicht ist all das besser, als unter der Herrschaft eines Wahnsinnigen ein menschenunwürdiges Dasein zu führen. Caligula nimmt sich, was er will. Wie kann eine Frau ihre Tugend bewahren, wenn ein lüsterner Herrscher nur darauf wartet, sie zu entehren? Es gibt Brot, es gibt Spiele, so großartig wie noch nie. Das Leben hat auch unter Caligula seinen Reiz. Ach, Aurelius. Wie tief bist du doch gesunken? Haben die schwächlichen Griechen mit ihren perversen Launen dir jeglichen Sinn für römische Größe, für römische Ideale geraubt? Caligula hat über unser geliebtes Rom ein Leichentuch gestülpt. Niemand ist mehr seines Lebens sicher. Dein Vermögen, deine Frau, deine Kinder. Ein Wink des Tyrannen und alles ist seins. Die Meuchelmörder lauern an jeder Straßenecke. Die Zeiten sind mörderisch. Aber still jetzt. Es dunkelt bereits. Siehst du die lauernden Blicke der Prätorianer da drüben? Lass uns zum Tiber gehen und den Wäscherinnen zusehen. Vielleicht waschen sie auch die Sünden Roms und die Götter haben Erbarmen mit uns. Die Götter werden uns nicht helfen. Da bedarf es schon das Schwert eines Prätorianers. Aber wer tötet schon den Herrn, der ihn mästet? Die Entschlossenheit des Kommandanten seiner Prätorianer war nötig, um Rom von dieser Plage zu befreien. Der Leibwächter erstach den Kaiser auf dem Weg in den Zirkus. Zunächst glaubte niemand in der Stadt an Caligulas Ende. Die verängstigten Bürger hielten es für eine List des Kaisers, der, so dachten sie, sehen wollte, wie die Menschen auf die Nachricht seines Todes reagieren würden. Um zu zeigen, dass der Tyrann wirklich tot war, mussten die Prätorianer auch seine Frau, Caesonia, und seine kleine Tochter töten. So weit war es mit Rom gekommen. Als Alternative zur Tyrannei gab es nur den Königsmord. Und selbst dieser musste von Söldnern ausgeführt werden, denn nicht einmal mehr dazu waren die Römer selbst fähig. Die Prätorianer, die nach dem Mord an Caligula Herren der Lage geworden waren, hatten die Absicht, es auch in Zukunft zu bleiben. Bei der Ausschau nach einem geeigneten Kandidaten stießen sie auf den Onkel des Ermordeten, Claudius, damals schon fünfzig Jahre alt, eine armselige Erscheinung, stotternd, hinkend, farblos. Er hatte sich in der Mordnacht zitternd hinter einer Säule versteckt. Auch er war ein Sohn des brillanten Drusus und Bruder des beliebten Germanicus. Und der einzige, der die ganze Tragödie überlebte, weil er bei allen im Rufe stand, nicht ganz richtig im Kopfe zu sein, er galt als Trottel, zumindest gab er sich so. Aber er hatte eine große Schwäche, und das waren Frauen. Er war ein unverbesserlicher Schürzenjäger. Claudius hatte drei Gemahlinnen gehabt und alle drei betrogen, als er mit fünfzig Jahren die vierte Messalina heiratete. Messalina war damals erst 16 Jahre jung und ist in die Geschichte als die schlimmste aller Kaiserinnen eingegangen. Das mag übertrieben sein, aber zumindest war sie die schamloseste. Wenn ihr, die nicht besonders schön gewesen sein soll, ein junger Mann widerstand, ließ sie ihm von Claudius den Befehl erteilen, ihr gefügig zu sein, wodurch Sex zu einer patriotischen Handlung wurde. Claudius war mit allem einverstanden, wenn ihm Messalina nur freie Hand bei ihren Kammerfrauen ließ. Doch als die enthemmte Kaiserin eines Tages in ihrem Übermut einen ihrer Geliebten, einen gewissen Silius, heiratete, war das Maß voll. Denn als die Minister dem Claudius zuflüsterten, dass dieser Silius ihn vom Thron stoßen wolle, griff der Kaiser durch, er ließ Silius töten und Messalina, die sich in das Haus ihrer Mutter geflüchtet hatte, durch zwei Prätorianer rufen, die aber fürchteten die Rache der Kaiserin für den Fall, dass sie den alten Claudius wieder versöhnen könnte, und hielten es für besser, sie gleichfalls ins Jenseits zu befördern. Claudius war darüber sehr betrübt, und fragte an seiner kaiserlichen Tafel auch immer wieder, wo Messalina denn sei, wie gesagt, er war nicht immer richtig im Kopf. Er heiratete dann noch einmal eine Agrippina, die von ihrem ersten Mann einen Sohn hatte, Nero. Agrippina war eine energische, ehrgeizige Frau, der es leicht fiel, den alternden, kindisch gewordenen Kaiser unter den Pantoffel zu zwingen. Als Claudius dann doch einmal wissen wollte, was so alles hinter seinem Rücken, aber in seinem Namen vorging, setzte ihm Agrippina ein vergiftetes Pilzgericht vor. Später sprach Nero von einer Götterspeise, denn seiner Mutter sei es gelungen, einen armen Narren wie den Onkel Claudius in einen Gott zu verwandeln. Nero, dessen Name für ausgeklügelte Grausamkeit und Laster steht, wurde also neuer Kaiser des römischen Imperiums. In den ersten fünf Jahren seiner Regierung zeigte sich der Kaiser als großzügiger und vernünftiger Herrscher, aber das Verdienst dafür gebührt Seneca, der in seinem Namen regierte. Seneca war ein seltsamer Mensch. Er benutzte seine einflussreiche Stellung ziemlich skrupellos, um sein Vermögen zu vermehren, doch nicht um in Üppigkeit zu leben. Er aß wenig, trank nur Wasser, schlief auf einem harten Lager. Als er endlich heiratete, blieb er seiner Frau treu. Und wer ihm vorwarf, Geld und Macht allzu sehr zu lieben, dem antwortete er, Ich lobe nicht das Leben, das ich führe, sondern das, das ich führen sollte, und das ich aus der Ferne mühselig nachzuahmen suche. Solange Nero auf Seneca hörte, blieben Rom und das Imperium ruhig. Die Grenzen waren sicher, der Handel blühte und Handwerk entfaltete sich. Doch plötzlich begann der gelehrige Schüler, er war damals zwanzig Jahre alt, sich zu einem Monster zu entwickeln. Er ließ seine Mutter Agrippina töten und später auch seine Frau Octavia. Ebenso wie bei Caligula gibt es für ein derartiges Verhalten keine andere Erklärung als den Irrsinn. Vielleicht eine Folge der Syphilis, die damals in Rom sehr verbreitet war. Nero, der nach dem Muttermord für eine Zeit lang Großmut und Gnade hatte walten lassen, überließ sich nun hemmungslos einer Orgie von Blut und Schrecken. Und da sich der Staatsschatz, den ihm Claudius wohlgeordnet hinterlassen hatte, unter seiner Verschwendungssucht rasch verflüchtigte, zwang er die Verurteilten, ihm auch noch ihr Vermögen zu hinterlassen. Seneca kritisierte diese Anordnung. Ein weiterer Nagel für seinen Sarg. Als er entlassen wurde und sich in seine Villa nach Kampagnen zurückzog, wird er erleichtert gewesen sein, aber der Heimtücke seines Herrschers entkam er nicht. Die Herrscher des Kaisers erstickten ihn im Dampfbad, als er in den Verdacht geraten war, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein. Nun, ohne jeden moralischen Halt, sank der Kaiser tiefer und tiefer. Sein einziges Trachten war, sich einen neuen goldenen Palast zu bauen, der zugleich Tempel sein sollte. Aber da er in dem übervölkerten Zentrum Roms keinen Platz mehr für dieses Bauwerk fand, ließ er vermutlich die Stadt im Jahre 64 nach Christus anzünden. Natürlich musste ein Sündenbock für dieses Unglück her. Was lag näher, den Brand einer neuen religiösen Sekte in die Schuhe zu schieben, die um jene Zeit in Rom Anhänger gefunden hatte und die ihren Namen von einem gewissen Christus ableitete, einem Juden, der zur Zeit des Kaisers Tiberius von Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt worden war. Einige Christen wurden im Zirkus den wilden Tieren vorgeworfen, andere gekreuzigt, viele mit Teer beschmiert und als lebende Fackeln verbrannt. Die Römer hatten bisher von diesen Sektierern kaum Notiz genommen, doch nach diesem Massenmartyrium begann man, sie mit einer gewissen Neugier zu betrachten. Nero, der sich für einen großen Künstler hielt, wurde indes immer wunderlicher. Heimlich und verkleidet schlich er nach Eintritter Dämmerung in üble Kneipen, verprügelte auf der Straße Leute, beraubte Läden, die Beute versteigerte er in seinem Palast, schließlich ließ er Menschen, deren Gesichter ihm nicht gefielen, ohne Urteil hinrichten. Vom Mittag bis zur Mitternacht dehnte er seine Mahlzeiten aus, Freudenmädchen und Tänzerinnen aus der ganzen Stadt bedienten ihn beim Tafeln. Stolz und wohlgefällig tönte Nero: Kein Fürst hat vor mir gewußt, was er sich alles erlauben kann. Vierzehn Jahre hatte die römische Welt diesen Herrscher ertragen. Am achten Jahrestag der Ermordung seiner Mutter erfuhr der Kaiser von einem Aufstand der Gallier unter Führung von Julius Vindex. So, als ahne er seinen Sturz, und als könne er das Ende sowieso nicht abwenden, verhielt Nero sich merkwürdig passiv. Als er aber erfuhr, daß auch ganz Spanien abgefallen sei, fiel er in Ohnmacht und blieb wie tot liegen. Schließlich kam er zur Besinnung, zerriss seine Kleider, schlug sich vor den Kopf und beklagte sein Schicksal. In Panik plante der Kaiser, den gesamten Senat zu vergiften, alle Heerführer ermorden zu lassen, Rom noch einmal in Brand zu stecken und gleichzeitig die wilden Tiere auf das Volk loszulassen, um alle Löschmaßnahmen zu verhindern. Dann wollte er auf den Thron verzichten, nur noch Dichter und Sänger sein. Von einer Giftmischerin ließ er sich ein Gift bereiten, hatte aber nicht den Mut, es zu schlucken, in Trauerkleidern wollte er vor das Volk treten und es um Verzeihung für sein ganzes Leben anflehen. Als er erfuhr, dass der Senat Befehl gegeben habe, ihn mit Ruten zu Tode zu prügeln, ergriff er zwei Dolche, um sich das Leben zu nehmen. Einen stieß er sich in die Kehle. 32 Jahre war er alt, als er starb. Rom jubelte. Mit Nero starb das Geschlecht der Nachkommen Cäsars aus. Sein Nachfolger Galba stand weder durch Geburt noch Adoption in Beziehung zum Brandstifter Roms. Der Mann, den viele einen Geizhals nannten, hatte sich als Statthalter in Afrika, dann in Spanien bewährt. Mit der Nachricht vom Tod Neros erreichte ihn eine zweite Mitteilung, der römische Senat habe ihm den Huldigungseid geleistet. Der Name Cäsar, war jetzt Titel geworden, Inhaber der höchsten Macht. Galba nahm den Titel des Cäsaren an. Die Geschichte schreibt den Juni des Jahres 68 nach Christus. Aber Galba machte sich bald unbeliebt. Versprechen hielt der gichtkranke, knauserige Alte nie. Er behandelte Soldaten und Offiziere ohne Achtung und sparte nicht mit Schmähungen. Die erste Truppe, die dem Kaiser den Gehorsam aufkündigte, war das Heer in Obergermanien. Marcus Salvius Otto, der Quästor von Lusitanien, dem heutigen Portugal, hatte sie gegen den unbeliebten Herrscher aufgewiegelt. Galba wurde auf dem Weg zum Kapitol von den Mördern gestellt. Er hielt den Mördern seinen Hals hin und rief, Vorwärts, stoß zu, da es doch sein muss. Schandplatz, Sündenpfuhl, eiternde Wunde der Welt. Das ist jetzt Rom. Völlerei und Perversion, Ehebruch und Knabenliebe, Grausamkeit, Verrat und Unrecht zeigen überall ihre hässliche Fratze zwischen den sieben Hügeln, die die Welt beherrschen. Caligula, Nero und auch der merkwürdige Galba hatten den Sumpf vorbereitet, in den der neue Kaiser Otto noch tiefer hineinwarten sollte. Zwischen den Jahren 30 und 69 nach Christus steht Roms Barometer der Unmoral am tiefsten. Otto, der geborene Intrigant, stürzte sich 95 Tage nach seiner Intronisierung in sein Schwert. Soldaten in Germanien hatten ihren Huldigungseid auf den Feldherrn Vitellius geleistet. Aber auch der regierte nur wenige Monate. 69 nach Christus war das unrühmliche drei kaiser -Jahr. Zur Zeit des Augustus war es noch üblich, hohe Staatsämter durch Verdienst zu erlangen, durch Tapferkeit und besondere Taten. Zur Zeit des Claudius war es das beste Mittel, um vorwärts zu kommen, einen Mordanschlag gegen das Leben des Kaisers aufzudecken. Danach war es nur noch wichtig, die Truppen auf seine Seite zu ziehen, um sich den Kaiserpurpur anlegen zu können. Die Katastrophe. Die am 24. August des Jahres 79 ausbrach, hat einer Stadt für ewige Zeiten den Nachruhm gesichert. Pompeji. Sie war eine der eher unbedeutenden Städte Italiens. Die etwa 15.000 Einwohner lebten zum größten Teil von der Landwirtschaft und nie war der Name ihrer Stadt zuvor mit einem historischen Ereignis verknüpft worden. Doch an jenem Augusttag stand eine schwarze, unheilverkündende Wolke über dem Vesuv, und ein glühender Aschenregen und Ströme von Lava überschwemmten in wenigen Stunden Pompeji und Herkulaneum. Die reichen Pompeianer, die Grundbesitzer und die Großkaufleute, die Steuerpächter, die Geldverleiher, egal ob reich oder arm, alle starben. Die reichen Leute von Pompeji lebten in Dimensionen, wie sie sich heute allenfalls Multimillionäre leisten, aber mit einem Aufwand an Dekoration, den heute keiner mehr treibt. In vielen der Läden Pompeys verkaufte ein freigelassener Sklave die landwirtschaftlichen Produkte seines Herren. Ehemalige Sklaven brachten es zu Aufsehern, sogar zu Buchhaltern und Vermögensverwaltern. Sie besaßen oft zwei Eigenschaften, die in der Oberschicht verpönt waren. Erwerbssinn und Fleiß. Manche schafften es sogar reich zu werden. Und das trugen sie gern in der für Römer typischen Weise zur Schau. Sie kauften sich selber Sklaven. Deutlich erhoben sich viele Freigelassene über das freigeborene Volk Fischer, Kleinbauern, Tagelöhner, fliegende Händler, über diesen standen die Handwerker, Schuster, Schneider, Töpfer, Korbflechter, Goldschmiede, Perückenmacher. Das Brot kam überwiegend aus Großbäckereien, fabrikähnlichen Betrieben, wie auch die Ziegeleien es waren, und die Tuchmanufakturen, in denen Frauen spannen und webten, Gefragt waren im Übrigen Maurer, Steinmetze, Zimmerleute und Glasschmelzer, Dekorateure und Maler. In den Wohn-, Schlaf-, Speise- und Gesellschaftsräumen der Stadtpalais gab es keine Sessel, keine Zierschränke und Kommoden. In den Schlafräumen standen nur Liegen und Truhen, zum Speisen und Wohnen nur Liegen und kleine Tische. Die Tische meist rund mit einer Marmorplatte auf drei Bronzebeinen, deren Füße oft als Löwentatzen ausgebildet waren. Aber die Wände waren herrlich. Drei Schichten oder noch mehr aus Kalk, Sand und Marmorstaub wurden auf den Stein aufgetragen, mit Eisenkellen, Glaszylindern und Poliersteinen geglättet und mit einem Tuch blank gerieben, kein Quadratmeter blieb unbemalt. Grundfarbe war das satte, braunstichige, pompeianisch Rot, gemischt aus Ocker und Eisenoxid. Als Basis und Umrahmung Bilder der griechischen Götter und Helden. In den Schlafzimmern wurden die Wände meist mit deftigen, erotischen Szenen geschmückt. Eine Schwelgerei in Farbe und Form. So zu wohnen und nicht zu arbeiten. Das war der Lebensstil der Reichen. Auf ihren Landgütern verrichteten Sklaven die Arbeit. Was sie ernteten, genügte der Familie des Herren für ein sorgloses Leben. Zu sparen war noch nicht üblich. Zu den Reichen zählten auch die Handelsherren, sie verschifften Wein, Ziegel und eine Spezialität, die überall im Mittelmeer als Delikatesse galt Garum, eine Paste aus gesalzenem, gekochtem und vergorenem Fisch. Importiert wurden Baumwolle und Marmor aus Ägypten, Datteln aus Palästina und Gänse aus Germanien. Zu jener Zeit, als Pompeji in Schutt und Asche sank, saß in Rom ein Flavier auf dem Thron. Titus, der Sohn des Kaisers Vespasian, der in Rom wieder für Sitte und Ordnung gesorgt und die Staatsfinanzen saniert hatte. Vespasian war es, der in Rom den Grundstein zum Kolosseum gelegt hatte und den berühmten Spruch Pecunia non olet, Geld riecht nicht prägte, als Titus, der Sohn, ihm die Einführung einer Latrinensteuer vorwarf. Ja. Vespasian war recht witzig. Selbst als er eine tödliche Krankheit in sich spürte, scherzte er noch, o oh weh, ich glaube, ich werde jetzt ein Gott. Titus wurde nach dem Tod Vespasians mit vierzig Jahren Kaiser. Zwei Jahre später im besten Mannesalter starb er, also nur zwei Jahre saß er auf dem Thron, aber jahrhundertelang kündete man von seinem Ruhm. Er war ein Licht am dunklen Himmel der Kaisergeschichte. Er war, wie Sveton schrieb, »die Liebe und das Entzücken des Menschengeschlechts.« Allerdings ging er auch als Zerstörer des jüdischen Tempels, des Tempels des Salomons, in die Geschichte ein. Er belagerte Jerusalem im Jahre 70, Unterstadt, Oberstadt und Tempel, das waren drei befestigte Einheiten, die einzeln genommen werden mussten. Die Juden kämpften verzweifelt und mit Gottvertrauen. Aber Mauerwerk um Mauerwerk fiel. Lichterloh brannte der Tempel. Da stürzten sich die Priester in die Schwerter der Feinde, töteten sich gegenseitig oder sprangen ins Feuer. Allen schien es kein Tod, sondern Sieg, Heil und Seligkeit unter die Trümmer des Tempels zu geraten und so zu sterben, berichtet Cassius Dio im sechsten Kapitel seines sechsundsechzigsten Buches. Von Palästina aus eilte Titus nach Rom und trat die Nachfolge seines Vaters an. Nach der Katastrophe von Pompeji ernannte er eine Kommission für die Hilfsaktionen. Den Geschädigten schenkte er Geld, und das Vermögen von denen, die bei dem Ausbruch umgekommen waren und die keine Erben hatten, nutzte er für den Wiederaufbau. Der Kaiser war völlig unbestechlich und sehr freigebig, die Einweihung des Kolosseums, das heute noch in Rom bewundert wird, wurde zu einem Volksfest ohne Gleichen. Als der Bau im Jahre 80 vollendet war, ließ Titus 100 Tage feiern. Das Theater hatte 87.000 Sitzplätze, dazu noch 20.000 Galerieplätze. Es gab 80 nummerierte Eingänge, und die Besucher fanden mit Hilfe von Platzkarten mühelos ihre Sitze. 9.000 Tiere wurden zu Tode gehetzt. Dabei traten auch Frauen als Domtösen auf, Gladiatoren lieferten sich Land und Seeschlachten. Auch die Bäder, die Kaiser Titus mit großer Geschwindigkeit bauen ließ, die berühmten Titus Thermen, wurden noch unter seiner Herrschaft fertiggestellt. Als die großen Einweihungsfeste beendet waren, weinte dieser gerechte und gütige Kaiser, der nie ein Todesurteil unterzeichnet und nie einen Bittsteller weggeschickt hatte. Er ahnte sein Ende. Im Sommer 81 reiste er in das Land der Sabiner, und gleich während des ersten Nachtquartiers überfiel ihn ein Fieber. Titus ließ sich in einer Sänfte weitertragen, riss aber immer wieder die Vorhänge zurück, sah zum Himmel hinauf und klagte, das habe ich nicht verdient, dass mir das Leben genommen wird. Es gibt keine Tat, die ich zu bereuen habe, ausgenommen eine einzige. Die Historiker vermuten, der Kaiser habe an die unerlaubte Beziehung gedacht, die er mit der Domitia, der Frau seines Bruders, gehabt habe. Titus starb im 42. Lebensjahr, im selben Landhaus, auf dem alten Familiensitz im Sabinerland, wo auch sein Vater gestorben war. Das ganze Volk trauerte. Der Senat überhäufte den Toten mit Ehrungen. Die Juden aber erklärten, Titus habe der Tod ereilt als Strafe für die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Titus atmete noch, als sein Bruder Domitian nach Rom ritt und sich zum neuen Kaiser ausrufen ließ. Domitian wollte alle anderen Kaiser vor ihm übertreffen, er organisierte Schauspiele mit geradezu fantastischer Pracht. Außer den üblichen Seegefechten, Tierhatzen und Gladiatorenkämpfen ließ er Rennen von zwei und vierer Gespannen und große Gefechte austragen. Etwas ganz Ungewöhnliches waren auch die Gladiatorenkämpfe bei Fackellicht. Außerdem ließ er, wie es auch schon Nero tat, Frauen gegeneinander kämpfen. Er hatte eine Glatze und einen dicken Bauch, verfaßte ein Büchlein über die Haarpflege und schrieb für einen Freund eine Widmung hinein Du siehst, wie ich groß und schön von Gestalt bin, und dennoch erwartet mein Haar das Schicksal des Deinigen. Ich trage es tapfer, denn dies macht mich schon in der Jugend zum Greise, denk immer daran, dass nichts herrlicher ist als Schönheit und nichts vergänglicher. Domitian soll nach und nach grausam geworden sein. Angeblich vermied er anfangs jegliches Blutvergießen. Er wollte sogar verhindern, dass Ochsen geopfert wurden. Aber später demaskierte er sich als heimtückischer Herrscher, bestrafte vor allem die vermeintliche Unkeuschheit von Westalinnen mit dem Tod durch Vergraben bei lebendigem Leib. Die Kirchengeschichte behauptet auch, dass Domitian die Christen verfolgt habe. Flavius Clemens, Vetter des Kaisers, der dritte Bischof von Rom, war Märtyrer dieser Verfolgungen, ebenso Flavia Domitilla, die Gattin des Clemens. Die Feldzüge und Eroberungskriege, die Domitian zur Steigerung seines Ruhms an der germanischen Grenze im Taunusgebiet, in Britannien und an der unteren Donau anordnete, waren nur deshalb nicht ganz erfolglos, weil er einige tüchtige Heerführer hatte nero war er aber eifersüchtig auf die leistungen seiner generäle und berief sie deshalb ab wenn sie zu einem größeren unternehmen ausholten so den tapferen agricola der bis nach schottland vorgedrungen war diese regierung konnte nicht von langer dauer sein wo der kaiser auftauchte herrschten angst und schrecken er war verhasst. die verschwörer begannen seinen tod zu planen er wurde von einem gewissen stephanus seinem verwalter erdolcht. fünfzehn jahre hatte domitian despotisch regiert. nach dem ende wurden seine büsten von den erleichterten römern zu boden geschmettert. die mörder domitians hatten ihrem opfer nicht die zeit gelassen, einen nachfolger aufzubauen. Und der Senat, der niemals offiziell das Recht der Kaiser, den Nachfolger zu bestimmen, anerkannt hatte, aber in der Praxis ihre Wahl stets gut geheißen hatte, ergriff jetzt die Chance, einen aus ihren Reihen zu wählen. Marcus Cocceius Nerva war ein Jurist, der in seiner Freizeit Gedichte schrieb. Aber er besaß weder die Streitsucht der Advokaten noch die Eitelkeit der Dichter. Wahrscheinlich hatte er seine Wahl nicht so sehr seinen Tugenden als seinem Alter zu verdanken, denn er war schon 66 und magenleidend. Das ließ keine lange Regierungszeit vermuten. Tatsächlich saß Nerva nur zwei Jahre auf dem Thron aber die genügten, um die Schandtaten seines Vorgängers wiedergutzumachen, er rief die Verbannten zurück, verteilte Land an die Besitzlosen, befreite die Juden von den drückenden Geldtributen, die Vespasian über sie verhängt hatte, und schuf Ordnung im Finanzwesen. Als er sein Ende nahen fühlte, versuchte er einen Nachfolger für den Kaiserthron zu finden, der dem Senat genehm war, und den er als Sohn adoptieren konnte, da ihm eigene Kinder versagt geblieben waren. Seine Wahl fiel auf Trajan, einen General, der ein Heer in Germanien befehligte. 48 Jahre war Trajan alt, Kaiser durch Adoption und erwählt nach Verdienst. Das ist neu. Ein Verfahren, das sich von nun an hundert Jahre lang hielt und damit Rom von Nerva bis Mark Aurel eine tüchtige Herrschersreihe sicherte. Trajan nutzte seine Zeit und baute öffentliche Gebäude, Seehäfen, eine Straße durch die pontinischen Sümpfe, viele Brücken, in Germanien am Rhein werden Kastelle und Flussübergänge errichtet, eine Straße von Mainz über Heidelberg bis Baden Baden ist sein Werk, in Afrika trieb er die Verkehrswege bis an die Wüstengrenze vor. Der Kaiser liebte die Jagd, schätzte Gelage, er war höflich zu den Senatoren, ging allein durch die Straßen Roms. Das war zu jener Zeit nicht ungefährlich, da sich viel zwielichtiges Volk in der Hauptstadt herumtrieb. Denn hinter den prächtigen Fassaden verbarg sich oft das bittere Elend. Die meisten Menschen wohnten in teuren Mietwohnungen. Die erste Sorge der meisten Römer galt daher stets dem Geld. Doch kaum die Hälfte der Bevölkerung, also vierhunderttausend, arbeitete wirklich dafür, viele waren mächtigen Gönnern verpflichtet, waren Klienten eines Patrons. Je größer das Gefolge eines Patrons, desto größer sein Prestige, was zum Beispiel vor Gericht sehr nützlich sein konnte. Für diese traditionelle Gefolgschaft bezahlte der Patron seine Klienten, dafür mussten sie allerdings früh an jedem Morgen in sein Haus kommen, um ihm ihre Aufwartung zu machen. Die zweite Existenzgrundlage war die Getreidespende des Kaisers. Einige Historiker sehen in dieser Heerschar der Hungerleider den Grund für den späteren Untergang der Weltmacht. Denn wenn der Arbeitstag oder der Bettelgang der Römer gegen Mittag beendet war, wurde der Freizeit gefrönt. Kostenlos oder zumindest so billig, dass es sich jeder leisten kann, sind die größten und populärsten Spektakel. Die kaiserlichen Thermen, der Circus Maximus mit den tollkühnen Wagenrennen und das Kolosseum. Auch der ärmste Römer konnte Nervenkitzel und Blutrausch fast zum Nulltarif haben. Doch am Abend verwandelte sich die Metropole in eine Stadt der Angst. In den unzähligen düsteren, verwinkelten Gassen lauerte die Gefahr. Zwielichtige Gestalten waren unterwegs, trachteten nach Gut und Leben. Der Reiche musste sie zwar wenig fürchten, wenn er spät von einem Fest zurückkehrte, denn ein Trupp fackeltragender Sklaven ging ihm meist voraus und sicherte den Weg. Aber lebensbedrohlich waren die Diebe, die sich auf den Wegen entlang schlichen wie Jäger auf der Suche nach einem Opfer und auch vor einem Mord nicht zurückschreckten. In diesem Rom also konnte sich Kaiser Trajan unbehelligt und auch ohne Sklaven bewegen. So geachtet war er. Nach sechs Friedensjahren wurde in Trajan die Sehnsucht nach dem Leben unter seinen Soldaten wieder wach. Und obwohl er damals schon sechzig Jahre alt war, stellte er sich an die Spitze seiner Legionen, um die Grenzen des Reiches bis an den Indischen Ozean auszudehnen. Das Unternehmen gelang, fast. Nach einem Triumphmarsch durch Mesopotamien, Persien, Syrien und Armenien hinterließ er überall römische Provinzen. Auch baute er eine Flotte für das Rote Meer und bedauerte nur zu alt zu sein, um an eine Eroberung Indiens und des fernen Ostens zu denken. Auf dem Rückweg nach Rom starb er mit 64 Jahren 177 nach Christus. Das Schicksal geht mitunter merkwürdige Wege, um das, was im ewigen Buch des Lebens vorgezeichnet ist, zu erreichen. Aber Hadrian, einer der größten Kaiser der Antike, wurde nur der Nachfolger Trajan's, weil er wahrscheinlich der Geliebte der Kaiserin Plotina war. Sie war seine Tante, wenn auch nur angeheiratet, aber das war im alten Rom niemals ein Hinderungsgrund für die Liebe. Er bestieg dank ihrer geschickten Regie mit vierzig Jahren den Thron, und seine erste Regierungshandlung war, so rasch wie möglich die von Trajan hinterlassene militärische Erbschaft zu ordnen. Er war immer ein Gegner dieser Kriegspläne seines Vormundes gewesen und beeilte sich nun, die Heere von jenseits des Euphrats aus Persien und Armenien zurückzuziehen, sehr zum Kummer seiner Generäle, die sich um ihre Beute gebracht sahen. Deren Widerstand ließ er gnadenlos brechen, das heißt, er ließ sie ohne viel Federlesens hinrichten. Adrian war ein schöner Mann, groß gewachsen, elegant mit lockigem Haar und einem blonden Bart. Er nahm das Vergnügen, wo es sich ihm bot, ohne Scham und ohne Reue. Er verliebte sich in schöne Mädchen und schöne Knaben, verlor aber in der Liebe niemals den Kopf. Er aß gern und gut, schätzte aber auch gesittetes Zusammensein mit seinen Freunden. Er suchte die Gesellschaft von Menschen, die mehr ein gutes Gespräch als den Wein liebten. Um solche Leute in der Nähe zu haben, gründete er eine Universität und zog die berühmtesten Lehrer seiner Zeit, vor allem Griechen, heran. In den Diskussionen war er ein guter Partner. Er akzeptierte Kritik und Widerspruch. Eines Tages, so ist es überliefert, tadelte er Favorinus, einen gallischen Intellektuellen, dass er ihm zu oft recht gebe. Ein Mann, da seine Gründe auf dreißig bewaffnete Legionen stützt, hat immer Recht, war die Antwort des geistreichen Philosophen, die dem Kaiser so gut gefiel, dass er sie am nächsten Tag dem Senat erzählte. Er organisierte in Rom alles so perfekt wie möglich, um seiner Lieblingsbeschäftigung dem Reisen ungestört nachgehen zu können. Oft war er unterwegs, manchmal fünf Jahre und durchstreifte das Imperium bis in seine entferntesten Winkel. In Britannien, an der Grenze zu Schottland, ließ er den Hadrianswall bauen, in Germanien sorgte er für eine Verstärkung des Limes, denn er wollte bewahren, nicht erobern. Er wusste, dass eine weitere Ausdehnung das Reich gefährden würde. Unterdessen aber war man in Rom über diese Reisemanie des Kaisers beunruhigt. Böswillige Gerüchte verbreiteten sich, als in der Hauptstadt bekannt wurde, dass der Imperator auf einem Boot Nil aufwärts mit seinem neuesten Günstling fahre, einem wunderschönen griechischen Jüngling mit samt Augen und lockigem Haar, Antinous. Seit Cäsars Zeiten schien es wie ein Verhängnis zu sein. Jedes Mal, wenn sich ein römischer Herrscher nach Ägypten begab, geriet er über ein sentimentales Abenteuer ins Stolpern. Es scheint, dass Sabina, die Gattin des Kaisers, die ihren Gebieter wie immer begleitete, nicht gegen die Anwesenheit des Antinous protestiert hat. Oder gab sie doch heimlich aus Eifersucht den Auftrag, diesen bildschönen Jüngling im Nil zu ertränken? Geklärt wurde der Tod des Antinous nie, aber für den Kaiser war es ein furchtbarer Schlag. Er soll tagelang um den Geliebten geweint haben. Später ließ er zu Ehren des Toten einen Tempel errichten und um den Tempel eine Stadt, Antinopolis, die besonders zur Zeit von Byzanz groß und mächtig wurde. Der Mann, der nach diesem Unglück nach Rom zurückkehrte, war nicht mehr der brillante, heitere und joviale Herrscher, der Jahre zuvor von hier aus losgezogen war. Hadrian war menschenscheu geworden, machte sich verbissen über Baupläne her. Er errichtete das Pantheon neu im griechischen Stil, es blieb das besterhaltene Bauwerk der Antike, bis zu dem Tag, da Papst Urban VII aus dem Bronzedach seiner Vorhalle über hundert Kanonen und den Baldachin des Hochaltars von St. Peter gießen ließ. Ein weiteres Meisterwerk hadrianischer Architektur war die Villa, um die dann später der Tivoli entstand. Dort gab es alles Tempel, Hippodrome, Bibliotheken und Museen. Zweitausend Jahre lang fanden fremde Heere aller Länder immer noch etwas zum Fortschaffen. Hadrian selbst aber war kaum dorthin übergesiedelt, als ihn eine schwere Krankheit befiel, sein Körper schwoll unförmig an, Blut floss aus seiner Nase, und er glaubte sein Ende nahe. Jenseits des Tiber hatte er sich ein prachtvolles Grabmal errichten lassen, mit einer besonderen Brücke über den Fluss, das jetzt kurz vor der Vollendung stand. Heute wird es die Engelsburg genannt, jahrhundertelang die Zuflucht der Päpste. Dort wurde der Kaiser begraben, mit 62 Jahren. Und er erwies Rom einen letzten großen Dienst, er bestimmte Nachfolger, unter deren Regierung ihm niemand nachzuweinen brauchte. Antonius Pius und Mark Aurel. Auch das war genial an diesem Kaiser. Der kranke Mann hatte weise über seinen Tod hinaus nicht nur seinen Nachfolger, sondern auch schon dessen Nachfolger bestimmt. Beide erfüllten die Hoffnungen Roms. Das Weltreich war unter diesen Kaisern im Zenit seiner tausendjährigen Geschichte überhaupt. Nach ihnen segelte die Weltmacht in die trüben Gewässer der Thronwirren und Kaisermorden, in die Germanenstürme und die Untiefen der Angst und des Niedergangs. Antonius Pius war wirklich ein sehr freundlicher, sehr schöner und auch talentierter Herr. 23 Jahre lang saß er auf Roms Thron und hat während dieser langen Zeit ganz anders als Hadrian Italien nie verlassen. Doch hinter dem Glück lauerten die Gefahren, denn unter seiner Herrschaft erstarkten im Norden die Germanen, im Orient die Parther. In beiden Fällen hätte Antonius vielleicht Präventivkriege führen sollen, aber der Kaiser hielt einen dauerhaften Frieden für möglich. Vielleicht bekam er später auch deshalb seinen Beinamen Pius, der Fromme. Natürlich verstanden die Römer damals unter Fromm nicht christliche Frömmigkeit, sondern sittliche Vollkommenheit. Als der Kaiser mit 75 Jahren spürte, dass er sterben musste, ließ er das Symbol seiner Regierung die goldene Statue der Göttin Fortuna von seinem Schlafzimmer in das Zimmer seines Adoptivsohnes und Nachfolgers Marcus Aurelius tragen. Bedenke immer, dass du bald nimmer und nirgends sein wirst. Kaiser Mark Aurel war ein Philosoph, ein Denker, ein Weiser, ein Staatsmann, ein großer Heerführer. Es lohnt sich, ihn näher zu betrachten. Kaiser Hadrian hatte die Fähigkeiten des jungen Marc Aurel schon früh erkannt. Er war sozusagen sein Entdecker. Sonst wäre Marc Aurel wahrscheinlich nur ein Beamter oder Offizier geworden, von dem die Welt nie etwas erfahren hätte. Schon mit fünfzehn Jahren erhielt Marcus die Toga virilis, das Gewand, das den Jüngling Roms mündig machte. Kaiser Hadrian verheiratete ihn sogleich mit der Tochter des Lucius Ceoius Commodus, sie hieß Fabia aber die Ehe sollte nicht von langer Dauer sein. Als nämlich Hadrian starb, übernahm Antonius Pius die Erziehung des jungen Markus und ließ die Kinderehe scheiden. Markus heiratete dann, 23-jährig, die Tochter des Antonius Pius, ein sehr gescheites und schönes Mädchen, die wie ihre Mutter Faustina hieß. Im Tiberianischen Palast auf dem Palatin wohnten der Kaiser und sein Adoptivsohn zusammen, und in den Gesprächen mit dem vornehmen alten Kaiser mag der Prinz viel gelernt haben. Mark Aurel war ein Stoiker, kompromisslos und arbeitete unermüdlich an seiner eigenen Vervollkommnung. Er lebte einfach. Die würdigsten Männer Roms empfing er täglich im kaiserlichen Palast, aber nicht im Staatsgewand, nicht in großen Staatsräumen, sondern ganz schlicht gekleidet in seinem Schlafgemach. Als Kaiser Antonius stirbt, ist Marcus Aurelius vierzig Jahre alt. Es entspricht seiner klugen Bedachtsamkeit, dass er den ebenfalls von Antonius adoptierten Lucius Verus zum Mitregenten macht. Er verleiht ihm den Kaisertitel Augustus und beschließt, völlig gleichberechtigt mit ihm zu herrschen. Der kränkliche Marc Aurel glaubt, allein das Weltreich nicht verwalten zu können, und damit stehen zum ersten Mal zwei kaiser an der spitze des weltreiches der eine in west der andere in ost erstes vorbild der späteren reichsteilung doch der plan misslingt mark aurel muß schließlich die ungeheuren schwierigkeiten die während seiner regierung auftreten ganz allein bewältigen kaum auf dem thron begannen die durch antonius milde übermütig gewordenen perser germanen und briten die grenzen des reiches zu bedrohen der Kaiser schickte ein Heer unter Lucius in den Orient, aber der Mitregent begegnete schon in Antiochien der schönen Panthea und hatte keine Lust mehr, weiter zu marschieren. Sie war die Kleopatra Antiochiens, und Lucius ein zweiter Marcus Antonius, nur ohne seine Genialität und ohne sein strategisches Genie. Marc Aurel reagierte sanft statt mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, er schickte den General Avidius Cassius mit einem fertig ausgearbeiteten Kriegsplan in die Schlacht gegen die Perser. Das hinderte aber den Lucius später nicht daran, sich in Rom in einem feierlichen Triumphzug als Sieger feiern zu lassen. Unglücklicherweise brachte er mit der Siegesbeute des geschlagenen Feindes auch ein fürchterliches Geschenk mit die Pest. Allein in Rom starben 20.000 Menschen daran. Ganz Italien wurde angesteckt, Dörfer und Städte verödeten, niemand bestellte die Felder, und hinter der Epidemie zeichnete sich das Gespenst der Hungersnot ab. Mark Aurel war für seine Untertanen nicht mehr nur Kaiser, sondern auch Krankenpfleger. Kaum für eine Stunde verließ er die Lazarette. Zu diesem öffentlichen Unglück gesellte sich für ihn noch ein persönliches, Faustina, die Frau, die ihm Antonius zur Gemahlin gegeben hatte, war ebenso schön wie treulos, ganz Rom sprach von ihren ehebrecherischen Eskapaden, Mark Aurel beklagte sich nie, im Gegenteil, in seinen Selbstbetrachtungen dankte er den Göttern, dass sie ihm eine so gute und ergebene Frau geschenkt hatten. Von den vier Kindern, die dieser Ehe entsprossen, starb ihm eine Tochter, eine andere wurde die unglückliche Frau des Lucius, der sie, die einzig gute Tat in seiner Ehe, vorzeitig zur Witwe machte, als er an einem Schlaganfall verschied, und von den Zwillingen überlebte nur Commodus, ein schöner, kräftiger Junge, der aber seine Erzieher zur Verzweiflung brachte, weil er sich vor dem Studium drückte und nur eine Leidenschaft hatte, die Kämpfe in der Arena mit wilden Tieren und Gladiatoren. Nicht umsonst munkelte man in Rom, dass der leibliche Vater ein Gladiator gewesen sein soll. Dazu muß man wissen, dass die vornehmen römischen Damen sich gern von den starken Gladiatoren glücklich machen ließen. Aber Mark Aurel, unerschütterlich in seinem Vertrauen, liebte diesen Sohn aufs zärtlichste. Pest und Hungersnot hatten aus Rom eine düstere, hoffnungslose Stadt gemacht. Und schon kündigte sich das nächste Unheil an. Diesmal waren es die germanischen Stämme, die im heutigen Ungarn und Rumänien vordrängten und die Grenzen bedrohten. Als Mark Aurel sich nun selbst an die Spitze seiner Legionäre stellte, um gegen den Feind zu marschieren, lächelten viele Römer skeptisch beim Anblick dieses zarten, kränklichen Mannes, der eine besondere Diät einhalten musste, und nicht nach einem mitreißenden Truppenführer aussah. Sie irrten. Selten kämpften die römischen Legionen mit so viel Mut und so viel Hingabe wie unter dem Kommando dieses Kaisers. Sechs Jahre lang führte Mark Aurel, der Mann des Friedens, einen Krieg nach dem anderen. Er siegte über Quaden, Langobarden, Markomannen und Sarmaten. Doch wenn er nach einem heißen Kampftag allein unter seinem einfachen Soldatenzelt saß, öffnete er das Heft mit seinen Selbstbetrachtungen und schrieb Sätze wie diese Eine Spinne, wenn sie eine Mücke gefangen hat, bildet sich ein Wer weiß was getan zu haben. Und so der Soldat, der einen Sarmaten gefangen hat. Und dennoch sind beide nur simple Räuber. Aber am nächsten Tag machte er sich wieder daran, weiter gegen die Sarmaten zu kämpfen. Während Aurel in Böhmen eine Reihe von glänzenden Siegen erfocht, erhob sich Avidius Cassius in Ägypten und ließ sich zum Kaiser ausrufen. Es war jener General, der mit dem Kriegsplan des Kaisers den entscheidenden Sieg über die Perser errungen hatte. Mark Aurel war daher gezwungen, einen schnellen und großmütigen Frieden mit seinen Gegnern zu schließen und nach Rom zu eilen, wo er dem Senat erklärte, er sei bereit, auf den Thron zu verzichten, wenn man es wünsche. Aber einstimmig wurde seine Abdankung zurückgewiesen, und der Kaiser machte sich auf, dem rebellischen General entgegenzuziehen. In Griechenland überraschte ihn die Nachricht, dass Cassius von seinen eigenen Soldaten umgebracht worden war. Mark Aurel hatte es stets bedauert, dass er nicht mehr Gelegenheit hatte, ihm zu vergeben. So großmütig war dieser Kaiser, daß er sogar seine Feinde liebte. Widerwillig ließ er den Triumph über sich ergehen, bestand aber darauf, Commodus mit einzubeziehen, der mittlerweile wegen seiner Vorliebe für grausame Gladiatorenkämpfe und seiner unflätigen Redensweise schon eine traurige Berühmtheit erlangt hatte. In der Hoffnung, seinen Sohn von seinen ungesunden Leidenschaften abzulenken, nahm er ihn auf seine Feldzüge gegen die Germanen mit. Wieder führte er seine Legionen bis an die Schwelle des Sieges, als er in Wien schwer erkrankte. Fünf Tage hindurch verweigerte er Speise und Trank. Am sechsten stand er auf, zeigte den umstehenden Kommodus als den neuen Kaiser und legte ihm vor der versammelten Truppe ans Herz, die Grenzen des Reiches bis an die Elbe zu verlegen. Dann kehrte er auf sein Lager zurück, zog das Laken über sein Antlitz und erwartete den Tod. Seine Selbstbetrachtungen, die er in griechischer Sprache im Feldherrenzelt geschrieben hatte, sind uns erhalten. Kein großes literarisches Werk, aber das ethisch reinste Dokument, das uns die antike Welt hinterlassen hat. In dem Augenblick, da das Gewissen Roms am Erlöschen war, erhob es sich in diesem Kaiser noch einmal zu leuchtendem Glanz. Der Kaiser ist tot, Decius. Die schlechten Säfte in seinem Körper haben ihn zum Gott gemacht. Ja, Mark Aurel starb in der Fremde, in diesem verfluchten Germanien, wo die Tage entsetzlich und die Nächte furchtbar sind. Nur die Aussicht auf reiche Beute hält mich in diesem Barbarenland. Decius, ich prophezeie dir: Mit des Kaisers Erben Commodus werden wir diese Barbaren bis ins Nordmeer treiben. Wir werden ihnen ja Gold entreißen und ihre Frauen und Kinder auf dem Sklavenmarkt verkaufen. Und dann, Petius, setze ich mich zur Ruhe, pflanze Wein- und Olivenbäume an und werde meine kalten Knochen von der Sonne der Heimat wärmen lassen. Ja, Commodus, dieser strahlende Held Roms, wird uns von Sieg zu Sieg führen. Er ist stark wie ein Bär und schlau wie ein Fuchs. Hast du gesehen, Philippus, wie er gestern ein Dutzend Germanen zu Wotan, ihren Gott, geschickt hat? Er führt das Schwert wie kein Zweiter. Ja. Kommodus wird uns alle reich machen, und wenn wir dann im Triumphzug in Rom einziehen, werden die Vestalinnen uns Lorbeerkränze winden und die Dirnen Sonderschichten einlegen. Decius, ich sage dir, die Götter meinen es gut mit uns. Es wurde auch Zeit. Seit Monaten ziehen wir durch dieses finstere, feindliche Land. Es mangelt mir nicht an Mut, diesen Barbaren aufs Haupt zu schlagen, aber meine Geduld geht zu Neige. Kommodus ist nicht so ein Zauderer wie sein Vater, der Kaiser. Er, der den Kampf so liebt, wird ihn auch suchen. So sei es. Ich kann es kaum erwarten, den Göttern in Rom aus Dankbarkeit zu opfern. Der Truppe gefiel dieser rauflustige, skrupellose, trink- und genussfreudige junge Mann, weil sie ihn für militärischer als den dahingegangenen Kaiser hielten. Groß war daher die allgemeine Verwunderung und Enttäuschung, als Kommodus, statt den siegreichen Feldzug weiterzuführen, einen übereilten und äußerst ungünstigen Friedensschloss. Zum zweiten Male wurden die unruhigen germanischen Stämme wie durch ein Wunder gerettet, und die Römer sollten später teuer dafür bezahlen. Commodus war kein Feigling, aber die einzige Kampfart, die ihm gefiel, war die im Zirkus gegen Gladiatoren oder wilde Tiere. Er frühstückte morgens nicht, ehe er nicht seinen ersten Tiger erlegt hatte, und da in germanien keine tiger aufzutreiben waren hatte er es eilig wieder nach rom zu kommen wo ihm jeden monat neue von den statthaltern des orients geschickt wurden commodus war man muß es wohl so sagen ein öffentliches verhängnis ein großer trinker und spieler erhielt sich einen gewaltigen harem von jungen mädchen und jünglingen liebte aber wohl nur eine einzige frau wirklich eine gewisse Marzia, eine christin die ihre Glaubensbrüder vor Verfolgungen schützte. Die schlimmste Zeit der Regierung des Kommodus begann, als einige Spitzel den Kaiser vor einer angeblichen Verschwörung seiner Tante Lucilla, der Schwester seines Vaters, warnten. Ohne sich auch nur zu bemühen, Beweise für diese schwere Anklage zu suchen, ließ er sie einfach erschlagen. Doch war das nur der Auftakt zu viel größeren Gemetzeln, die von Kleander, dem Kommandeur der Prätorianer, geleitet wurden. Wieder wie zu Zeiten Domitians begann die Bevölkerung unter den Ausschreitungen dieser Polizeitruppen zu leiden. Vielleicht mehr aus Angst als aus Mut rotteten sich eines Tages die Römer zusammen, belagerten den Kaiserpalast und forderten den Kopf Kleanders. Commodus hatte keine Bedenken, ihn sogleich der Volkswut zu opfern und setzte an seine Stelle Laetus. Einen gerissenen Offizier, der sofort erkannte, daß ihm hier nur die Wahl blieb, sich entweder vom Pöbel umbringen zu lassen, um es dem Kaiser recht zu machen, oder vom Kaiser, um dem Pöbel zu gefallen. Der Mann entschied sich für eine dritte Lösung, den Kaiser selbst aus dem Wege zu schaffen. Er zog Marcia ins Vertrauen, und sie verabreichte Kommodus ein vergiftetes Getränk. Daraufhin erwürgten ihn die beiden im Bade, denn der erst dreißigjährige Kaiser besaß ungewöhnliche Widerstandskraft. Man schrieb den 31. Dezember des Jahres 192. Von da an begann die große Anarchie. Zuerst ernannten die Senatoren, glücklich über den Tod des Kommodus, einen der Ihren zu seinem Nachfolger, Perinax der wenig begeistert über diese Ehre war. Der neue Kaiser ging als erstes daran, die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, was mit Einsparungen verbunden war und die Prätorianische Garde verärgerte. So war es nicht überraschend, dass man Perinax schon zwei Monate nach seiner Ernennung erdolcht auffand. Die Garde erklärte, dass nun der Thron meistbietend zu haben sei. Ein friedlicher Milliardenschwerer Bankier Didius Julianus saß, nichts ahnend, beim Mahl, als ihm Gatten und Tochter von Ehrgeiz geplagt die Toga umwarfen und ihn bestürmten, sich so schnell wie möglich um den vakanten Thron zu bewerben. Zögernd, aber offensichtlich mehr seine Frauen als die Ungewissheit der Kaiserwürde fürchtend, begab er sich zu den Prätorianern, bot pro Kopf fünftausend Drachmen und wurde akzeptiert. Der Senat war zwar tief gesunken, aber doch noch nicht so weit, um einen derartigen Handel gut zu heißen. Heimlich sandte er verzweifelte Botschaften an die in den Provinzen stationierten Generale, und von diesen kam, sah und siegte Septimius Severus, weil er das Doppelte wie Julianus versprach. Da wurde der Bankier von den Prätorianern im Bade ermordet. Septimius übernahm also die Macht, ließ seine Gegner hinrichten und verwandelte das Kaisertum endgültig in eine erbliche Monarchie militärischer Prägung. Er war ein schöner Mann, Anfang der Fünfzig und von guter Gesundheit, ein ausgezeichneter Stratege und geistreicher Gesprächspartner. Er wandte sich nur an den Senat, um Befehle zu erteilen und führte während seiner ganzen Regierungszeit fast ununterbrochen Krieg. Mit Söldnertruppen focht Septimius nicht nur siegreiche Schlachten, sondern befestigte auch die Grenzen des Reiches und hielt die Garnisonen in ständiger Übung. Im Jahre 211 überraschte ihn in Britannien der Tod. Und er, der einst Mark Aurel kritisiert hatte, weil er Commodus als seinen Nachfolger bestimmt hatte, bezeichnete nun seine Söhne Caracalla und Geta als seine Erben und schärfte ihnen ein, Spart nie am Sold für eure Soldaten und setzt euch über alles Übrige hinweg. Ein ganz unnötiger Rat. Caracalla und Geta setzten sich sowieso über alles hinweg. Sie legten sogar dem Arzt nahe, das Sterben ihres Vaters etwas zu beschleunigen. Caracalla wurde ein zweiter Commodus und es dauerte nicht lange, bis er dies aller Welt vor Augen führte. Zornig darüber, dass er seine Macht mit dem jüngeren Bruder teilen sollte, stellte er ihm eine Falle und ermordete ihn. Geta starb blutüberströmt im Schoße seiner Mutter. Doch damit nicht genug. Er verurteilte weitere 20.000 Bürger zum Tode, weil er sie verdächtigte, auf Seiten des Ermordeten gestanden zu haben. Caracalla war kein unintelligenter Mann. Er war nur vollkommen amoralisch. Jeden Morgen wollte er einen Bären vorgeführt haben, um sich im Kampf mit ihm zu messen und seine Muskeln in Übung zu halten, zu Tisch saß er mit einem Tiger, und nachts schlief er zwischen den Tatzen eines Löwen. Er weigerte sich, die Senatoren zu empfangen, die seine Vorzimmer bevölkerten, aber den Soldaten gegenüber zeigte er sich immer leutselig und überschüttete sie mit Gunstbeweisen. Er dehnte das Bürgerrecht auf alle männlichen Einwohner des Imperiums aus, aber nur, um auch von ihnen Erbschaftssteuer einzuziehen, die sonst lediglich römische Bürger zahlen mussten. Mit Politik beschäftigte er sich wenig, das überließ er seiner Mutter, die sich darauf verstand. Sie war es, die die Korrespondenz erledigte und Minister und Gesandte empfing. Eines Tages erzählte ihm jemand von Alexander dem Großen, und das begeisterte ihn so, dass er beschloss, ihm nachzueifern. Er rekrutierte eine Phalanx, bewaffnete sie wie die Soldaten seines Helden und zog mit ihnen gegen die Perser. Doch im Kampfgewühl vergaß er, General zu sein, weil er viel lieber als einfacher Soldat den Gegner im Zweikampf stellte. Irgendwann hatten seine Legionäre genug von diesen zahllosen Kämpfen ohne Beute und erdolchten ihn. Ullia Domna«, die Mutter, die nun alles, Mann, Thron und Söhne verloren hatte, wurde nach Antiochien deportiert und starb dort freiwillig den Hungertod. Doch sie hatte eine ehrgeizige Schwester, Julia Mesa, die von ihren beiden Töchtern zwei Enkel besaß. Der eine hieß Varius Avitus und war unter dem Namen Eleagabal, Priester im syrischen Emesa, woher die Familie der Kaiserin stammte. Der andere hieß Alexander und war noch ein Kind. Julia Mäser ließ das Gerücht ausstreuen, dass Eleagabal der natürliche Sohn des ermordeten Kaisers sei, und die Legionäre, die sich unterdessen in Syrien zu der dortigen Religion bekehrt hatten, sahen in dem vierzehnjährigen den Vertreter des Sonnengottes, erhoben ihn zum Kaiser und brachten ihn in einem Triumphzug nebst Mutter und Großmutter nach Rom. So sah Rom an einem Frühlingsmorgen des Jahres 219 wohl den seltsamsten aller Kaiser in seine Mauern einziehen. Einen in rote Seide gekleideten Knaben mit geschminkten Lippen, geschwärzten Wimpern, Perlenketten am Hals, Smaragdreifen an Handgelenken und Knöcheln und einer Diamantenkrone im Haar, aber die Römer jubelten ihm zu, sie konnte nichts mehr erschüttern. Wieder war der wirkliche Kaiser eine Frau, Großmutter Julia Mesa, die Schwester der vorangegangenen Kaiserin. Für Elea Gabal war der Thron nur ein Spielzeug. In seiner kindlichen Unschuld liebte er es, kleine, aber harmlose Streiche zu spielen, sich mit Tombolas, Lotterie oder Kartenspiel zu vergnügen. Natürlich gefiel ihm auch das gute Leben, und er gab Wahnsinnssummen dafür aus. Elea Gabal reiste nie mit weniger als fünfhundert Wagen, und für eine Flasche Parfum war er bereit, ein Vermögen zu opfern. Als ihm ein Wahrsager prophezeite, dass er eines gewaltsamen Todes sterben würde, lehrte er die Staatskassen, um die raffiniertesten Instrumente des Selbstmordes zu erstehen. Ein Schwert aus purem Gold, Seidenschnüre, brillanten, besetzte Schatullen für das Schierlingskraut und andere teure Narreteien. Eines Tages ließ er sogar den von seinem Volke angebeteten Meteor, ein Heiligtum ähnlich dem in Mekka, nach Rom bringen. Er baute einen Tempel darüber und erklärte den Juden und Christen, er wolle ihre Religion als Staatsreligion anerkennen, wenn die einen Jehova und die anderen Jesus durch seinen Meteor ersetzen würden. Großmutter Mesa begriff endlich, dass ein solcher Enkel die Fortdauer der Dynastie bedrohte und überredete ihn, seinen Vetter Alexander als Adoptivsohn anzunehmen und ihm den Titel eines Cäsar unter dem pompösen Namen Mark Aurel Severus Alexander zu verleihen. Danach ließ sie Eleagabal und seine Mutter, also die eigene Tochter, umbringen. Es klingt seltsam, aber diese schrecklich nette Familie brachte auch einen Heiligen hervor. Alexander Severus, damals vierzehn, lernte fleißig, schlief auf einem harten Lager, aß und trank maßvoll, wusch sich auch im Winter mit kaltem Wasser, zog sich wie ein gewöhnlicher Sterblicher an und hatte von seinen Vorgängern nur eines geerbt: Unparteilichkeit jeder Religion gegenüber und eine besondere Sympathie für Juden und Christen. Ihr Leitspruch füge deinem Nächsten nichts zu, was du nicht von ihm erleiden willst, wurde von ihm auf viele öffentliche Gebäude gemeißelt. Während sich Alexander also eher mit philosophischen Dingen befasste, regierte Mutter Mamäa das irdische Reich. Als die Perser sich wieder einmal drohend an den Grenzen des Reiches erhoben, zog sie ihnen zusammen mit ihrem Sohn an der Spitze des Heeres entgegen. Noch bevor die Schlacht begann, sandte Alexander dem feindlichen König ein Schreiben, in dem er ihn zu bewegen suchte, nicht anzugreifen und Frieden zu schließen. Die Perser nahmen dies für ein Zeichen der Schwäche, eröffneten die Schlacht und wurden geschlagen. Später versuchte der Kaiser, immer auf dem Pfad des Friedens wandelnd, wenigstens die Kämpfe mit den Germanen zu vermeiden. Und hier beging er einen entscheidenden Fehler. Als er in Gallien den germanischen Unterhändlern begegnete, bot er ihnen einen jährlichen Tribut für ihren Rückzug an. Für diesen psychologischen Irrtum musste er bitter büßen. Zwar waren auch die Legionäre nicht mehr allzu begeistert von den ewigen Schlachten, aber noch weniger waren sie bereit, den Frieden zu erkaufen. Empört über die Handlungsweise ihres Kaisers, töteten sie Alexander, seine Mutter und das ganze Gefolge. Und dann, ja. Dann taten sie etwas, was inzwischen guter Brauch geworden war. Sie riefen einen neuen Kaiser aus, den General Julius Maximinus. Man schrieb das Jahr 235. Die Anarchie, die auf Alexander Severus Tod folgte, dauerte 50 Jahre bis zur Thronbesteigung Diokletians. Die Zeit der Soldatenkaiser. Die meisten regierten nur kurz und wurden dann umgebracht. Bemerkenswert ist lediglich Valerian, der als einziger römischer Kaiser in persische Gefangenschaft geriet und dort nach Jahren entwürdigender Haft starb. Es passt zu der Vollkommenheit damaliger römischer Herrscher, dass sein Sohn Gallienus keinen Finger rührte, um seinen Vater gegen ein Lösegeld freizukaufen. Doch auch ihn brachten die Soldaten nach einer siegreichen Schlacht gegen die Sarmaten und Sküten um. Sein Nachfolger Claudius II., ein tüchtiger Feldherr, starb an einer Seuche, man schrieb das Jahr 250. Da bestieg endlich ein großer General den Kaiserthron. Er hieß Domitius Aurelianus, war der Sohn ärmlicher Bauern aus Illyrien und wurde von seinen Soldaten die Hand auf dem Schwert genannt. Er begriff sofort, dass es unmöglich war, gegen alle Feinde gleichzeitig Krieg zu führen, und versuchte deshalb auf diplomatischem Wege den einen oder anderen auf seine Seite zu ziehen. Er wusste auch, dass Diplomatie allein nicht genügte, so gab er den Befehl, alle Städte des Imperiums mit einer Mauer zu umgeben. Eigentlich der Beginn des Mittelalters, denn jede Stadt hatte sich selbst zu verteidigen. Rom hatte als zentrale und dominierende Macht aufgehört zu existieren. Domitius Aurelianus versuchte auch, den religiösen Konflikt, der sein Land spaltete, durch die Errichtung einer neuen Religion zu beheben. Er erfand den Sonnenkult, dem er einen herrlichen Tempel errichtete. Zum ersten Mal wurde die offizielle Religion des römischen Reiches eine monotheistische, auch wenn der Gott, der angebetet wurde, ein Himmelskörper war. Das war ein großer Schritt zum endgültigen Triumph des Christentums. Von diesem einzigen Gott und nicht mehr vom Senat, erklärte Aurelian, sei ihm die Macht verliehen worden. Es war das Prinzip der absoluten Monarchie, des Gottgnadentums, das orientalischen Ursprungs war, sich aber in Europa bis in die Neuzeit erhalten sollte. Aber das Volk war noch nicht reif für einen wie ihn. Sie brachten den Kaiser um, wie seine Vorgänger. Sein Nachfolger war Tacitus, ein Nachfahre des berühmten Historikers. Der war schon 75 und hatte nichts zu verlieren. Nur deshalb nahm er die Wahl an und starb sechs Monate später friedlich im Bett. Im Jahre 276 wurde Probus Kaiser, ein echter Träumer. Nachdem er die üblichen Kriege gegen die germanischen Stämme, die gegen die Grenzen drückten, gewonnen hatte, beschäftigte er seine Soldaten mit Bodenverbesserungsarbeiten. Er wollte sesshafte Bauern aus ihnen machen. Doch die Legionäre waren inzwischen Glücksritter und Landsknechte geworden, die sich ihren Lebensunterhalt lieber durch Raub und Mord verdienten. Sie töteten auch ihn. Aber weil es ihnen doch ein wenig Leid tat, setzten sie ihm wenigstens ein Denkmal. Jetzt war der Boden für Diokletian bereitet, den letzten wahren römischen Kaiser. Eigentlich hieß er Diokletes und war der Sohn eines dalmatinischen Freigelassenen. Seine Klugheit zeigte sich schon allein darin, dass er danach strebte, Kommandant der Prätorianer zu werden. Er allein hatte endlich begriffen, dass man zum Cäsarenthron nicht über die übliche militärische oder bürokratische Stufenleiter kommen musste, sondern über eine Palastverschwörung. Aber gleichzeitig hatte er eingesehen, dass man einmal auf dem Thron Rom so schnell wie möglich den Rücken kehren musste, wollte man nicht enden wie die Soldatenkaiser vor ihm. Und so war seine erste sensationelle Entscheidung als Kaiser, die Hauptstadt offiziell von Rom nach Nikomedien in Kleinasien zu verlegen. Natürlich waren die Römer empört, aber Diokletian begründete seinen Entschluss mit militärischen Notwendigkeiten. Rom läge zu weit ab, das Hauptquartier müsse näher an der Grenze liegen. Aus diesen Gründen teilte er auch die Macht. Er selbst, mit dem Titel eines Augustus und dem Gros des Heeres, kümmerte sich um die Ostgrenze. Maximianus, ein tüchtiger General, ebenfalls mit dem Titel Augustus versehen, erkor Mailand zu seiner Residenz. Beide wählten sich einen Cäsar. Diocletian erkor Galerius, der seine Zelte in Mitrovica, dem heutigen Jugoslawien, aufschlug, während Constantius Chlorus, der Cäsar des Maximianus, nach Trier in Germanien zog. So entstand die sogenannte Tetrarchia, an der Rom keinen Anteil mehr hatte. Es war lediglich die größte Stadt eines Imperiums geblieben, das von Tag zu Tag weniger römisch wurde. Zwar blieben da noch Theater und Zirkusse, die Paläste der Reichen, der Klatsch, die Salons der Intellektuellen, aber Kopf und Herz waren ausgewandert. Die beiden Herrscher, Diokletian und Maximianus, verpflichteten sich feierlich, nach zwanzig Jahren zugunsten ihrer Cäsaren abzudanken, denen unterdessen jeder die eigene Tochter zur Frau gegeben hatte. Diokletian startete jetzt, man kann es so nennen, ein sozialistisches Experiment. Das Geld wurde auf einer Goldbasis festgelegt, die tausend Jahre unverändert bleiben sollte. Die Bauern wurden an ihre Scholle gebunden und zu Leibeigenen, Arbeitern und Handwerkern in Korporationen gezwängt, die sie nicht verlassen durften. Waren wurden an Sammelstellen gestapelt. Er führte auch eine Preiskontrolle ein, und so wurde im Jahre 301 jenes berühmte Edikt erlassen, das noch heute ein Musterbeispiel für eine gelenkte Wirtschaft ist. Alles war darin geregelt und vorherbestimmt, außer der natürlichen Neigung des Menschen, dem Zwang auszuweichen und Hintertüren und Schleichwege zu finden. Diokletian verstärkte seine Kontrollbehörde. Der liberale Lactantius klagte, in unserem Imperium ist von zwei Bürgern unweigerlich einer ein Beamter. Kontrolleure, Vertrauensleute und Oberaufseher schossen nur so aus dem Boden. Trotzdem wurden die Waren den Sammelstellen entzogen und auf dem schwarzen Markt gehandelt, Flucht aus den Korporationen war an der Tagesordnung, dann regnete es Arreste und Geldstrafen, Millionen Vermögen wurden vom Fiskus geschluckt. Und zum ersten Male in der Geschichte Roms flüchteten römische Bürger nach drüben jenseits des damaligen eisernen Vorhanges des Limes, um bei den sogenannten Barbaren, den Germanen, Zuflucht und Staatsbürgerschaft zu suchen. Die Dinge hatten sich umgekehrt. Ein untrügliches Zeichen für das bevorstehende Ende. Trotz der zweifelhaften Wirkung gab es außenpolitische Erfolge. Constantius Chlorus und Galerius brachten die römischen Adler wieder nach Britannien und nach Persien und auch im Inneren herrschte Ruhe. Allerdings die Ruhe eines Friedhofs. Zum ersten Mal besaß der Kaiser einen richtigen Hof mit einem ins Kleinste festgelegten Zeremoniell, zu dem auch der Fußfall gehörte. Diokletian führte als kaiserliches Kleidungsstück ein seidenes, goldbesetztes Purpurgewand ein, ähnlich dem, das Eleagabal getragen hatte, und ließ sich Dominus, Herr, nennen. Er führte sich, kurz gesagt, wie ein byzantinischer Kaiser auf, noch bevor die Hauptstadt endgültig nach Byzanz wurde gabriel mein lieber bruder sag mir woher soll ich die kraft nehmen und mich verweigern wenn des kaisers häscher mich zwingen dem heiland abzuschwören wir alle sind in gottes hand der herr wird dir den mut schenken den kräften des bösen zu widerstehen du meinst unser Herr Jesus wird bei mir sein, wenn das glühende Eisen meine Eingeweide durchbohrt, wenn die Tiere meinen Körper zerreißen oder wenn ich, es wäre die schlimmste aller Todesarten, auf dem Scheiterhaufen verbrenne? So ist es. Die Gnade des Herrn ist wunderbar. Auch er ist für uns gestorben auf dem Berge Golgatha am Kreuz. Ich schäme mich ja so, nur ein schwaches Weib zu sein. Du musst dich nicht schämen. Der Herr prüft unsere Seele, bevor wir für immer ins Paradies gelangen dürfen. Wo süße Früchte im Überfluss auf den Bäumen der Erkenntnis wachsen und die Engel mit ihrer Harfenmusik unser Gemüt erfreuen? Der Herr ist mit uns. Er weist uns den Weg ins Paradies, aus dem einst Adam und Eva vertrieben wurden. Dann lass uns gleich zum Statthalter gehen, Gabriel. Lass uns dort unser Bekenntnis ablegen. So sei es. Das irdische Leben ist ein Jammertal. Wir aber, Maria, können glücklich sein. Bald werden wir im Angesicht unseres Herrn stehen. Ich kann es kaum erwarten. Diocletian sah in den Christen eine Gefahr für das Imperium. Er begann zwei Jahre vor seiner Abdankung, sie gnadenlos zu verfolgen. Beamten und Heeresangehörigen wurde befohlen, den Göttern zu opfern. Wer sich weigerte, wurde zunächst entlassen, später getötet. Ganze Heerscharen von Märtyrern erwuchsen damals. Diocletian hatte sich durch seine Christenverfolgung in eine schwierige Lage manövriert. Sogar seine Gattin Priska und seine Tochter Valeria waren von den Ideen der neuen Religion überzeugt. Die Palastdienerschaft, die noch nicht opfern wollte, starb den Märtyrertod. Für Prozesse war keine Zeit. Ohne Urteil, ohne Recht wütete der Henker. Zu den berühmtesten Märtyrern gehören der heilige Sebastian und die heilige Agnes in Rom, die heilige Lucia in Syrakus, die heilige Katharina in Alexandrien, die heilige Barbara in Nikomedäa. Wenn die Christen die Opfer ihres Glaubens beigesetzt hatten, ließ man sie ausgraben und ins Meer werfen, damit nicht die Verehrung dieser Toten der christlichen Religion neue Gläubige zuführte. Als unmenschlich galten jene Statthalter, die die Christen schnell und möglichst schmerzlos hinrichten ließen, und es gab Gläubige, besonders Frauen, die den Henker geradezu bestürmten, sie zu martern. Andere stürzten sich in die Arena vor die wilden Tiere, wieder andere zwangen die Statthalter auf sie und ihren Glauben aufmerksam zu werden, sie alle strebten danach, Märtyrer zu werden. Es war wie ein religiöser Wahn. Der Afrikaner Arnobius antwortete auf das Wüten des Kaisers Auch eure Sache war, als sie begann neu. Den Wert einer Religion erkennt man aber nicht daran, an welchem Tage man zu verehren beginnt, sondern wen. Ist irgend etwas älter als er? Wem verdankt die Ewigkeit das, was sie zur Ewigkeit macht? Dass die unendlichen Zeiten sich entfalten, geschieht dies nicht aus seiner ununterbrochenen Fortdauer? Aber eure Götter waren Menschen, denn wo es Hochzeiten, Ehen, Kindbetten, Ammen, Handwerke, Gebrechlichkeiten gibt, wo der Zustand der Freiheit und der Sklaverei herrscht, wo Wunden, Schläge, Blut, Liebschaften, Sehnsucht und Wollust sind, wo sich alle Gemütsbewegung aus Unstetigkeit entwickelt, dort kann nichts Göttliches sein. Diocletian dachte anders. Er verehrte die alte Religion, lauschte ängstlich auf die Zeichen der Götter, ein unbegreiflicher fremder Gott schien ihm gefährlich, das konnte die Rache des altrömischen Himmels zur Folge haben. Im Jahre 305, nach zwanzig Regierungsjahren, dankten die beiden Herrscher feierlich, wie versprochen, gleichzeitig in Nikomedien und in Mailand zugunsten ihrer Cäsaren und Schwiegersöhne ab. Diokletian zog sich erst 55-jährig nach Spalato zurück, wo er sich einen riesigen, prachtvollen Palast hatte errichten lassen, dessen Überreste noch heute in Split zu besichtigen sind. Er verlegte sich auf das Züchten von Kohl und soll mit dieser Beschäftigung überaus zufrieden gewesen sein. Als Maximianus ihn nach einigen Jahren bat, bei einem Erbfolgekrieg einzugreifen, antwortete Diokletian, eine solche Aufforderung könne nur von jemandem kommen, der nie gesehen habe, wie üppig der Kohl in seinem Garten wachse. Er wurde 63 Jahre alt und niemand hat je erfahren, was er über die Anarchie dachte, die nach seiner Abdankung von Neuem im Reich um sich griff. Und im Tode rächte sich das Christentum an ihm. Der Kaiser, der die römische Welt und Roms Götter retten wollte, und der in seinem Mausoleum unter dem Schutz dieser römischen Götter schlafen wollte, wurde als Toter besiegt. Seine letzte Ruhestätte wurde in eine christliche Kirche umgewandelt, die Kathedrale von Split. Ironie der Geschichte. Flavius Valerius Constantinus war der uneheliche Sohn von Constantius Chlorus, dem Cäsar des Maximianus und seiner orientalischen Dienerin Helena, die seine Konkubine geworden war. Ganz schön verwirrend, was aber durchaus den Zeitläuften entsprach. Als Konstantius Chlorus in Trier zum Cäsar ernannt wurde, hatte ihm Diocletian nahegelegt, sich von dieser wenig geeigneten Gefährtin zu trennen und Theodora, die Tochter des Maximus, zu heiraten. Der junge Konstantin hatte eine ziemlich oberflächliche Erziehung bei der Stiefmutter genossen, doch holte er die Defizite ziemlich schnell bei der Armee auf, wohin er schon früh versetzt wurde. Der andere Augustus in Nikomedien Galerius interessierte sich für den hochbegabten Offizier und rief ihn zu sich an seinen Hof. Natürlich steckte der Gedanke dahinter, den jungen Konstantin als Geisel in der Hand zu haben, für den Fall einer Auseinandersetzung mit seinem Kollegen in Mailand, der sein Untergebener bleiben sollte und dem er als Cäsar, einen gewissen Severus, vorgeschrieben hatte. Für sich selber hatte er einen Maximinius Daya als Cäsar gewählt. Der junge Konstantin, schon früh mit politischem Instinkt ausgestattet, fühlte sich mit Recht am Hofe des Galerius nicht besonders sicher. Da hatte sein Vater einen guten Einfall. Als er einen Kriegszug gegen die Schotten plante, sandte er Boten zu Galerius und forderte seinen Kaiserkollegen auf, ihm den Sohn für seinen Kriegszug zu Hilfe zu schicken. Galerius war in einer peinlichen Lage. Halten konnte er den Sohn des Rivalen nicht mehr, das wäre offene Feindschaft gewesen. Aber den Wunsch des Konstantius zu erfüllen, bedeutete Handlungsfreiheit für Vater und Sohn. Galerius wählte einen dritten Weg. Er schickte Konstantin auf die weite Reise, beauftragte aber seinen Cäsar Severus, den Jungen unterwegs auszuschalten. Konstantin ritt nun heimlich wie ein Verbrecher von Poststation zu Poststation und tötete seine erschöpften Pferde, damit seine Verfolger die Tiere nicht nutzen konnten. In Boulogne, am Meer, vor der Überfahrt nach Britannien, fand die bewegende Begegnung zwischen Vater und Sohn statt. Konstantin kämpfte an der Seite seines Vaters gegen die Schotten. Bei den Soldaten, es waren vor allem Germanen, war der junge, gutaussehende, hochgewachsene Konstantin schnell beliebt, Sie sahen in ihm den künftigen Augustus, das war auch der Wunsch des Vaters, der schon lange kränkelte. Als er starb, erklärte das Söldnerheer den jungen Konstantin sofort zum Kaiser. Das geschah am 25. Juli 306. Doch Konstantin, der warten konnte, zog klugerweise den bescheidenen Titel eines Cäsars vor, und Galerius gab im fernen Nikomedien widerstrebend seine Zustimmung zu dieser Ernennung. Unterdessen aber war über den Titel des Augustus in Mailand zwischen zwei Anwärtern ein Streit ausgebrochen. Eigentlich hätte er Severus, dem bisherigen Cäsar, zukommen müssen. Doch Maxentius, der Sohn des früheren Augustus von Mailand, Maximianus, der mit Diokletian zusammen abgedankt hatte, bewarb sich ebenfalls um den Titel. Und aus Angst, sich nicht allein durchsetzen zu können, rief er seinen Vater um Hilfe an. Zusammen marschierten die beiden gegen Severus, der von seinen Soldaten, die keine Lust hatten zu kämpfen, kurzerhand erstochen wurde. Galerius indes versuchte von Nikomedien aus den Konflikt zu steuern, indem er Licinius zum neuen Augustus von Mailand proklamierte. Daraufhin mischte sich auch jetzt Konstantin in den Kampf als Anwärter auf den Thron ein. Das Chaos war perfekt. Es war unausweichlich, nur eine Entscheidungsschlacht zwischen den Anwärtern Maxentius und Konstantin konnte die verworrene Situation klären. Am 27. Oktober 312 lagen sich Konstantin und Maxentius mit ihren Heeren 20 Kilometer nördlich von Rom gegenüber. Mit einem geschickten Schachzug gelang es Konstantin, seinen Gegner mit dem Rücken gegen den Tiber zu drängen, dann sah er zum Himmel auf und erblickte dort ein flammendes Kreuz mit der Inschrift In hoc signo vinces. In diesem Zeichen wirst du siegen. So überliefert es jedenfalls die christlich eingefärbte Geschichtsschreibung. In der Nacht vor der entscheidenden Schlacht hörte Konstantin eine Stimme, die ihn mahnte, das Kreuz Christi auf die Schilde seiner Legionäre zu malen. Beim Morgengrauen gab der gewitzte Psychologe den Befehl, statt der Standarte ein Kreuz mit den Anfangsbuchstaben von Christi Namen den Truppen voranzutragen. Über den Heeren seines Gegners Maxentius wehte das Sonnenbanner, Symbol der von Aurelian eingeführten neuen Gottheit. Zum ersten Male in der Geschichte Roms wurde ein Krieg im Namen zweier verschiedener Religionen geführt. Das Kreuz siegte und der Tiber, der die Leichen von Maxentius und seinen Soldatenfluss abwärts trieb, schien die Trümmer der antiken Welt mit hinwegzuspülen. Noch waren die Kämpfe nicht beendet. Noch machten Licinius und Maximinius ihm den Sieg streitig. Mit dem ersten traf Konstantin im Jahre 313 in Mailand zusammen und das Ergebnis ihrer Verhandlungen war die Aufteilung des Imperiums zwischen den beiden Herrschern sowie der Erlass eines Ediktes das die Toleranz des Staates gegenüber jeder Religion verkündete und den Christen alle während der Verfolgungen entwendeten Güter zurückerstattete. Maximinius starb, er war wohl den vielen Aufregungen nicht mehr gewachsen, und Konstantin verheiratete seine Schwester mit Licinius, eine Sitte, die sich noch lange halten sollte, um strategische Bündnisse zu schließen. Aber der Frieden währte nicht lange, Bereits im nächsten Jahr gerieten die beiden Herrscher aneinander, Konstantin besiegte ein Heer des Licinius in Pannonien, und dieser hielt sich an den Christen im Orient schadlos, wo er die Verfolgungen wieder aufnahm. Konstantin war um diese Zeit noch nicht offiziell zum Christentum übergetreten, doch sahen die Christen in ihm ihren Beschützer, und wahrscheinlich war die überwiegende Mehrheit jener 130.000 Soldaten, die unter seiner Führung gegen die 160.000 Verteidiger des Heidentums unter Licinius zu Felde zogen, Christen. Sie siegten zuerst bei Adrianopel und dann ein zweites Mal bei Scutari. Licinius ergab sich. Konstantin schenkte ihm auf Bitten seiner Schwester, die er mit Licinius verheiratet hatte, das Leben. Im Jahr darauf als der Licinius eine Verschwörung gegen Konstantin plante, war es dann mit der Großmut des Herrschers allerdings vorbei, er ließ seinen Schwager töten. Konstantin war eine seltsam komplizierte Natur. Er legte zwar äußerlich stets großen Eifer für das Christentum an den Tag, bewies aber herzlich wenig christliche Nächstenliebe gegen seine Familie. Er schickte zwar seine Mutter Helena nach Jerusalem, um dort den Tempel der Aphrodite zu zerstören, den Gotteslästernde Statthalter über dem Grab des Erlösers gebaut hatten und wo angeblich das Kreuz gefunden wurde, an dem Jesus verschieden war. Kurz danach ließ er aber kaltblütig seinen Sohn, seine Frau und seinen Neffen töten. Er war zweimal verheiratet gewesen. Zuerst mit Minavina, die ihm Crispus geschenkt hatte, einen tüchtigen Offizier, der sich im Kampf gegen Licinius ausgezeichnet hatte. Dann heiratete er Fausta, die Tochter des Maximianus, die ihm drei Söhne und zwei Töchter gebar. Wahrscheinlich wollte Fausta Crispus von der Erbfolge ausschließen und beschuldigte ihn deshalb beim Kaiser, sich ihr in unseriöser Absicht genähert zu haben. Helena, die Mutter des Konstantin, behauptete wiederum, es sei genau umgekehrt gewesen. Um nicht ungerecht zu sein, ließ der Kaiser Fausta im Schwitzbad ersticken. Crispus wurde, ohne angehört zu werden, in Dalmatien hingerichtet. Seinen Neffen Licianus hingegen, ein Sohn seiner Schwester Constantia und des Licinus, verurteilte er wegen Verschwörung zum Tode. In diese Zeit fällt auch das welthistorische Ereignis der Gründung Konstantinopels als Hauptstadt der Welt. Der Platz hieß immer Byzanz und sollte von nun an den Namen des ersten christlichen Kaisers tragen. Byzanz sollte ein christliches Rom werden, ein Rom des Ostens, und ganz ähnlich dem Vorbild am Tiber wurde auch die neue Stadt angelegt. Am 26. November 326 begannen die Bauarbeiten, am 11. Mai 330 wurde Konstantinopel schließlich eingeweiht. Am Ostersonntag des Jahres 337, im dreißigsten Jahr seiner Thronbesteigung, fühlte der große Konstantin sein Ende nahen. Er rief einen Priester an sein Lager, bat um die heiligen Sakramente, entledigte sich der Purpurstola, um das weiße Gewand der Getauften anzuziehen, und erwartete ergeben auf das Ende. Sehr clever. So hatte er alle Sünden seines Lebens als Nichtchrist begangen und ging völlig sündenfrei ins Jenseits. Dies ist der Augenblick, auf den ich schon längst gehofft habe, danach verlangend und mich sehnend das Heil in Gott zu finden. Das waren die letzten Worte des Kaisers, bevor er in einen goldenen Sarg gelegt und aufgebahrt wurde. Konstantin war der einzige Nachfolger des Augustus, der dreißig Jahre lang den Thron inne gehabt hatte. Aber er verdarb seine Lebensleistung durch ein wenig durchdachtes Testament, das das Imperium in fünf Teile unter seine Söhne Konstantinus, Constantius und Konstanz, sowie seine beiden Neffen Dalmatius und Hannibalianus aufteilte. Dieses Testament ist umso unverständlicher, als er doch selbst gesehen hatte, was die Teilung des Reiches nach der Abdankung Diokletians heraufbeschworen und zu welchen Kämpfen sie unter den Kaisern und Cäsaren geführt hatte. Jedenfalls kaum war der große Verstorbene in die Gruft versenkt worden, brachten die Regimenter der neuen Hauptstadt Konstantinopel nicht nur die beiden Neffen des Kaisers Hannibalianus und Dalmatius um, sondern auch seinen Stiefbruder und dessen Söhne. Vermutlich war es Constantius gewesen, der dieses Blutbad angeordnet hatte. Er traf sich nun mit seinen beiden anderen Brüdern in Smyrna und sie schritten gemeinsam zu einer neuen Teilung. Für sich behielt Constantius den ganzen Orient mit der Hauptstadt Konstantinopel und Trazien. Konstanz als der Jüngste musste sich mit Italien, Illyrien, Afrika, Mazedonien und Arkadien begnügen und außerdem in einem Vasallenverhältnis zu Konstantin II. stehen, der für sich Gallien beanspruchte. Wenn Constantius diese Klausel des Vasallenverhältnisses zu dem Zweck erdacht hatte, damit die beiden Brüder aneinander gerieten und er dann den Schiedsrichter spielen könnte, so gelang ihm das nur halb. Zwar vergingen kaum drei Jahre und schon standen sich die beiden Brüder feindlich gegenüber, doch in der ersten Schlacht exponierte sich der hitzige Konstantin so sehr, dass er in einen Hinterhalt gelockt fiel. Konstanz verlor keine Zeit, annektierte ganz Gallien und Konstantius, der auf einen langen, kräftezehrenden Krieg zwischen den Brüdern gehofft hatte, sah sich jetzt zwar nur noch einem Rivalen gegenüber, aber dieser war jetzt mächtiger als er. Doch er hatte noch einmal Glück. Konstanz war zwar ein ausgezeichneter General, aber ein miserabler Staatsmann, der seine Untertanen mit Steuern aussog und sie durch seinen skandalösen Lebenswandel empörte. Magnentius, ein Kommandant seiner Milizen, brachte ihn schließlich um und ernannte sich selbst zum Kaiser. Das tat auch Vatranio, der die kaiserlichen Truppen in Illyrien befehligte, und als dritter Kaiser ließ sich Nepotianus, ein Neffe des Getöteten, ausrufen. Constantius hatte also endlich die Berechtigung, im Westen einzugreifen und Ordnung zu schaffen. Er begab sich an der Spitze seiner Soldaten gegen die Usurpatoren, doch begleitete er seine militärischen Aktionen mit geschickten diplomatischen Verhandlungen, was überhaupt seine Stärke war. Vetranio ging darauf ein und vereinigte seine Truppen mit denen des Ostkaisers. Gemeinsam marschierten die beiden Heere gegen Magnentius, schlugen ihn in Ungarn, verfolgten ihn bis nach Spanien. Dort zwangen sie ihn, sich zusammen mit seinem Bruder Dezentius das Leben zu nehmen. So wurde das Imperium wieder unter einem Zepter vereint. Kurz bevor Konstantius starb, zog er gerade gegen einen übriggebliebenen Neffen, Julian, zu Felde. Der war von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen worden, und das muß dem bärbeißigen alten Imperator imponiert haben. Da er selbst keinen Erben gezeugt hatte, machte er Julian, der ihm offensichtlich Freude bereitete, zum Kaiser. Der junge Mann wollte, so heißt es, die alten heidnischen Riten wieder einführen. Wohl auch deshalb kam er in der Geschichtsschreibung nicht gut weg. Ein großer Herrscher wurde er jedenfalls nicht. Er starb ziemlich kläglich während eines Feldzuges gegen die Perser. Wir ersparen uns jetzt das Aufzählen weiterer Kaiser und Gegenkaiser, byzantinischer Ränke und Giftanschläge. Als sich im vierten Jahrhundert die Reiterheere der Hunnen in Richtung Europa in Bewegung setzten, flohen die Völker vor ihnen nach Süden und Westen. Rom hatte diesem Ansturm inzwischen nur noch wenig entgegenzusetzen. Gegen 340 wanderten Ostgoten aus ihren von den Hunnen besetzten Siedlungsgebieten nördlich des Schwarzen Meeres in die Donauregion ab und erzwangen vom Kaiser das Recht, sich im heutigen Bulgarien und Ungarn niederzulassen. Zueben, Alamannen und Burgunder überwanden 406 die römischen Grenzbefestigungen am Rhein und setzten sich in Gallien und Spanien fest. Alarich, König der Westgoten, verwüstete Oberitalien und plünderte 410 die ewige Stadt. Es muss für seine Soldaten wie ein Rausch gewesen sein. Der Feind ist über uns gekommen und hat uns zu Bettlern gemacht. Nur das nackte Leben hat er uns gelassen. Was klagst du, Lucius? Rom war nur noch eine morsche Eiche, gefällt durch einen winzigen Windstoß. Wie konnte es nur so weit kommen? Das mächtige, stolze Rom, mit all seinen Schätzen, geplündert von diesen rohen Barbaren, eine Bande von Dieben und Mördern. Rom ist verflucht, ein Pfuhl der Sünde und des Lasters. Unsere Altvorderen achteten noch auf Sitte und Tugend. Aber seit Jahrhunderten sind wir nur noch ein Volk von Schmarotzern, die ihre Freiheit und ihren Stolz für wenige Sestherzen verkauft haben. Ich sage dir, Lucius, die Strafe des Himmels ist über uns gekommen. Wir haben uns selbst besiegt. Welche Schande! Welche Schmach. Der Herrgott ist ein Jude. Römische Soldaten haben seinen heiligen Tempel in Jerusalem zerstört. Es ist die Rache des Himmels, die über uns gekommen ist. Papalapap. Rom, das große, stolze Rom, ist von der Sünde verschlungen worden. Die Schätze von den Barbaren weggeschleppt. Die Kornkammern geplündert. Die Jungfrauen entehrt. Es gibt keine römischen Männer mehr. Nur noch Memmen, die es nicht wert sind, sich Römer zu nennen. Ich werde diesen Ort des Schreckens verlassen. Nichts hält mich mehr in dieser blutenden Stadt. Ich habe Verwandte auf dem Land im Norden. Dort werde ich wohl Unterschlupf finden. Gott beschütze dich, Lucius. Ich werde in diesem verfluchten Ort zugrunde gehen. Ich habe nicht mehr die Kraft, dem Schicksal zu entfliehen. Leb wohl, mein Freund. Aus dem Gebiet der heutigen Slowakei zogen die Vandalen bis nach Gibraltar, überschritten 429 die Meerenge und eroberten Roms nordafrikanische Provinzen abgeschnitten von seinen Kornkammern, Erzminen und Rekrutierungsbasen, kraftlos und ohne Ideale, begann für das einstmals so mächtige Imperium die letzte Phase des Niedergangs. Als 455 der Vandalenkönig Geiserich erneut Rom einnahm, traf er nicht einmal mehr auf Widerstand. Aber die Frage bleibt, warum verfiel nur das westliche, vorläufig aber nicht das oströmische Reich? Einen wesentlichen Unterschied gab es. Byzanz besaß die größere innenpolitische Stabilität. Als Kaiser Theodosius II. im Jahr 450 starb, sorgte der Heermeister Aspar für einen raschen Übergang der Herrscherwürde auf Markian und nach dessen vorzeitigem Tod 457 auf Leo I. Danach gab es 17 Jahre lang keinen Wechsel an der Spitze des Oströmischen Reiches. Die Situation im Westen, sie war völlig anders. Irritiert von dessen ständig wachsendem Einfluss, ließ Kaiser Valentinian III. seinen Heerführer Aetius im September 454 ermorden. Armee und Oberschicht waren entsetzt. Aetius war die Hoffnung Roms, ein großartiger General. Der Fluch der bösen Tat aber traf auch den Herrscher. Ein halbes Jahr später erschlugen zwei Getreue des Ermordeten den Kaiser auf dessen Landsitz. Was folgte, war ein wilder Reigen von Mord und Umsturz und immer neuen Regenten, ein höllischer Totentanz. In den zwanzig Jahren bis zum Ende des weströmischen Kaisertums bestiegen neun Herrscher den Thron, von denen nur einer mehr als fünf Jahre regierte. Der letzte dieser Kaiser war ein Kind von nicht mehr als sieben Jahren. Romulus Augustulus, als kleiner Augustus verspottet, wurde im Oktober 475 von seinem Vater, dem Heermeister Orestes, zum weströmischen Kaiser ausgerufen. Doch schon zehn Monate später stürzte der Germane Odoaker, ein Hauptmann der kaiserlichen Garde, den Heermeister und übernahm selber die Führung der Armee, erhielt inzwischen einen Kaiser im Westen für überflüssig. Siebzehn Jahre danach war auch Odoaker am Ende. 493 entmachtete ihn der Ostgotenkönig Theoderich de und tötete ihn bei einem Streit. Unter den Ostgoten erlebte Italien nicht Rom eine kurze Blüte. Mitte des sechsten Jahrhunderts aber zerschlug der oströmische Kaiser Justinian nicht nur die Herrschaft der Ostgoten, sondern auch die Strukturen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im ehemals weströmischen Reich und besiegelte dessen Untergang. Neue Stämme ergriffen die Macht, andere verschwanden, in Gallien stiegen die Franken auf, in Germanien die Bajuvaren und Sachsen, die Vandalen waren indessen nur noch eine blutige Fußnote der Geschichte. Die Gebiete des ehemaligen weströmischen Reichs sanken herab zu einer Kette von Provinzen innerhalb des byzantinischen Imperiums, zerrissen von immer neuen Kriegen zwischen Goten, Langobarden und anderen germanischen Stämmen. Das römische Imperium Begründet durch mutige Bauern, stark geworden durch eine kluge Politik des Teilens und Herrschens, einem mächtigen Heer und der Fähigkeit, die Zivilisation anderer Völker für sich zu nutzen, hatte sich nach tausend Jahren selbst entleibt. Kraftlos, führungslos, ohne tragenden Staatsgedanken war es überflüssig geworden. Zerbrochen an den kräftigen Schlägen hungriger Stämme aus dem Norden und dem Osten. Dieser gewaltigen Kraft, hatte das dekadent gewordene Rom nichts entgegenzusetzen. Verfeinerte Lebensart, Luxus und Müßiggang war keine Waffe gegen rohe Gewalt. Letztlich ist Rom nicht von einem äußeren Feind, sondern von einer inneren Krankheit zerstört worden. Ein Unglück für das Abendland. Denn nach dem Untergang des Imperiums versank ganz Europa in die Finsternis des Mittelalters, die auch wieder fast Tausend Jahre dauern sollte.